Stellt euch vor, wir befinden uns in der Stadt Whittier in Los Angeles County. Es ist die Nacht vom 26. auf den 27. März 1985, gegen 2 Uhr morgens, und ein etwa 25-jähriger Mann nähert sich einem Haus. Die Gegend ist ihm gut bekannt, denn etwa vor einem Jahr ist er schon einmal exakt in dieses Haus eingebrochen. Es gelingt ihm, unbemerkt durch das Fenster der Waschküche in das einstöckige Backsteinhaus einzusteigen und sich dem 64-jährigen Vincent Zazzara zu nähern, der schlafend auf dem Sofa im Wohnzimmer liegt. Aus nächster Nähe richtet er den wehrlosen Mann mit einem Kopfschuss aus seiner Kaliber 22 Pistole hin. Das Projektil schlägt auf der linken Kopfseite kurz über dem Ohr ein. Vincent erwacht durch den Knall und den Schock des Systems, versucht sogar noch aufzustehen und den Angreifer festzuhalten, doch die Kugel hat sein Gehirn zickzackförmig bis zur Carotis-Arterie durchschlagen und diese durchtrennt. Als Vincent aufsteht, bricht er fast augenblicklich zusammen. Sein Blut spritzt durch den arteriellen Druck knapp einen Meter weit bis an die nächste Wand. Zeitgleich erwacht die Frau des Mannes, die 44-jährige Maxine Zazzara, im Schlafzimmer, doch sie kann nicht reagieren. Der Mann stürmt in den Raum, schlägt auf die panische Frau ein, bis er sie überwältigt hat, fesselt sie mit einer Krawatte und durchsucht das Schlafzimmer nach Wertsachen, die er in einen Kissenbezug stopft. Maxine gelingt es, die Fesseln zu lösen und die doppelläufige Schrotflinte unter dem Bett hervorzuziehen. Diese hatte Vincent kurz nach dem ersten Einbruch gekauft. In diesem Moment dreht sich der Mann um und blickt in den Lauf der Schrotflinte. Er versucht noch nach links auszuweichen und seine Waffe zu ziehen, doch Maxine drückt bereits ab. In dieser Sekunde bleibt die Welt kurz stehen. Es passiert nichts. Die Schrotflinte war nicht geladen und gibt nur ein metallisches Klickgeräusch ab. Was Maxine nicht wissen konnte, ist, dass ihr Mann die Waffe vorsorglich entladen hatte, da an diesem Wochenende die Enkelkinder zu Besuch waren. Der Mann blickt immer noch in den Gewehrlauf, kreidebleich und fassungslos. Und dann rastet er aus. Er zieht seine Pistole und schießt Maxine mit 3 Schüssen nieder. Dann prügelt und tritt er auf sie ein, läuft in die Küche, wo er ein 25 cm langes Fleischermesser findet, und kommt damit zurück ins Schlafzimmer. Er wuchtet Maxine wieder aufs Bett, schiebt ihr Nachthemd nach oben und versucht, ihr das Herz herauszuschneiden. Sein Plan scheitert jedoch, da er nicht durch den Brustkorb kommt. Also schneidet er ihr stattdessen ein klaffendes, umgedrehtes Kreuz in den Oberkörper. Doch das reicht ihm noch nicht. Er braucht eine Trophäe. Vorsichtig schneidet er ihre Augenlider weg und entfernt schließlich beide Augen seines Opfers. Dann steckt er sie in ein Schmuckkästchen, das er an sich nimmt. Anschließend sticht er auf ihren Bauch, ihre Kehle und den Schambereich ein und versucht, Sex mit der leblosen Frau zu haben. Doch auch das gelingt ihm nicht. Er ist noch zu erschüttert davon, beinahe von seinem Opfer erschossen worden zu sein. Nachdem der Mann von Maxine abgelassen hat, nimmt er die Wertsachen, die er finden konnte, unter anderem einen Videorekorder, eine Videokamera, Schmuck- und Armbanduhren, eine weitere Schrotflinte und das Schmuckkästchen mit Maxines Augen und verlässt das Haus. Diese abscheuliche Tat war nicht seine erste und auch noch lange nicht seine letzte. Und schon bald wird er unter dem Spitznamen Nightstalker, den er von den Medien erhalten wird, ganz Los Angeles County in Angst und Schrecken versetzen. So sehr, dass im gesamten Großraum Los Angeles die Waffenverkaufsstatistiken signifikant ansteigen und die Nachfrage nach Wachhunden derart ansteigt, dass Hunde aus angrenzenden Bundesstaaten importiert werden mussten, um den Bedarf zu decken. Der Name dieses Mannes ist Richard Ramirez. Richards Vater, Julian Tapia Ramirez, wurde bis zu seinem 14. Lebensjahr von seinem Vater und seinem Großvater verprügelt und beschloss daher, dies unter keinen Umständen bei seinen eigenen Kindern zu tun. Im Alter von 14 Jahren lernte Julian seine spätere Frau Mercedes kennen, die zwar auch Mexikanerin war, allerdings ursprünglich in Rocky Ford, Colorado geboren war und somit auch die amerikanische Staatsbürgerschaft hatte. Nachdem Julian in Mexiko seinen Militärdienst absolviert hatte, zog das Paar gemeinsam nach Juarez an der US-Grenze, wo sie am 9. August 1948 heirateten. In Juarez arbeitete Julian zunächst in einer Kleiderfabrik, während Mercedes auf der anderen Seite der Grenze in El Paso, Texas, als Haushälterin angestellt war.
Zu dieser Zeit, etwa ab 1949, führte die US-Regierung im etwa 450 Kilometer entfernten Los Alamos, New Mexico, Atombombentests durch. Während der aktivsten Testphase zwischen 1950 und 1954 kamen in der Region ungewöhnlich viele Kinder mit Geburtsfehlern auf die Welt, so auch Julians und Mercedes erstgeborener Sohn Ruben. Bei seiner Geburt hatte das Kind golfballgroße Gewebsknoten auf dem Rücken, dem Hals und dem Hinterkopf. Die geschockten Eltern konnten sich dies nicht erklären und als ohnehin religiöse Menschen beteten sie inständig darum, dass die Gewebsknoten verschwinden mögen. Tatsächlich besserte sich Rubens Zustand und die Knoten verschwanden mit der Zeit. Beide Eltern waren überglücklich und bekamen bald darauf ein zweites Kind, José bzw. Joseph. Als Joseph 6 Monate alt war, bemerkten seine Eltern, dass er ungewöhnlich viel weinte. Dies steigerte sich die nächste Zeit immer mehr und als er etwa 1 Jahr alt war, stellte ein Arzt fest, dass Josephs Knochen ungerade wuchsen, was ebenfalls auf die radioaktive Strahlung aus Los Alamos zurückzuführen sein könnte. Zukünftig floss alles an Geld, was die Familie übrig hatte, in die Behandlung und die Operation von Joseph. Da sowohl Julian als auch Mercedes zu stolz waren, ihre Familien um Geld zu bitten, versuchten sie die Rechnungen auf andere Weise zu bezahlen. Dies bedeutete zunächst viele Überstunden. Doch 1952 beschloss Julian, ohne gültige Arbeitserlaubnis auf einer Baustelle in El Paso zu arbeiten, wo die Bezahlung deutlich besser war als in Mexiko. Noch im selben Jahr führte die US-Ausländerbehörde eine Kontrolle der Baustelle durch, bei der Julian natürlich keine gültigen Papiere vorzeigen konnte. Infolgedessen wurde die gesamte Familie kurzerhand nach Mexiko deportiert, obwohl Mercedes offiziell US-Bürgerin war. Zurück in Juarez traf Julian bei der Jobsuche auf einen alten Freund, der bei der Polizei arbeitete. Dieser fragte Julian 3 Fragen. Erstens, warst du bei der Armee? Die Antwort war ja. Zweitens, wurdest du schon einmal verhaftet? Die Antwort war nein. Drittens, möchtest du bei der Polizei anfangen? Julian antwortete wahrheitsgemäß, dass er keine Ahnung vom Beruf eines Polizisten habe. Er wurde trotzdem noch am selben Tag eingestellt und war fortan für die Schießausbildung und Waffenkunde der neuen Polizeirekruten verantwortlich. 1954 erhielt Julian schließlich eine offizielle Einreise- und Arbeitserlaubnis für die Vereinigten Staaten und die Familie zog erneut nach El Paso, wo Julian als Schienenarbeiter für die Santa Fe Railroad Company arbeitete. Die Bezahlung war gut, doch der Job hatte den Nachteil, dass er auf Baustellen weiter entfernt von El Paso arbeitete und die Familie somit seltener sehen konnte. Schon bald wurde der 3. Sohn Robert geboren, kurz darauf das 1. Mädchen Ruth. Wie auch bereits bei den anderen 3 Söhnen freute sich Julian sehr auf das Kind und empfand es geradezu als Segen, 4 Kinder innerhalb von 5 Jahren mit seiner Frau bekommen zu haben, insbesondere als sich herausstellte, dass Ruth gesund zur Welt kommen würde. Alles in allem war die Familie Ramirez eher arm. Doch Julian und Mercedes waren hart arbeitende Menschen, die sich etwas aufbauen wollten und bereit waren, dafür Opfer zu bringen. Insbesondere Julian, der so gut wie kein Englisch sprach, wollte, dass seine Kinder es einmal leichter haben als er und legte großen Wert darauf, dass sie Englisch sprachen und in der Schule aufpassten. Als Ruben eingeschult wurde, kam er zunächst in eine Klasse, in der Englisch als Fremdsprache unterrichtet wurde. Schon bald beherrschte er viele Worte und Sätze und Julian war ausgesprochen stolz auf seinen ältesten Sohn und sehr dankbar dafür, dass die Strahlung offenbar keine Auswirkungen auf Rubens Gehirn gehabt zu haben schien. Kurz darauf wurde Joseph eingeschult und hatte es aufgrund seiner Behinderung und seines sensiblen Charakters schwer. Ruben hingegen hatte das Temperament seines Vaters geerbt und verteidigte seinen Bruder gegenüber anderen Kindern, wenn dies nötig wurde. 1959, circa 4 Jahre nach Ruths Geburt, wurde Mercedes schließlich das 5. Mal schwanger. Es sollte die mit Abstand schwierigste Schwangerschaft werden. Während Julian zu diesem Zeitpunkt weiterhin für die Santa Fe Railroad Company Schienen verlegte, arbeitete Mercedes bei Tony Lamas, einer Schuhfabrik, in der sie Stiefel lackierte und mit Farbstabilisatoren konservierte. Die Arbeit fand in unbelüfteten Räumen ohne Dunstabzug, Gasmasken oder andere Sicherheitsvorkehrungen statt und hatte bereits in der Vergangenheit dafür gesorgt, dass Mercedes unter Unwohlsein, Schwindel, Benommenheit und Gleichgewichtsproblemen gelitten hatte. Während der Schwangerschaft arbeitete sie in den ersten Monaten dennoch weiterhin in der Fabrik, bis ihr Körper begann, das Kind abzustoßen. Sie wurde daraufhin von einem Arzt behandelt, bekam Spritzen und kündigte schließlich, als sie im 5. Monat war. Am 29. Februar 1960, um genau 2:07 Uhr,
kam schließlich das fünfte und letzte Kind der Familie auf die Welt. Ricardo bzw. Richard Leyva Munoz Ramirez. Auch über sein fünftes Kind freute sich Julian sehr und scherzte, er habe nun vier Söhne, die seinen Namen weitertragen würden und wer weiß, vielleicht werde irgendwann einer davon ja mal berühmt. Einen Monat nach Richards Geburt kehrte Mercedes wieder in die Schuhfabrik zurück und stellte einen Babysitter ein, um die Kinder zu versorgen. Der Traum der Eltern war es, eines Tages ein eigenes Haus kaufen zu können. Während Joseph mittlerweile nach 15 Operationen gelernt hatte, mit seinen Schmerzen umzugehen und das Beste aus seiner Situation zu machen, geriet sein älterer Bruder Ruben in der Schule immer mehr in Schwierigkeiten. Er war verhaltensauffällig, stritt und prügelte sich mit anderen Kindern und befolgte die Anweisungen der Lehrer nicht. Bei Ruben zeigte sich deutlich das Temperament und die Neigung zur Aggression der Ramirez-Männer, was Mercedes bereits von Julian, seinem Vater und wiederum dessen Vater kannte. Zwar hatte Julian weder sie noch eines der Kinder bisher je geschlagen, doch als Rubens Verhaltensprobleme in der Schule immer deutlicher wurden und er schlechte Zeugnisse nach Hause brachte, schlug Julian ihn mit einem Gartenschlauch, um ihm klarzumachen, dass er sich ändern müsste oder ab jetzt für sein Fehlverhalten bestraft werde. 1963 erlebten die Kinder erstmals, wie heftig Julian tatsächlich ausrasten konnte. Nachdem er bei der Reparatur seines Autos daran gescheitert war, einen neuen Filter einzubauen, begann er erst laut zu fluchen, wurde dann allerdings immer wütender, bis er seinen Kopf so lange gegen die Hauswand schlug, bis sein Blut in breiten Linien über sein Gesicht lief. Zu diesem Vorfall befragt, gab Joseph viele Jahre später an, die ganze Familie sei nach diesem Ereignis geschockt gewesen. Rückblickend sei es unvorstellbar, wie Julian eine solche Wut entwickeln konnte. In der folgenden Zeit ergaben sich weitere schulische Probleme bei den Ramirez-Brüdern. Ruben behielt sein rebellisches Verhalten bei und wurde, nicht etwa wegen geringer Intelligenz, sondern vielmehr aufgrund seiner Verhaltensauffälligkeiten, in eine Förderklasse versetzt. Währenddessen hatte Joseph aufgrund der vielen Krankenhausaufenthalte sehr viel Stoff verpasst und auch wenn er sein Bestes gab, er blieb stets ein unterdurchschnittlicher Schüler. Robert hingegen hatte eine klare Lernbehinderung und wurde schließlich ebenfalls in eine Förderklasse versetzt. Richard kam währenddessen die Rolle des Nesthäkchens zu. Seine Schwester Ruth umsorgte ihn wie ihre persönliche lebensechte Puppe und spielte täglich viele Stunden mit dem Kleinkind. Da die Familie nun aus 7 Mitgliedern bestand, kratzten Julian und Mercedes ihre Ersparnisse zusammen und konnten schließlich ein Haus im Stadtteil Lincoln in der Nähe des Cordova Cemetery kaufen. Im Grunde handelte es sich um eine schöne Mittelschichtgegend mit gepflegten Einfamilienhäusern, eine klare Verbesserung für die Familie. Während Julian weiterhin für die Santa Fe Railroad Schienen verlegte und die Baustellen immer weiter von El Paso entfernt waren, sodass er immer seltener zu Hause war, fand Mercedes, die selbst von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr arbeitete, eine Babysitterin, die sich um Richard kümmerte, bis Ruth und die Brüder wieder aus der Schule zurückkamen. Die ersten ernsthaften Probleme in der Familie begannen, als sich Ruben einer Gruppe Jugendlicher anschloss, die Klebstoff schnüffelten und in der Gegend Einbrüche begangen. Schon bald erhielt Julian den ersten Anruf von der Polizei wegen Ruben. Er und sein Cousin Miguel waren an diesem Tag gemeinsam mit anderen Jungs aus der Gruppe in einem gestohlenen Auto erwischt und verhaftet worden. Julian war außer sich und verfluchte und ohrfeigte Ruben noch auf der Polizeiwache. Als sie beide schließlich zu Hause ankamen, verprügelte er Ruben wie noch nie zuvor, bis dieser schwor, sich nie wieder mit den anderen Jungs abzugeben. Bei Rubens zweiter Verhaftung handelte es sich um einen Einbruch, der diesmal als richtige Straftat einzuordnen war. Julian holte Ruben erneut von der Polizei ab und brachte ihn nach Hause. Dort angekommen, verprügelte er seinen Sohn auf eine Weise, die eindeutig die Grenze zur Misshandlung überschritt. Dies geschah vor den Augen des mittlerweile 6-jährigen Richards, der seinen Vater anflehte, aufzuhören, bis er von Ruth aus dem Zimmer gebracht wurde. Im weiteren Verlauf verschlimmerten sich die Zustände immer mehr. Ruben schnüffelte auch weiterhin Klebstoff und wurde immer schlechter in der Schule. Möglicherweise von Ruben beeinflusst, begann auch Robert Klebstoff zu schnüffeln. Bald darauf auch Joseph, der damit seine Krankheit verdrängen konnte, aber relativ schnell auch wieder aufhörte. Ruben und Robert machten allerdings weiter, hatten immer öfter Probleme mit der Polizei, lieferten sich Schlägereien mit anderen Jugendlichen in der Gegend und bauten schulisch immer weiter ab. Julian hatte seine Wut über die Situation und die Belastung auf der Arbeit immer weniger unter Kontrolle. An einem Samstag versuchte er, ein neues Spülbecken in der Küche anzubringen, doch es gelang ihm nicht, den Abfluss an den Wandanschluss anzuschließen,
was ihn so aggressiv machte, dass er schließlich brüllend mit seinem Hammer auf seinen eigenen Kopf einschlug, bis ihm das Blut über das gesamte Gesicht lief. Joseph, Ruth und Richard erlebten diesen Vorfall mit und versteckten sich so lange, bis der Wutanfall ihres Vaters abgeklungen war. Anschließend taten alle Beteiligten so, als wäre nichts passiert. Einige Jahre später, Richard war mittlerweile in der 5. Klasse, fiel auf, dass er Epileptiker war, da er einen Krampfanfall in der Schule hatte. Erst später stellte sich heraus, dass Richard bereits zu Hause immer wieder kleinere Anfälle erlitt, die niemand richtig deutete, da er nicht sichtbar verkrampfte, sondern einfach nur für 10 bis 15 Minuten still saß, auf den Boden, die Wand oder ein Möbelstück starrte, ohne sich zu bewegen oder zu sprechen. Derlei Anfälle kamen zwischen 10 und 25 Mal pro Monat vor, bis Richard in die Pubertät kam und hörten dann schlagartig auf. Für die späteren Taten ist an dieser Stelle interessant, dass es sich bei Richard um eine sogenannte Temporallappen-Epilepsie handelte, die bei manchen Patienten zu veränderter Sexualität, Hyperreligiosität oder auch exzessiven Aggressionen führen kann. Darüber hinaus war er stets ein sehr stures Kind, das machte, was es wollte. Allerdings im Gegensatz zu Ruben und Robert nie mit anderen Kindern aus der Gegend in Streitigkeiten geriet. Die einzige Person, auf die er hörte, war sein Vater Julian, da er wahnsinnige Angst vor dessen Ausbrüchen hatte. Viele Jahre später gab Richard einmal an, die Angst vor seinem Vater habe sich vor allem in seinem Kopf abgespielt, der eigentlich nicht besonders große Angst gehabt habe, von Julian tatsächlich geschlagen zu werden. Allerdings hätten ihn das Miterleben der Schläge gegen Ruben und Robert, die Ausraster, wenn zum Beispiel der Fernseher nicht richtig funktioniert habe, und die Selbstverletzungen des Vaters zu Tode geängstigt. Bis etwa zum Schuljahr 1972-73 war Richard ein guter Schüler, der hauptsächlich Zweien in seinem Zeugnis hatte, während sein Betragen und seine Teilnahme stets sehr gut waren. Ruben und anschließend auch Robert wurden hingegen auf der Bowie Junior High School in die Lernbehindertenklasse versetzt. Diese Klasse wurde, wie sich herausstellte, von einem pädophilen Lehrer geleitet, der über die Jahre Dutzende Kinder sexuell missbraucht hatte. An Ruben und Robert hatte er besonderes Interesse und missbrauchte beide häufig, sowohl in der Schule als auch in seinem Haus. Und obwohl Richard im Alter von etwa 7 oder 8 Jahren öfters im Haus des Lehrers war, ist bis heute nicht abschließend geklärt, ob auch er missbraucht wurde. Auch in dieser Phase blieb Ruben unverändert kriminell, beging Einbrüche und stahl Autos, sodass Julian schließlich immer wieder gezwungen war, Anwälte zu bezahlen. Innerhalb von 3 Jahren hatte Julian so alles an Eigentum verkauft, was er hatte, um Ruben auf diese Weise zu helfen. Die Probleme seines ältesten Sohnes erklärte sich Julian vor allem mit dessen offensichtlichen Drogenproblemen, vor allem mit Marihuana und Tabletten. Ferner auch mit dem schlechten Umgang, den Ruben hatte, wozu auch nach wie vor sein Cousin Miguel zählte. Miguel oder Mike war mittlerweile ein kräftiger, straßenkampferprobter junger Mann geworden, der seine Gegner, unabhängig davon, wer da vor ihm stand, gnadenlos zusammenschlug. Schließlich verbot Julian seinem Sohn, weiter mit Mike zu verkehren, was dieser jedoch ignorierte, bis Mike 1965 der Army beitrat und am Kampfeinsatz in Vietnam teilnahm. Beide hielten weiterhin Kontakt miteinander. Währenddessen war Richard weiterhin gut in der Schule, zog es jedoch vor, alleine zu sein und konnte sich gut mit sich selbst beschäftigen und stundenlang alleine spielen. Im Alter von 8 Jahren war er groß für sein Alter, jedoch relativ schüchtern. Julian setzte seine ganzen Hoffnungen auf einen College-Absolventen in der Familie nun vollends auf Richard. Im Alter von 9 Jahren war Richard neben Ruth das einzige noch verbliebene Kind im Hause der Familie. Ruben ging in der 11., Robert in der 10. Klasse von der Schule ab. Ruben zog daraufhin mit Freunden in eine eigene Wohnung in El Paso und kurz darauf nach Los Angeles, während Robert und Joseph gemeinsam eine eigene Wohnung mieteten, bis Joseph mit seiner Jugendliebe Sophia zusammenzog und Robert einen Job im etwa 4 Stunden entfernten Morans, Arizona fand. Ohne seine 3 älteren Brüder war Richard plötzlich alleine. Doch er kam zurecht. Er war ein guter Sportler und spielte auf der Quarterback-Position der Football-Schulmannschaft. Als er nach einem Krampfanfall auf dem Spielfeld wegen seiner Epilepsie aus dem Team geworfen wurde, begann auch er langsam damit, schulisch abzubauen. Einige Zeit später kehrte Cousin Mike als hochdekorierter Veteran aus dem Vietnamkrieg zurück. Mike war Mitglied der Green Berets, einer Spezialeinheit der US Army gewesen, und hatte bei 2 Auslandseinsätzen in Vietnam insgesamt 4 Medaillen erhalten. Unter anderem war sein Platoon aus etwa 20 Soldaten durch den Vietcong umzingelt worden und nur Mike und ein weiterer Soldat hatten diese Kampfhandlungen überlebt.
Angeblich hatte Mike mindestens 29 bestätigte Tötungen feindlicher Soldaten vorzuweisen, als er wieder nach Texas zurückkehrte. Nach Mikes Rückkehr begann Richard mehr und mehr Zeit mit seinem Cousin zu verbringen, den er als Held verehrte. Mike prahlte vor Richard mit seinen Taten und zeigte ihm immer wieder verschiedene Andenken, die er aus Vietnam mitgebracht hatte. Darunter befanden sich vor allem einige Polaroid-Fotos von vietnamesischen Frauen, die Mike mit vorgehaltener Pistole dazu gezwungen hatte, ihn oral zu befriedigen, während er ihnen die entsicherte Waffe an den Kopf hielt. Auf anderen Fotos war Mike zu sehen, wie er den abgetrennten Kopf einer der Frauen in der Hand hielt. Richard war von diesen Aufnahmen fasziniert und masturbierte häufig bei dem Gedanken an die Bilder. Einerseits war ihm hier bereits klar, dass es falsch war, dass ihn derartige Brutalität erregte. Dennoch kam ihm parallel auch immer mehr der vehemente Gedanke, dass Satan diese Gedanken und Gefühle wohl eher gutheißen würde. Nach und nach verfestigte sich die Idee, dass Satan möglicherweise der passendere Gott für ihn sein könnte als das, woran seine christlichen Eltern glaubten. Richard und Mike verbrachten ihre Zeit immer häufiger gemeinsam, fuhren in der Wohngegend herum, hörten dabei Musik und rauchten Gras, während Mike farbenfroh von seinen sadistischen Einsatzerfahrungen und seinen Kriegsverbrechen erzählte. Richard selbst hatte bereits im Alter von 10 Jahren damit begonnen zu kiffen. Abseits der blutrünstigen Geschichten brachte Mike ihm auch bei, wie man sich möglichst unerkannt und getarnt bewegt, sich anschleicht und wie man sowohl leise als auch zielgerichtet und effizient mit einem Messer tötet. Mike lebte zu diesem Zeitpunkt mit seiner Frau Jessie und seinen beiden Söhnen in einem eigenen kleinen Haus. Jessie war alles andere als glücklich mit der Art und Weise, wie Mike seine Zeit verbrachte, seit er aus Vietnam zurückgekehrt war. Denn alles, was er tun wollte, war Krafttraining, Gras rauchen, mit seinen Kriegserlebnissen angeben und mit Richard im Auto herumfahren. Mehr als einmal hatte Jessie verlangt, dass Mike sich endlich einen Job suchen und damit aufhören sollte zu kiffen und den ganzen Tag mit einem Kind herumzuhängen. Am 4. Mai 1972 war Richard bei Mike zu Hause und fand dessen Pistole, die im Kühlschrank lag, als er sich etwas zu trinken holen wollte. Es handelte sich um einen Kaliber 38 Revolver mit 5 cm Lauf. Als Richard Mike darauf ansprach, sagte dieser, er werde die Waffe heute vielleicht noch benutzen und wolle deshalb, dass sie kühl ist. Kurz darauf kam Jessie vom Einkaufen nach Hause und begann damit, sich darüber zu beschweren, dass die Familie kaum Geld habe und Mike sich endlich einen Job suchen solle. Mike sagte ihr, sie solle ihr Maul halten, und als Jessie dennoch fortfuhr, ging er wortlos zum Kühlschrank, nahm den Revolver heraus und wandte sich Jessie zu, die wenig beeindruckt war. Er drohte ihr an, sie zu erschießen, wenn sie nicht endlich Ruhe geben würde, doch Jessie forderte ihn provokativ auf, es doch einfach zu tun. Mike hob die Waffe und schoss seiner Frau vor den Augen des 12-jährigen Richards aus kürzester Distanz ins Gesicht. Die Kugel traf Jessie ein Stückchen über der Lippe und trat durch den Hinterkopf wieder aus. Daraufhin wandte sich Mike an Richard und sagte ihm, er solle gehen und niemandem sagen, was gerade passiert sei. Diesen Ratschlag befolgte Richard tatsächlich. Sogar in dem Moment, als Julian ihm mitteilte, was passiert war und die beiden einige Tage später zurück in Mikes Haus gingen, um einige persönliche Dinge für Mike zu holen, die er im Gefängnis brauchte. Später beschrieb Richard, dass die Rückkehr in das Haus fast schon eine mystische Erfahrung für ihn gewesen sei. Er habe das getrocknete Blut gerochen, von der Sonne beschiedene Staubpartikel in der Luft schweben sehen und dabei ein seltsames Kribbeln verspürt. Zweck der Rückkehr war vor allem, Schmuck zu sichern, den Mike haben wollte, und so durchsuchte Richard Jessies Handtasche nach dem Schmuck. Auch dieses Stöbern in ihren privaten Dingen, nachdem er Zeuge ihres Todes geworden war, verursachte bei Richard ein kribbeliges, seltsames Gefühl, das er nie vergessen würde. Währenddessen erging es Mike in der Untersuchungshaft bestens. Alleine durch seine körperliche Erscheinung schüchterte er Mithäftlinge ein und wurde zum Alpha-Tier seines Zellenblocks. Im Gefängnis war es wie im Krieg, töten oder getötet werden, etwas, das Mike mühelos beherrschte. 7 Monate nach dem Vorfall wurde Mike vor Gericht gestellt.
Sein Anwalt plädierte auf temporäre Unzurechnungsfähigkeit und argumentierte, dass Mike zu vielen Kampfeinsätzen ausgesetzt gewesen war, nie eine Therapie erhalten hatte und somit im juristischen Sinne unzurechnungsfähig sei. Die Jury hegte Sympathie für Mike, der als Kriegsheld für sein Land gekämpft hatte, und schloss sich dem Antrag der Verteidigung an, Mike in ein Texas State Hospital für psychisch kranke Straftäter zu verlegen, anstatt in ein reguläres Gefängnis. Nach dem Mord an Jesse begann sich Richards Leben radikal zu ändern. Er interessierte sich immer weniger für die Schule, aber dafür umso mehr dafür, high zu werden, zu stehlen, um wieder high werden zu können. Er ließ seine Haare wachsen und rauchte täglich fast durchgehend Gras. In diesem Sommer verließ er das erste Mal El Paso und besuchte seinen Bruder Ruben in Los Angeles. Ruben hatte noch in El Paso damit begonnen, Heroin zu nehmen und hatte diese Angewohnheit in LA fortgesetzt. Dennoch war er kein schwer abhängiger Junkie. Es gelang ihm, das Heroin nur für eine gewisse Zeit zu nehmen und dann kalte Entzüge durchzustehen, bevor er jeweils nach einiger Zeit wieder von vorne begann. Um seine Sucht zu finanzieren, jobbte er gelegentlich, stahl Autos oder brach in Häuser ein. Zu diesem Zeitpunkt gab es in Los Angeles, insbesondere in der Gegend um das Greyhound Bus Terminal in Downtown LA, eine sehr aktive Einbrecher- und Hehler-Szene. Es war allgemein bekannt, dass Los Angeles zum damaligen Zeitpunkt aus 96 verschiedenen Gemeinden bestand, die wiederum jeweils eigene Polizeibehörden hatten, die untereinander schlecht vernetzt waren, was viele Vorteile für Kriminelle mit sich brachte. 1972, als Richard zu Besuch kam, war Rubens Frau Susanna schwanger und Ruben konsumierte statt Heroin nur noch Marihuana. Während dem Besuch war Richard von Los Angeles schlichtweg überwältigt. Insbesondere faszinierten ihn die hohen Gebäude in Downtown, die Tatsache, dass in dieser Stadt all die Filmstars lebten, die er kannte, die wunderschönen Häuser in Beverly Hills, Malibu und Bel Air, der Pazifische Ozean, Richard hatte zuvor noch nie das Meer gesehen, und die unfassbare Größe der Stadt. Darüber hinaus faszinierten ihn die Prostituierten, die sich vollkommen offen und schamlos auf den Straßen anboten. Zwar hatte er schon einmal in Juarez Prostituierte gesehen, diese waren allerdings wesentlich zurückhaltender gewesen. In Los Angeles waren sie dagegen halbnackt, lächelten und zwinkerten ihm zu. Auch die Pornokinos und Sexshops zogen ihn in ihren Bann. Da er für sein Alter relativ groß war und durch seine allgemeine Art wesentlich älter wirkte, ging er unbehelligt ein und aus und realisierte anhand der ganzen Hardcore-Pornografie, mit der er sich konfrontierte, dass all die Gedanken und Fantasien, die er schon lange hatte, gemessen an den Standards in Downtown LA, eigentlich gar nicht so besonders waren. So zum Beispiel kamen am Greyhound Bus Terminal täglich neue Kinder und Jugendliche aus dem gesamten Südwesten an. Richard beobachtete, wie die Ausreißer oft kurz nach ihrer Ankunft von Perversen und Kinderschändern angesprochen wurden, und auch Richard selbst wurde mehrfach angemacht, da man ihn für leichte Beute hielt. Während des anhaltenden Besuchs in Los Angeles begleitete Richard seinen Bruder bei einigen Einbrüchen und lernte von ihm, worauf es ankam, wie man Schlösser und Fenster aufbrach und die Dinge, vor denen man sich in Acht nehmen musste: Alarmanlagen, Wachhunde und Bewegungsmelder. Als Richard schließlich nach El Paso zurückkehrte, gingen die wirklich ernsten Probleme so richtig los. Er hatte jetzt absolut kein Interesse mehr, zur Schule zu gehen, und beschloss, dass dies ohnehin nichts für ihn sei. Er fiel in jedem Fach durch. Dies hatte eine direkte Konfrontation mit seinem Vater Julian zur Folge, für den Bildung der Schlüssel zu einem erfolgreichen Leben war. Julian brüllte, drohte und schlug Richard, wenn er ihn denn zu fassen bekam. Doch nichts davon half. Richard tat, was er immer getan hatte, nämlich schlichtweg das, was er wollte. Er liebte es zu jagen und ging oft mit einem Kaliber 22 Gewehr auf die Jagd, auf Hasen, Kojoten und Vögel. Ursprünglich hatte ihm einmal Julian das Schießen beigebracht, doch erst mit Mikes Hilfe wurde Richard ein tatsächlich guter Schütze. Mit einiger Übung gelang es ihm sogar, sich an Tiere heranzuschleichen und diese mit dem Messer zu erlegen. Richard genoss es regelrecht, seine Klinge in die Beute zu stoßen und sie anschließend auszuweiden. Darüber hinaus liebte er Horrorfilme und fantasierte oft darüber, dass er das Monster sei, vor dem alle Angst hätten und davonliefen. Eine weitere Leidenschaft waren Martial Arts Filme, und schon bald ging Richard in eine Karateschule, wo er die Grundtechniken lernte, dann wieder aus dem Training ausschied und zu Hause stundenlang Schläge und Tritte übte, die er damit kombinierte, was Mike ihm über das Ausschalten von Gegnern im Nahkampf beigebracht hatte. 1973. Als Richard bereits 13 war, zog er bei seiner Schwester Ruth und ihrem Ehemann ein,
den sie kurz zuvor geheiratet hatte. Julian wollte nicht, dass sein Sohn auszog, und auch Mercedes brach es das Herz. Wie ihre Brüder hatte Ruth es nicht mehr zu Hause ausgehalten, und die Hochzeit war ein willkommener Grund für sie auszuziehen, ohne sich dabei mit ihrem Vater zu überwerfen, wie Ruben und Robert es bereits getan hatten. Ihr frisch gebackener Ehemann Roberto Avala war ein gut aussehender Mexikaner, der Ruth zufolge jedoch einen übermäßig ausgeprägten Sexualtrieb hatte, der einfach nicht befriedigt werden konnte. Erste Probleme in der Ehe zwischen Ruth und Roberto begannen, als dieser nachts durch die Nachbarschaft streifte, um Leute durch die Fenster beim Sex zu beobachten. Auch dann, wenn Ruth und er ebenfalls gerade erst Sex gehabt hatten. Zunächst fand sie es amüsant, als er ihr von seinen Beobachtungen erzählte, doch schon bald hatte sie den Verdacht, dass Roberto ein zwanghafter Spanner war, der mittlerweile lieber andere beim Sex beobachtete, als mit ihr zu schlafen. Nach einiger Zeit nahm Roberto auch Richard mit auf seine nächtlichen Touren. Er wusste mittlerweile genau, in welchen Fenstern man etwas zu sehen bekam und zu welchen Zeiten man vor Ort sein musste. Richard bereitete es Vergnügen, sich nachts ungesehen durch El Paso zu schleichen, und gleichzeitig empfand er das Ganze als sexuell stimulierend. Als Ruth mitbekam, dass Roberto nun auch ihren Bruder zu seinen Spannertouren mitnahm, drohte sie, sich zu trennen, und tat dies nach etwa 2 Jahren Ehe auch, da Roberto einfach nicht damit aufhörte. Richard wohnte auch weiterhin bei Ruth und schlich nach Robertos Auszug auch weiterhin regelmäßig durch die Nachbarschaft, um zu spannen. Mit der Zeit steigerte er sein Verhalten auch noch, indem er sich sogar in die Häuser schlich, während die Bewohner schliefen. Für ihn war es ein Thrill, sich in fremde Häuser zu schleichen und unbemerkt wieder zu gehen, und er betrachtete es als Spiel, bei dem er sich stets fragte, ob es diesmal wieder gelingen würde oder ob er erwischt werden könnte. Zu einem späteren Zeitpunkt sagte Ruth über Richards damalige Lebensphase einmal: »Mein Bruder schlief irgendwie nie. Er war die ganze Nacht wach. Er war einer dieser Leute, die mit sehr wenig Schlaf auskommen. Er schaute dann viel fern oder ging nachts einfach irgendwo hin.« In diesem Zeitraum begann Richard auch, mit Halluzinogenen zu experimentieren. LSD war immer noch recht beliebt und genau wie Magic Mushrooms in El Paso leicht verfügbar. Wenn er high war, ging er nachts gern raus in die Wüste, ging im Mondschein auf die Jagd und fühlte sich eins mit Satan, dessen Stimme er während seiner Trips teilweise auch zu hören glaubte. Je mehr er sich mit diesen Vorstellungen beschäftigte, desto mehr entfremdete er sich von der Gesellschaft. Er begann, Satan als einen Verbündeten und Freund zu sehen, mit dem er seine geheimsten Gedanken austauschte, und hatte das Gefühl, von ihm nicht dafür verurteilt zu werden. Trotzdem bewahrte er zu seiner Schwester Ruth und zu seinem Bruder Joseph ein gutes Verhältnis. Joseph hatte im Alter von 19 seine 18-jährige Freundin Sophia geheiratet, die eine perfekte Partnerin für ihn war. Mittlerweile hatte er trotz seiner Gehbehinderung einen Job als Schlachter bekommen. Und obwohl die Arbeit für ihn besonders schwer war, gab er sein Bestes und beschwerte sich wenig. Nach einigen Monaten erhielt er eine kleine Beförderung und verdiente $8 pro Stunde. Mitte der 70er Jahre war das ein guter Lohn in den USA. Als Julian davon hörte, wie sich Joseph mittlerweile machte, schlug er vor, dass auch Richard im selben Betrieb anfangen könnte. Tatsächlich bekam dieser sogar einen Teilzeitjob in der Metzgerei. Aber er mochte die Arbeit nicht und schmiss den Job hin, nachdem er sich beinahe einen Daumen abgeschnitten hatte. Einige Zeit später fand Richard einen Job im Holiday Inn Hotel. Er war dort sozusagen das Mädchen für alles, was bedeutete, dass er putzen, Gepäck tragen und einfache Reparaturen erledigen musste. Die Bezahlung war gut und im Hotel traf Richard auf eine Menge Frauen, die er anschauen konnte. Mittlerweile war er noch interessierter am weiblichen Geschlecht und masturbierte regelmäßig zu Fantasien, die oftmals attraktive, gefesselte Frauen aus dem Hotel beinhalteten. Nach 3 Monaten erhielt er einen Generalschlüssel für das Hotel von einem Freund, der bereits länger im Hotel gearbeitet hatte, aber gefeuert worden war. Bereits seit dem ersten Tag war Richard immer wieder nachts zum Hotel zurückgekehrt, um die Gäste durch die Fenster zu beobachten. Die Vorhänge im Holiday Inn bestanden aus einem unflexiblen, schweren Material und ließen oft auch nach dem Zuziehen einen kleinen Spalt offen, durch den er leicht hindurchspähen konnte. Mit der Zeit begann er wieder sein altes Spiel und schlich sich mit Hilfe des Generalschlüssels in die Zimmer. Er horchte von außen an den Fenstern, um festzustellen, ob die Gäste schliefen, öffnete die Tür und begab sich auf den Boden, wie Mike es ihm einmal beigebracht hatte. Dann wartete er ab und kroch erst dann vorwärts,
wenn er sich sicher war, dass die Gäste nicht aufgewacht waren. Mit Hilfe einer Stiftlampe konnte er sich in den Zimmern umsehen und stahl Bargeld, Brieftaschen und Armbanduhren. Die Hotelgäste, das Management und die Polizei konnten sich keinen Reim auf diese Diebstähle machen. Richard wurde nicht verdächtigt, denn er hatte offiziell keinen Schlüssel, verhielt sich unauffällig und wartete immer mehrere Wochen ab, bevor er wieder zuschlug. Doch diese Diebstähle befriedigten ihn auf Dauer nicht. Immer wieder sah er durch die Fenster attraktive Frauen, die sich auszogen oder nach den Duschen abtrockneten, und fasste schließlich den Entschluss, dass er eine dieser Frauen haben müsse. Sein erstes Opfer war Ende 20, eine attraktive, dunkelhaarige Frau, die sich um etwa 1 Uhr morgens gerade bettfertig machte. Als sie ins Badezimmer ging, schloss er die Türe auf, schlich sich auf Zehenspitzen in das Zimmer und versteckte sich im geöffneten Wandschrank. Sein Plan sah vor, sie zu überwältigen, zu fesseln, ihr die Augen zu verbinden und all seine bis dahin nur in seiner Vorstellung existierenden Sexualfantasien an ihr auszuleben. Zunächst verlief sein Vorhaben nach Plan. Es gelang ihm, der Frau sofort den Mund zuzuhalten, sie zu Boden zu ringen und dort mit einem Teil ihrer Unterwäsche zu knebeln. Er befahl ihr, ihn nicht anzuschauen und nicht zu schreien, was sie befolgte, da sie wusste, dass ihr Mann in wenigen Minuten zurückkommen würde. In dem Moment, als Richard gerade dabei war, sein Opfer weiter zu entkleiden, kam der Mann der Frau ins Zimmer. Er war ein großgewachsener, bulliger und kampferprobter Mexikaner, der sofort komplett ausrastete, als er den nur etwa 60 Kilo schweren Richard auf seiner Frau erblickte. Richard hatte keine Chance, sich gegen die Schläge und Tritte zu verteidigen und wurde nach wenigen Treffern ohnmächtig, was den Ehemann des Opfers nicht abhielt, weiter auf Richard einzutreten. Schließlich entfesselte er die Frau und rief die Polizei. Bis zum Eintreffen der Beamten war Richard weiter ohnmächtig. Sein Gesicht blutete und war fast bis zur Unkenntlichkeit geschwollen. Die Beamten brachten ihn zunächst in ein Krankenhaus. Dort wurde er wegen einer Gehirnerschütterung behandelt und mit 13 Stichen im Mund genäht, wo er einen tiefen Riss erlitten hatte. Als die Polizei Richards Eltern kontaktierte, war Julian gerade auf der Arbeit. Ein spanisch sprechender Beamter erklärte Mercedes die Situation und sie und Ruth kamen ins Krankenhaus, um Richard zu sehen. Er war nach wie vor noch das Nesthäkchen der Familie und aus Sicht von Mercedes und Ruth ganz und gar nicht wie seine Brüder. Als die beiden Frauen in das Krankenzimmer kamen, in dem Richard mit Handschellen ans Bett gefesselt lag, sah er in diesem Moment eher aus, als wäre er von einem Truck überfahren worden. Beide Augen waren so zusammengeschwollen, dass er sie nicht öffnen konnte. Kaum hörbar sagte er seiner Mutter und seiner Schwester, dass die Frau ihn eingeladen hätte, er sei völlig unschuldig zum Opfer eines eifersüchtigen Ehemannes geworden. Beide glaubten ihm. Nach der Behandlung im Krankenhaus wurde er über Nacht zur Beobachtung inhaftiert und am nächsten Tag dem Gericht vorgeführt. Zu seinem Glück lebte das Ehepaar außerhalb von Texas und weigerte sich, für eine Zeugenaussage nach El Paso zurückzukehren. Sie wollten mit dem Vorfall nichts mehr zu tun haben und so wurde die Anklage schließlich fallen gelassen. Richard wurde mit seinen 15 Jahren wieder in die Obhut seiner Mutter entlassen. Er erhielt keine Bewährung und auch keine Therapie. Nicht mal ein Gespräch über den Vorfall. Genau wie Mercedes und Ruth glaubte auch Julian die Version seines Sohnes. Niemand konnte sich vorstellen, dass Richard tatsächlich eine versuchte Vergewaltigung begangen haben könnte. Ende 1977, etwa 4,5 Jahre nach dem Mord an Jesse, wurde Cousin Mike wieder aus dem Texas State Hospital entlassen. Die Ärzte hatten das Gefühl, er habe sich deutlich stabilisiert und sei in der Lage, sich nach dem erlebten Horror in Vietnam und den daraus entstandenen Gewaltproblemen wieder in die Gesellschaft einzugliedern und dass er eine zweite Chance verdient habe. Schon kurz nachdem Mike zurück war, begann er wieder mit Richard abzuhängen. Ohne Frage war Richard Mikes Lieblingscousin, da er bewiesen hatte, dass er die Klappe halten konnte, wenn es darauf ankam, und er ihn für sehr loyal hielt. Er war der Ansicht, dass nur die Starken überlebten und machte es sich zum persönlichen Ziel, Richard stark zu machen. Er nahm die Rolle eines großen Bruders ein. Richard und sein Vater Julian waren zu diesem Zeitpunkt schon fast völlig entfremdet. Ruben war immer noch in Los Angeles, Joseph hatte mittlerweile 2 Kinder und Robert saß in Arizona eine Haftstrafe ab, da er einen State Police Officer angegriffen hatte. Mike erklärte Richard das Konzept des Guerillakriegs und erzählte ihm weitere Geschichten über seine begangenen Vergewaltigungen in Vietnam, die er mit den Polaroid-Fotos noch anschaulicher machte.
Sie verbrachten die Tage wieder genau wie früher. Sie rauchten Gras, fuhren die Alameda Street auf und ab und hörten Musik. Die gute alte Zeit war zurück. Beide sprachen kein einziges Mal über den Tag, an dem Mike seine Frau erschossen hatte. Doch dieser Vorfall hing für Richard immer in der Luft. Abgesehen von Mike entfernte sich Richard immer weiter von der Gesellschaft. Er hatte keine anderen Freunde, vertraute niemandem und empfand andere Leute immer mehr als unfair, bösartig und feindselig. Im Alter von 16 hatte Richard es sich zur regelmäßigen Angewohnheit gemacht, in den frühen Morgenstunden in Häuser einzubrechen und alles zu stehlen, was er irgendwie zu Geld machen konnte. Radios, Fernseher, Briefmarken und Münzsammlungen, Lederjacken und vieles mehr. Dabei dachte er immer wieder an Los Angeles und all die wohlhabenden Menschen dort, die nur darauf warteten, dass man sie ausraubte. Mehr und mehr begann er, L.A. als sein eigentliches Ziel zu sehen, während El Paso nur noch ein Übungsfeld für ihn darstellte, bis er sich bereit fühlte. Parallel zu seinen Raubzügen ging er weiterhin regelmäßig in der Wüste um El Paso auf die Jagd, schlich sich mit einem Messer an seine Beute an oder erlegte die Tiere mit präzisen Schüssen aus dem Kaliber 22 Gewehr. Nebenbei konsumierte er fortlaufend Halluzinogene. Die Trips enthielten jetzt immer öfter visuelle Halluzinationen von Monstern und Sex. Mike hatte mittlerweile erneut geheiratet und war heroinabhängig geworden. Richard, zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre alt, führte einige Monate lang eine Beziehung mit der 13-jährigen Nancy, die in der Nachbarschaft lebte. Später zu der Beziehung befragt, gab sie an, immer gut von Richard behandelt worden zu sein. Er habe sie nie zu etwas gedrängt oder gar Gewalt angewendet. Für Richard hingegen war sie zwar ein gutes Mädchen, allerdings hatte für ihn die Beziehung den Zenit überschritten und er war sich sicher, von ihr nie das bekommen zu können, was er wirklich brauchte. Im Februar 1978 hatte Richard genug von El Paso. Die Stadt war ihm zu klein und er hatte das Gefühl, dort nicht so befreit leben zu können, wie er es bei seinem Besuch in Los Angeles empfunden hatte. Um seine Neustadt in L.A. zu finanzieren, hatte Richard einen Plan gefasst. Er würde auf seine Fahrt einen Beutel Gras aus El Paso mitnehmen und in L.A. zu einem beachtlich höheren Preis verkaufen. Kurz nachdem er 18 geworden war, stieg er ohne jemandem Bescheid zu sagen in einen Greyhound-Bus und verließ El Paso Richtung Los Angeles. Zu diesem Zeitpunkt hatte Richard fast ununterbrochen intensive sadistische Sexfantasien, die sein Denken beherrschten und über die er nicht mal mit Mike sprechen konnte. Wenn er über die moralische Seite dieser Fantasien nachdachte, kam ihm immer wieder der Gedanke, dass sie aus christlicher Sicht zwar abzulehnen seien, Satan sie jedoch gutheißen würde, und sah sich mehr und mehr darin bestätigt. Als Richard schließlich am Greyhound Bus Terminal in Downtown LA ankam, war er bereit, seine Karriere fortzuführen. In seinen diesbezüglichen Wunschträumen war er als Einbrecher so erfolgreich, dass er sich im jungen Alter zur Ruhe setzen konnte, ein schönes Haus besaß und über viele weibliche Sklaven verfügte, die ihm zu Willen waren. Vom Greyhound Terminal aus lief er zunächst Richtung Westen, auf der 7th Street und Main, und kam dabei an zahnlosen Straßenhuren vorbei, die grün und blau geprügelt waren, an dünnen, ausgezehrten Heroin-Junkies und allerhand anderer Freaks. Er entdeckte Bars, in denen es nach Kotze und ungewaschenen Körpern stank, in denen Alkoholiker schon vormittags hilflos herumlagen und Kokain-Junkies mit aufgerissenen Augen herumlungerten. All das machte auf Richard mehr den Eindruck, dass er endlich zu Hause sei, als dass es ihn abschreckte. Hier konnte er zum ersten Mal er selbst sein und niemand würde ihn verurteilen. Er wäre nur ein weiteres schwarzes Schaf unter vielen schwarzen Schafen der Gesellschaft. Noch bevor er sich ein Zimmer im Frontier Hotel mietete, kaufte er in einem Sexshop ein Bondage-Magazin und ging dann schlafen. In den nächsten 2 Wochen verkaufte er nach und nach das Gras, das er aus El Paso mitgebracht hatte. Mit dem Geld mietete er sich in verschiedenen Hotels ein, kaufte sich Essen und spielte Billard, manchmal ebenfalls um Geld. Er genoss es, völlig auf sich gestellt zu sein, ohne dass ihm jemand sagte, was er zu tun oder zu lassen hatte. Manchmal besuchte er Ruben und dessen Frau Susanna. Als er eines Nachts bei den beiden übernachtete, versuchten 3 Farbige in die Wohnung einzubrechen. Als sie die Tür aufgebrochen hatten, wurde Richard, der auf dem Sofa schlief, wach und ging sofort auf die Männer los. Er war mittlerweile 1,80 Meter groß, wog etwa 75 Kilogramm und hatte genug Übung gehabt, um Gegner im Nahkampf auszuschalten. Gemeinsam mit Ruben prügelten sie auf die 3 Eindringlinge ein, die erst die Flucht ergriffen,
als Richard zu Susanna rief, sie solle die Waffe aus dem Schlafzimmer holen. Tatsächlich besaß Ruben überhaupt keine Waffe. Doch hätte es eine gegeben, hätte Richard sie ohne Rücksicht auf Verluste eingesetzt. Nach dem Vorfall hörte sich Richard am Busterminal nach einer Waffe um. Er bekam einen Kaliber 22 Revolver angeboten, kaufte ihn und übergab ihn an Ruben, damit dieser seine Familie schützen konnte. Einige Zeit später kam es jedoch zu ersten Problemen zwischen den beiden Brüdern. Ruben beschuldigte Richard, sich an seine Frau heranzumachen. Ob dies tatsächlich der Fall war, konnte nie geklärt werden, sorgte allerdings dafür, dass Richard seine Besuche bei Ruben einstellte. Innerhalb des ersten Jahres in Los Angeles wurde Richard kokainabhängig. 1978 war Kokain die Droge schlechthin und wurde für $100 pro Gramm gehandelt. Dies war lange vor der Zeit, in der kolumbianische Kartelle tonnenweise Kokain in die Vereinigten Staaten schmuggelten und den Preis auf $35 pro Gramm drückten, was erst Mitte der 80er Jahre der Fall war. Schon bald schnupfte Richard sein Kokain nicht mehr, sondern spritzte es sich intravenös. In dieser Phase wandte er sich noch weiter der Idee von Satan und dessen Huldigung durch das Begehen sadistischer Taten zu. Um seinen Drogenkonsum zu finanzieren, beging Richard reihenweise Einbrüche. Es gelang ihm spielend, etwa $1,200 bis $1,500 pro Woche aufzubringen, die er in Kokain umsetzen konnte. Die Hehler am Greyhound Bus Terminal warteten nur darauf, dass er ihnen sein Diebesgut verkaufte. Das Kokain befeuerte Richards Fantasien immer mehr, sodass er sich in einem ständigen Kreislauf aus Highsein, Geldbeschaffung, sadistischen Sexfantasien und erneutem Highsein befand. Normale Beziehungen interessierten ihn mittlerweile überhaupt nicht mehr. Und die Sadomaso- und Bondage-Pornos, die er sich jetzt ausschließlich anschaute, engten seine Sicht noch weiter ein. 15 Monate nach seiner Ankunft in L.A. schlief und lebte er nur noch in gestohlenen Autos, die er entweder nach dem Aufbrechen kurz schloss oder an Tankstellen klaute, während der Besitzer gerade das Benzin bezahlte. In diesen Autos begann er auch, in Los Angeles County herumzufahren und sich mit dem komplizierten System aus Freeways vertraut zu machen. Er begann damit, Karten zu studieren und überlegte sich, ob er Häuser in jeder einzelnen Community von Los Angeles ausrauben könnte. In einer warmen Sommernacht 1978 wurde Richard auf der Straße von einer jungen, brünetten Frau angesprochen, die nach Downtown gekommen war, um PCP bzw. Angel Dust zu kaufen. Richard besorgte ihr die Droge und sie nahm ihn daraufhin mit in ihr Apartment, wo sie gemeinsam high wurden. Als er sich an sie heranmachen wollte, sagte die Frau ihm jedoch, dass sie lesbisch sei und er seine Zeit nicht verschwenden sollte. Etwas, das er innerlich nicht akzeptieren konnte. Als sie gegen 3 Uhr morgens kein Angel Dust mehr hatten, bat sie ihn schließlich zu gehen. Nachdem Richard das Apartment verlassen hatte, ging er im Treppenhaus jedoch nicht nach unten, sondern nach oben, wartete auf dem Dach einige Zeit ab und stieg dann die Feuertreppe nach unten bis zu ihrem Fenster, das er vor dem Verlassen der Wohnung noch entsperrt hatte. Mittlerweile waren die Lichter schon aus und die junge Frau schlief. Richard kletterte durch das Fenster, bedeckte sofort die Augen der Frau, knebelte und fesselte sie und vergewaltigte sie anschließend mehrfach. Im Morgengrauen ging er und fühlte sich geradezu berauscht davon, die komplette Kontrolle über einen anderen Menschen gehabt zu haben. Noch in derselben Woche kaufte Richard die satanische Bibel des amerikanischen Gründers der Church of Satan, Anton LaVey, und las sie. In der Church of Satan gab es keine Sünde, keine Schuld und man konnte tun, was man wollte, egal was. Kurze Zeit später stahl Richard ein weiteres Auto und fuhr damit nach San Francisco, um LaVey zu treffen und an einer satanischen Zeremonie teilzunehmen. Während diesem Ritual, so sagte er später, habe er das erste Mal die Hand Satans gespürt und sei daraufhin so erschüttert gewesen, dass er im Anschluss seine Mutter Mercedes in El Paso anrief und sie bat, für ihn zu beten, da er sich in den Fängen des Satans wähnte. Mercedes flehte ihn an, nach Hause zu kommen, was er strikt ablehnte. Als er schließlich wieder nach Los Angeles zurückkehrte, las er Anton LaVeys zweites Buch und veränderte sich noch einmal drastisch. Ab diesem Zeitpunkt war er nicht mehr Richard Ramirez, der Einbrecher aus El Paso, der ab und zu Gras verkaufte, sondern Richard Ramirez, der ernste Satanist mit beständigem Hass in seinem Blick. Bald darauf wurde Richard zum ersten Mal wegen Autodiebstahls verhaftet und verbrachte mehrere Monate im Gefängnis. Nach seiner Entlassung hatte sich sein satanischer Glaube weiter gefestigt, doch er hielt sich ab jetzt von satanischen Gruppen oder anderen offensichtlichen Satanisten fern, obwohl er selbst kein Geheimnis aus seinem Glauben machte.
Dennoch hatte er das Gefühl, dass andere Gruppen möglicherweise von der Polizei unterwandert worden sein könnten. Wieder auf freiem Fuß machte Richard genau damit weiter, wo er aufgehört hatte. Er beging Einbrüche, stahl Autos, mietete sich billige Hotelzimmer, wo er Kokain nahm und sich immer wieder in seine eigene Welt einkapselte. Aus Tagen wurden Wochen, aus Wochen wurden Monate und sein Leben wurde zu einer Art monotoner Achterbahn aus Kokain, Einbrüchen, mehr Kokain, mehr Einbrechen und gelegentlichem Sex mit irgendeiner Prostituierten. Hygiene spielte für ihn keine Rolle mehr, sodass er stets mit einem schweißig-ledrigen Geruch um sich herum durch die Gegend lief. Er kümmerte sich nicht mehr um seine Zähne, aß dafür umso mehr Süßigkeiten und trank ständig Cola, sodass er schon bald schmerzhafte Löcher in den Backenzähnen bekam, die er nur widerwillig behandeln ließ. Mit der Zeit entfremdete er sich sogar noch weiter von seiner Familie. Er besuchte sie fast gar nicht mehr und wenn, dann übernachtete er in einem billigen Motel in der Alameda Street anstatt zu Hause bei seinen Eltern. Julian gefiel überhaupt nicht, wie Richard mittlerweile aussah und war sich sicher, dass sein Sohn harte Drogen nahm. Gespräche, in denen die Drogen thematisiert wurden, führten jedoch nur zu Streit und Richard fuhr einfach zurück nach L.A. Irgendwann im Jahr 1983 fuhr Ruth nach Los Angeles, um Richard zu besuchen. Die gesamte Familie hatte seit Monaten nichts mehr von ihm gehört und Ruth hatte von Julian den Auftrag bekommen, Richard wieder nach Hause nach El Paso zu holen. Als sie in L.A. ankam, übernachtete sie zunächst bei Ruben und machte sich dann auf die Suche nach Richard. Sie entdeckte ihn schließlich nach einiger Zeit am Greyhound Bus Terminal, wo er herumlungerte. Als sie ihn sah, war sie regelrecht geschockt über die Veränderung ihres Bruders. Er war dünner, als sie ihn je gesehen hatte, verhielt sich seltsam und hatte einen völlig veränderten Blick. Richard nahm sie mit in ein schäbiges Motel in der Main Street, in dem er ein verwahrlostes Zimmer bewohnte. Ruth war erschüttert über das Elend, das dieses Motel und die Leute in der Lobby ausstrahlten. Im Zimmer angekommen, bot Richard seiner Schwester einen zerschlissenen Stuhl an und machte sich dann daran, sich vor ihren Augen einen Schuss Kokain zu setzen. Sie begann zu weinen und flehte ihn schließlich auf Knien an, damit aufzuhören und wieder zurück nach El Paso zu kommen. Richard hatte jedoch keinerlei Interesse und entgegnete, dass es dort nichts gebe, wofür er zurückkehren wolle, auch nicht die Familie. Ruths Sorgen um seine Gesundheit und sein Leben kommentierte er damit, er werde von Satan höchstpersönlich beschützt. Er brüstete sich damit, ein guter Einbrecher zu sein, der nicht im Gefängnis landen werde, solange er Satan vertraute. Am nächsten Tag fuhr Ruth die 16 Stunden lange Fahrt mit dem Bus zurück nach El Paso. Zu Hause erzählte sie all das ihrem Vater Julian, der untröstlich war. Schließlich sah er und auch Mercedes ein, dass es nichts gab, was sie unternehmen konnten, wenn Richard sich weigerte, sich helfen zu lassen. Julian und Mercedes gingen in der nachfolgenden Zeit oft in die Kirche und beteten dafür, dass ihr Sohn nach Hause kommen würde und nichts Schlimmeres mit ihm passierte. Exakt das Gegenteil ihrer Gebete sollte wahr werden. Am 27. Juni 1984, etwa gegen 20.30 Uhr, ging Richard in den kleinen Park gegenüber des Greyhound Terminals und kaufte dort 2 Gramm Kokain bei einem abgemagerten Kolumbianer namens Roberto. Anschließend kehrte er zu seinem gestohlenen dunkelblauen Toyota zurück und fuhr darin durch die Gegend. Ein Hotelzimmer wie sonst konnte er sich aktuell nicht leisten. Normalerweise mietete sich Richard ein Zimmer im Huntington, Cecile, Roslyn oder Frontier Hotel, wo die Zimmer zwischen 8 und 10 Dollar pro Nacht kosteten, ohne dass dumme Fragen gestellt oder gar ein Ausweis verlangt wurde. Doch heute hatte er sein letztes Geld für das Kokain ausgegeben und war nun gezwungen, sich seinen Schuss im Freien zu setzen. In einem verlassenen Gebäude fummelte er nervös die Alufolie von 2 der 4 soeben gekauften Kokainsteine, kochte sie mit einem Esslöffel Wasser in einer aufgeschnittenen Pepsi-Dose auf, zog sie auf eine Spritze und injizierte sich die Flüssigkeit in seinen linken Arm. Es war eine warme, klare Sommernacht und Richard fuhr rastlos, schwitzend und vom Kokain berauscht mit dem gestohlenen Toyota in größer werdenden Kreisen um die Gegend des Busterminals. In einer Seitenstraße drückte er sich schließlich den Rest des Kokains in die Venen und fuhr dann weiter. Er sah einige Straßenhuren, wurde langsamer und winkte eine von ihnen heran. Doch dann erinnerte er sich, dass er kein Geld mehr hatte. Als er langsam aber sicher wieder von seinem Drogenrausch herunterkam, fuhr er auf den Freeway Nummer 10
und ließ einige Ausfahrten an sich vorbeiziehen, bis er den Freeway bei Alhambra verließ und sich in Glassell Park, einer damals etwa 42.000 Einwohner zählenden Gemeinde, wiederfand. Ohne ein konkretes Ziel fuhr er durch die Straßen und landete schließlich in der Chapman Street, die parallel zum ruhigen Forest Lawn Memorial Park verläuft. Dort angekommen, wartete er einige Minuten ab, bevor er sich unbeobachtet fühlte, stieg dann aus dem Wagen und lief im Schatten der Parkmauer die Straße entlang, bis er vor einem rosafarbenen, zweistöckigen Gebäude stehen blieb, das er genauer musterte. Innerhalb weniger Augenblicke entschied er sich dafür, nicht in eins der rückwärtigen Apartments einzusteigen, da er im Falle einer schnellen Flucht möglicherweise in der Falle saß. Schließlich entdeckte er straßenseitig ein unverschlossenes Fenster, das im Schatten einer großen Palme lag. Dahinter, im Apartment Nummer 2, lag das Schlafzimmer der 79-jährigen Jenny Winko. Im Stockwerk darüber, im Apartment Nummer 9, lebte ihr Sohn Jack, der seine Mutter erst vor kurzem nach Kalifornien geholt hatte, damit er sich besser um sie kümmern konnte. Jenny hatte niedrige Elektrolytwerte und war dadurch nur wenig belastbar. Richard öffnete vorsichtig das Fenster, war mit einem Schwung im Zimmer und begab sich auf den Boden, um zu lauschen und um zu warten, bis sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Schon nach wenigen Augenblicken erkannte er, dass es hier nicht viel zu holen geben würde. Die Besitzerin lebte offenbar in relativer Armut. Die Erkenntnis, dass er sich eindeutig den falschen Ort ausgesucht hatte, machte ihn extrem wütend. Und Wut war eine Emotion, mit der er absolut nicht gut umgehen konnte. Um ganz sicher zu gehen, dass es nicht doch irgendetwas Stehlenswertes gab, zückte er eine Stiftlampe und begann damit genauer nachzusehen. Am Fußende des Bettes entdeckte er einen Koffer, fand darin jedoch nur zerknitterte Kleidung. Er schlich hinüber zu einer Kommode und durchsuchte die Schubladen, fand aber auch hier nichts, was er hätte stehlen können. Kein Geld, kein Schmuck, nichts. Es machte ihn rasend, und als er sich wieder Jenny Winko zuwandt, zog er ein rasiermesserscharfes Jagdmesser mit ca. 15 cm langer Klinge, näherte sich dem Bett und rammte ihr das Messer bis zum Anschlag in die Brust. Jenny erwachte und schrie sofort laut auf, während Richard weiter auf sie einstach. Sie versuchte vergeblich, ihn abzuwehren, doch er presste seine Hand auf ihren Mund, drückte ihr Kinn nach hinten, sodass sich ihr durchgestreckter Hals entblößte, und stach hinein. Dann schlitzte er ihr den Hals von Ohr zu Ohr auf, wobei er so tief schnitt, dass der Kopf beinahe abgetrennt wurde. Als sie sich nicht mehr regte, zog er die Decke weg, stach noch drei weitere Male auf sie ein und empfand das Eindringen der Klinge beinahe als sexuellen Akt, während er sich eins mit Satan und dem Bösen fühlte. Die Faszination darüber, was er gerade getan hatte, hielt für die nächste Stunde an. All das Blut, die klaffenden Wunden, die er seinem Opfer zugefügt hatte, sowie die omnipotente Macht über Leben und Tod erregten ihn enorm. Hintereinander trank er mehrere Gläser Wasser, wusch sich dann die Hände und verschwand auf demselben Weg, auf dem er gekommen war, wobei er ein kleines Radio mitnahm. Mittlerweile war es 5 Uhr morgens und die Dämmerung brach an. Auf seinem Rückweg in dem gestohlenen Toyota und mit Kleidung, die über und über voller Blutflecken war, hielt er an einem Stoppschild an, das er normalerweise einfach ignoriert hätte. In diesem Moment kam von rechts ein Streifenwagen des LAPD, der ebenfalls kurz hielt und danach links abbog. Die Tatsache, dass Richard instinktiv am Stoppschild angehalten hatte und damit einer Kontrolle entgangen und mit seinen Taten davongekommen war, führte er direkt auf die Hilfe Satans zurück, was ihn nur noch mehr bestätigte, seinen eingeschlagenen Lebensweg weiterzugehen. Nach dem Mord an Jenny Winko rutschte Richard noch tiefer in seine Kokainsucht ab. Die Droge wurde zu seiner Hauptbeschäftigung. Um das benötigte Geld dafür aufzubringen, beging er quasi andauernd Einbrüche, häufig 2 bis 3 pro Tag. Mittlerweile hatte er keinerlei Freunde mehr und war misstrauisch gegenüber jedem Menschen, mit dem er zu tun hatte. Die Tage verbrachte er in heruntergekommenen Hotelzimmern, in denen er sich Kokain schoss, MTV schaute, Musik hörte und sich extreme sexuelle Gewaltszenarien zusammenfantasierte. In dieser Phase gab es zwar zunächst keine weiteren Gewaltausbrüche, dafür jedoch umso mehr Einbrüche und Raubüberfälle. Jede weitere erfolgreiche Tat bestärkte ihn darin, dass Satan ihn beschützte und dafür sorgte, dass man ihn nie erwischen würde. Mit der Zeit wurde Richard allerdings auch klar, dass er auf Kokain irgendwann Fehler machen werde
und auch, dass es ihn immer paranoider machte. Damit konfrontiert, dass ihm in Kalifornien vermutlich die Todesstrafe drohen würde, sagte er sich schließlich vom Kokain los und stieg wieder auf Gras und gelegentlichen Alkoholkonsum um. Einige Zeit später, am 17. März 1985, kaufte er einen Kaliber 22 Revolver von einem Mexikaner, der auch oft am Busterminal herumhing, und stahl anschließend ein Auto an einer Tankstelle, während der Besitzer gerade das Benzin bezahlte. Als er auf den Freeway fuhr, fasste er den Plan, einfach irgendein passendes Opfer zu ermorden, und überlegte sich, dass das Morden eigentlich die beste Droge von allen sei, das ultimative High-Gefühl. Auf dem Freeway zwischen Monterey Park und Rosemead, einer schönen Wohngegend mit ca. 46.000 Einwohnern, entdeckte er Maria Hernandez und verfolgte sie bis zu ihrem Wohnkomplex an der Village Lane. Als die junge Frau ihr Auto in der Garage abstellte, parkte Richard am Straßenrand, stieg aus und näherte sich mit gesenktem Blick. Auf dem Kopf trug er eine dunkelblaue AC/DC-Cap und in der Hand hielt er den Revolver, den er zuvor gekauft hatte. Als Maria in der Garage aus dem Auto stieg, hielt sie ihren Schlüsselbund und ihre Brieftasche in der Hand. Richard passte den Moment ab, bis die junge Frau den Schalter zum Schließen des Garagentors gedrückt hatte, beugte sich unter dem sich schließenden Tor durch und ging weiter auf Maria zu, die sich in diesem Moment umdrehte, da sie vermutlich durch das Geräusch der zu Boden fallenden Kappe auf ihn aufmerksam geworden war. Um vor dem seltsamen Mann zu fliehen, den sie erblickt hatte, hätte Maria an der Tür zum Wohnhaus zwei Schlösser öffnen müssen und hatte daher keine Chance zu entkommen. Als Richard die Waffe hob, begann sie zu schreien und hielt sich automatisch ihre Hände vors Gesicht. Als der Lauf der Waffe noch etwa einen halben Meter von Marias Kopf entfernt war, hatte sich das Garagentor vollständig geschlossen, was dazu führte, dass das Licht automatisch ausging, sodass Richard und Maria plötzlich in völliger Dunkelheit standen. In diesem Moment schoss er. Auf wundersame Weise wurde die Kugel vom Schlüsselbund in Marias Hand abgelenkt. Dennoch ging sie zu Boden und stellte sich tot. Richard, der davon ausging, sie erschossen zu haben, betrat das Haus und bemerkte, dass sich Marias 34-jährige Mitbewohnerin Dale Okazaki hinter den Tresen geduckt hatte, der die offene Küche vom Wohnbereich trennte, als er die Wohnung betrat. Er richtete die Waffe auf die Stelle, an der er sie vermutete, und wartete. Nach einigen langen Sekunden hob Dale den Kopf, um nachzusehen, ob der unbekannte Mann verschwunden war. Richard schoss ihr direkt in die Stirn und verließ das Haus anschließend durch die Vordertür. Auf dem Gehweg, in Richtung seines Autos gehend, entdeckte er erneut Maria, die vor ihm floh und abermals zu schreien begann. Überrascht darüber, dass sie noch lebte, ließ er die Waffe sinken, rannte zu seinem Wagen, stieg ein und fuhr davon. Noch während der Fahrt wurde ihm klar, dass er seine Cap verloren und eine Zeugin lebend zurückgelassen hatte. Von der gesamten Situation aggressiv und gleichermaßen sexuell aufgeladen, fuhr er auf den San Bernardino Freeway und spulte immer wieder ab, was gerade passiert war. Noch auf dem Freeway fahrend, vor der Ausfahrt nach Monterey Park, einer überwiegend von Asiaten bewohnten Gemeinde mit etwa 65.000 Einwohnern und einem eigenen Police Department, entdeckte er Veronica Yu, die den Freeway verließ und folgte auch ihr. Veronica bemerkte nach einiger Zeit, dass sie verfolgt wurde und hielt Ausschau nach einem Streifenwagen. Als sie keinen entdecken konnte, hielt sie am Straßenrand an und ließ Richard an ihr vorbeifahren. Verwirrt von dem Manöver, fuhr Richard einfach weiter und fasste den Plan, sich ein anderes Opfer zu suchen, bis er feststellte, dass die junge Asiatin nun plötzlich ihn verfolgte. Ein Block weiter erwischte an der North Alhambra Avenue eine rote Ampel, stieg aus und kam an Veronicas Seitenfenster, den Revolver im Hosenbund unter seiner Jacke. Nachdem sie das Fenster heruntergelassen hatte, beschuldigte sie ihn, ihr zu folgen und verlangte eine Erklärung. Richard behauptete, er habe sie mit jemandem verwechselt, den er kenne. Sie bezeichnete ihn als Lügner, doch er blieb bei seiner Ausrede. Veronica verlangte weiterhin eine Erklärung und drohte, die Polizei zu rufen. Er wiederholte seine Ausrede, doch Veronica ließ sich nicht darauf ein. Sie bestand auf eine ehrliche Antwort, während Richard innerlich den Plan fasste, die zeternde Frau zu entführen, brutal zu vergewaltigen und zu ermorden. Er kam näher und packte sie plötzlich an den Schultern, um sie aus dem Fenster zu zerren. Sie begann zu schreien. Richard bemerkte, dass er sie nicht einfach aus dem Wagen zerren konnte, sah allerdings, dass die Beifahrertür nicht verschlossen war.
Er ließ von ihr ab, hechtete über das Auto und riss die Türe auf, die Veronica nicht mehr rechtzeitig verriegeln konnte. Als er mit ihr im Auto saß, zog er den Revolver und schoss ihr seitlich in den Körper. Die junge Frau riss die Türe auf und versuchte panisch zu fliehen. Richard schoss ein zweites Mal und traf sie in den unteren Rücken, bevor sie einige Schritte laufen konnte und schließlich blutend auf der Straße zusammenbrach. Richard eilte zurück zu seinem Wagen, fuhr auf den nahegelegenen Freeway und verließ ihn direkt wieder, da ihm klar war, dass das Auto innerhalb von Minuten gesucht werden würde. Er ließ es irgendwo stehen und nahm den Bus zurück nach Downtown. Seit den Morden an Dale Okazaki und Veronica Yu hatte Richard lange und intensiv darüber nachgedacht, wer er eigentlich sein wollte. Die Antwort war klar. Er wollte sich nun völlig der Machtausübung und dem Morden verschreiben. Das Töten war ab jetzt seine absolute Leidenschaft, das Einzige, worum sich sein eigenes Leben noch drehen sollte. Und, so dachte er sich, je abscheulicher und bösartiger seine Morde ausfallen würden, desto zufriedener würde Satan mit ihm sein und ihn auch weiterhin bei seinen Taten unterstützen. Eine Woche später, am 26. März 1985, ging er wieder auf die Jagd. Er fuhr mit einem weiteren gestohlenen Toyota den San Gabriel River Freeway entlang und erinnerte sich plötzlich an ein Haus in Whittier, in das er etwa ein Jahr zuvor eingebrochen war. Anschließend ereignete sich die zu Beginn des Videos beschriebene Szene im Haus der Zazaras in Whittier, übrigens die Heimatstadt des ehemaligen Präsidenten Richard Nixon. Nach dem Mord an Vincent Zazara, den er im Schlaf mit einem Kopfschuss hingerichtet und anschließend seine Frau Maxine erschossen und ihre Augen herausgeschnitten hatte, verließ Richard mit seiner Beute das Haus durch die Vordertür und fuhr wieder zurück nach Downtown. In dieser Nacht verkaufte er die Beute bei seinem Haupthehler, der weder seinen echten Namen kannte, noch er den des Hehlers. Ohne unnötige Fragen tauschte er hier wie üblich die gestohlene Ware gegen Bargeld und verschwand. Nachdem er sich in seinem Hotelzimmer das Blut abgewaschen und sich umgezogen hatte, machte sich Richard auf die Suche nach einer Prostituierten, um die sexuelle Erregung loszuwerden, die sich während seiner Taten durch das Beherrschen der Situation, das Richten über Leben und Tod und die klaffenden Wunden seiner Opfer aufgebaut hatte. Schließlich fand er eine Prostituierte, doch er konnte keine Erektion bekommen. Statt Sex mit ihr zu haben, spielte er an ihren Füßen herum, bezahlte sie schließlich dafür und fuhr nach Hollywood, um dort den gestohlenen Toyota loszuwerden. Als er schließlich gegen 6 Uhr morgens wieder im rattenverseuchten Cecil Hotel an der Main Street ankam und in seinem Zimmer Maxine Zazaras Augen in dem Schmuckkästchen liegen sah, lachte er und legte sich dann schlafen. Am 14. April, 2 Wochen und 4 Tage nach dem Mord an den Zazaras, stand Richard erst gegen Mittag auf, frühstückte bei Margaritas an der 7th Street und ging anschließend hinüber in die Yee-High Billardhalle, um ein paar Kugeln herumzustoßen. Er hatte immer noch Geld von seinem letzten Einbruch und hatte Lust, um Geld zu spielen. An diesem Tag fand er jedoch niemanden, der mitspielte, und verließ die Halle mit einem Joint im Mund, um sich im nahegelegenen Cameo-Porno-Kino ein Porno anzuschauen. Manchmal sah er in diesen Filmen Frauen, die Pentagramm-Tattoos hatten, und fühlte sich dann besonders zu ihnen hingezogen. Fast so, als hätten sie ein gemeinsames dunkles Geheimnis. Allgemein hatte er ein Faible für Filme, in denen extreme Gewalt dargestellt wurde, insbesondere dann, wenn dies mit sexuellem oder okkultem vermischt wurde. Bereits als Kind hatte er die Geschichte von Jack the Ripper gelesen, die ihn ungemein fasziniert hatte. Der Nebel, dass der Ripper komplett in Schwarz gekleidet war, die Schnitte und das Ausweiden, all das hatte ihn schon damals irgendwie sexuell erregt. Nachdem er das Porno-Kino verlassen hatte, kehrte er in die Billardhalle zurück, schoss ein paar Kugeln herum und hörte dabei das Highway to Hell Album von AC/DC. Während er lustlos gegen die Kugeln stieß, fällte er die Entscheidung, die Morde auf ein extremeres Level zu heben, indem er eine gut geplante Mordserie starten würde, die die ganze Welt erschrecken sollte. Er würde bekannter als Jack the Ripper und jeder andere Mörder in der Geschichte vor ihm werden. Richard verließ die Poolhalle und klaute ein Auto, das er vor dem Alexandria Hotel entdeckte. Heute hatte er einen Polizeiempfänger dabei, den er sich zuvor bei Radio Shack gekauft hatte. Während er auf den Freeway fuhr, hörte er laut Heavy Metal und hielt Ausschau nach potenziellen Opfern. Der Song Nightcrawler von AC/DC war sein Lieblingslied. Inhaltlich geht es bei diesem Song um einen nächtlichen Eindringling, der sich in einen Raum schleicht. Richard hatte das Gefühl, dass das Lied quasi für ihn geschrieben worden sei.
Nachdem er durch verschiedene Gemeinden in Los Angeles County gefahren war, verließ er den Freeway ein weiteres Mal bei Monterey Park. Richard war klar, dass die Leute in dieser Gegend nach dem Mord an Veronica Yu vermutlich vorsichtiger als sonst waren, doch er hatte die Gewissheit, dass Satan ihn beschützen würde. Außerdem hatte er mittlerweile auch die Schlafgewohnheiten der Leute beobachtet und daraus abgeleitet, dass es ideal war, zwischen 2 und 4 Uhr morgens in Häuser einzubrechen. An der Trumbauer Avenue parkte er den Wagen und blieb einige Momente darin sitzen, während er die Umgebung beobachtete. In diesem Moment fuhr Lonnie Dempster vorbei, die aktuell Zeitungen für den Herald Examiner auslieferte, zuvor aber in einem Sicherheitsunternehmen gearbeitet hatte. Als sie Richard sah, kam er ihr sofort verdächtig vor. Später gab sie an, er habe sie direkt angestarrt, als sie ihn gemustert habe. Sie sei froh gewesen, als sie um die Ecke gebogen sei, da er sehr angsteinflößende Augen gehabt habe. Nachdem Lonnie abgebogen war, stieg Richard aus und ging die Straße im Schatten entlang, bis er vor dem Haus des 66-jährigen William Doy und seiner 65-jährigen Frau Lillian ankam. Nachdem er kurz das Haus in Augenschein genommen hatte, entschied er sich, hier einzubrechen. William Doy war International Sales Manager bei einem Logistikunternehmen gewesen und seit kurzem in Rente. Mit seiner Frau, die gehbehindert war, wollte er demnächst durch die USA reisen und hatte zu diesem Zweck bereits einen neuen Van gekauft. Als Richard vor dem Haus von William und Lillian stand, begann es zu regnen, was ihm aus 2 Gründen gut gefiel. Erstens waren bei Regen weniger Leute unterwegs und zweitens dämpfte der Regen die Schussgeräusche etwas ab. Mittlerweile hatte er den Kaliber 22 Revolver für $20 an einen Hehler weiterverkauft, weil ihm klar war, dass er mit den bisherigen Morden in Verbindung gebracht werden konnte. Für heute hatte er eine neue Waffe besorgt, eine silberbeschichtete Kaliber 22 Automatik. An den Türen auf der Rückseite des Hauses entdeckte er Alarmdrähte. Er fand jedoch auch ein Fenster, das einfach offen stand. Nachdem er hineingeklettert war, fand er sich in einem kleinen Badezimmer wieder und wartete erstmal ab, ob man ihn gehört hatte. Als er sicher war, dass er unbemerkt geblieben war, begann er durch das Haus zu schleichen. Im Schlafzimmer entdeckte er die schlafende Lillian Doy und ihren Rollstuhl, der ihm verriet, dass sie gehbehindert war. In einem weiteren Schlafzimmer erblickte er den ebenfalls schlafenden William, hob die Waffe und lud sie durch. Das kalte, metallische Klicken der Waffe weckte William unmittelbar auf, da er als ehemaliger Soldat der US Army sofort wusste, womit er es zu tun hatte. Er griff in seinen Nachttisch, wo eine 9mm Pistole bereit lag. Richard stürmte in Schussposition ins Zimmer und feuerte auf William. Die Kugel schlug kurz oberhalb der Oberlippe ein und ging direkt durch die Zunge. William fiel halb aus dem Bett und keuchte im Todeskampf. Richard wollte erneut schießen, doch seine Pistole verklemmte sich. Fluchend sprang er zurück in den Flur, lud die Waffe erneut durch, wobei er die ausgeworfene Patrone einfach liegen ließ und ging zurück, um William endgültig zu töten. Bereits die erste Kugel hatte dessen Zunge und Kehlkopf durchschlagen und sein Gehirn verletzt. William war unfähig, seine Waffe aufzuheben oder zu benutzen. Er flehte kaum verständlich um sein Leben, bevor Richard ihn bewusstlos prügelte. War Lillian durch den Schuss aufgewacht und lag starr vor Angst im Bett, als Richard hereinkam, sich dem Bett näherte und auf sie einschlug, während er ihr befahl, nicht zu schreien. Er fesselte sie mit Daumenschellen und begann damit, das Haus nach Wertsachen zu durchsuchen und dabei alles durcheinander zu werfen. Dabei fand er Ringe, eine Armbanduhr, ihre Eheringe und eine Taschenuhr, die einmal Williams Vater gehört hatte. Als William wieder zu Bewusstsein kam und vor Schmerzen stöhnte, während ihm Blut aus dem Mund strömte, kam Richard zurück und schlug ihn erneut bewusstlos und ging dann zurück in Lillians Zimmer, um sie zu vergewaltigen. Dabei befahl er ihr erneut, ihn nicht anzuschauen. Als er fertig war, küsste er Lillian zum Abschied, stopfte seine Beute in einen leeren Kissenbezug, machte eines der beiden Telefone im Haus unbrauchbar und fuhr davon. Als William wieder das Bewusstsein erlangte, gelang es ihm, mit dem zweiten Telefon Hilfe zu rufen. Doch er brach erneut zusammen, bevor er genauere Angaben machen konnte. Glücklicherweise hatte das Notrufsystem in Los Angeles bereits eine automatisierte Adressenidentifikation, sodass trotzdem Hilfe geschickt werden konnte. Um 5.04 Uhr traf zunächst die Feuerwehr ein, die umgehend ein Rettungsteam und die Polizei verständigte. Zwischen Pasadena und Glendora, im San Gabriel Valley gelegen, 32 Kilometer nordöstlich von Los Angeles, liegt die kleine Stadt Monrovia.
die 1985 etwa 35.000 Einwohner zählte. Hier, etwas abgelegen, in der North Alta Vista Avenue, lebte die 83-jährige Mabel Bell und ihre 81-jährige gehbehinderte Schwester Florence Lang, genannt Nettie. Das Haus der beiden Schwestern stand in einigem Abstand zu anderen Häusern und hatte einen weiß gestrichenen Gartenzaun. Mabel war vor 35 Jahren von Oklahoma nach Kalifornien gezogen und fühlte sich hier sehr wohl. Verbrechen war etwas, mit dem sie nie Berührungspunkte gehabt hatten, und oft ließen sie, wie auch schon im ländlich geprägten Oklahoma, ihre Haustüre einfach unverschlossen. Am 29. Mai um 23.40 Uhr schliefen die beiden alten Damen bereits, als Richard mit einem Mercedes durch Monrovia fuhr, den er auf dem Parkplatz des Velvet Turtle Restaurant gestohlen hatte. Als er, ohne auf eine Karte zu schauen, die North Alta Vista Avenue entlang fuhr, sah er zunächst nichts außer Staub, Kakteen, Zypressen und Palmen. Das erste Haus, an dem er vorbeikam, war das von Mabel und ihrer Schwester. Zunächst fuhr er daran vorüber, stellte dann jedoch fest, dass das nächste Haus fast 1 Kilometer entfernt war, drehte um und parkte den Wagen so, dass er später in die Richtung fliehen konnte, aus der er gekommen war. Richard stieg aus und versuchte auf gut Glück, die Vordertür zu öffnen, die unverschlossen war. Nachdem er leise das Haus betreten hatte, wartete er, bis sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, und ging dann mit einer Taschenlampe in Richtung der Schlafzimmer. Schon auf den ersten Blick konnte er erkennen, dass er abermals in ein falsches Haus eingedrungen war, denn es machte ganz und gar nicht den Eindruck, dass hier wohlhabende Menschen lebten, was ihn augenblicklich wütend machte. Als er das Schlafzimmer von Mabel betrat, war ihm endgültig klar, dass es hier nichts zu holen gab, weder stehlenswerte Gegenstände noch junge Frauen, die er hätte vergewaltigen können. Daraufhin ging er in die Küche, um nach einem Messer zu suchen, konnte aber keines finden, das scharf genug für das war, was er vorhatte. Allerdings entdeckte er einen Hammer, mit dem er in Netties Schlafzimmer ging und unvermittelt mehrmals auf den Kopf der schlafenden Frau einschlug, wobei der Hammer mit jedem Schlag den Schädelknochen durchbrach und das Gehirn verletzte. Anschließend riss er einen elektrischen Wecker vom Nachttisch, der exakt um 0.06 Uhr stehen blieb, und fesselte Netties Hände hinter dem Rücken. Danach ging er in Mabels Raum, ohne zu bemerken, dass er einen blutigen Fußabdruck auf der Uhr hinterlassen hatte, die am Boden lag. Zu Satan betend hob er den Hammer und schlug auch auf Mabels Kopf ein, die panisch schreiend erwachte. Richard befahl ihr, das Maul zu halten, oder er würde sie umbringen, und verlangte dann, dass sie Geld und Schmuck herausgab. Mabel antwortete, dass sie kein Geld habe, woraufhin er noch einmal mit dem Hammer zuschlug, so brachial, dass Gehirnmasse durch den Raum spritzte. Danach schaltete er das Deckenlicht an, fand eine Rolle Duct Tape und fesselte Mabels Knöchel damit, bevor er das Kabel aus ihrem Wecker riss, den Stecker wieder einsteckte und die Drähte dazu benutzte, seinem hilflosen Opfer Elektroschocks zu geben. Anschließend durchwühlte er das Haus und stahl, was auch immer er für annähernd wertvoll hielt: Modeschmuck, Uhren und einen Kassettenspieler, den Mabel zu ihrem 83. Geburtstag bekommen hatte. Aufgegeilt von der Gewalt und der Folter kehrte er zu Nettie zurück, riss ihr Nachthemd von ihrem Körper und vergewaltigte sie. Dabei stellte er sich vor, dass Satan mit seinen Taten sehr zufrieden sein würde, denn sie waren grausam, brutal und geradezu bestialisch. In diesem Moment kam ihm auch der Gedanke, dass es an der Zeit wäre, die ganze Welt wissen zu lassen, dass er Satanist war, und nutzte Mabels Lippenstift, um ein Pentagramm auf die Rückseite ihres linken Oberschenkels und an die Wand über ihrem Kopf zu malen. Anschließend malte er das Pentagramm auch auf Netties Schlafzimmerwand, ging dann in die Küche, aß eine Banane, die er dort fand, trank ein paar Dosen Mountain Dew und eine Cola, pinkelte im Badezimmer und verließ dann das Haus mit einem blutverschmierten Kopfkissenbezug, in den er seine dürftige Beute gestopft hatte. Gleich am nächsten Abend ging er wieder auf die Jagd und fuhr dabei weiterhin den silbernen Mercedes. Bevor er sich auf den Freeway begab und im Verkehr treiben ließ, wohin auch immer ihn seine Intuition oder seine Gier nach Vergewaltigung, Kontrolle und Mord trieb, hielt er in Downtown bei einer Mission von Goodwill, einer gemeinnützigen Einrichtung. Hier konnte man sich kostenlos Bücher mitnehmen, und Richard reihte gleich mehrere Kisten mit Büchern auf der Rückbank des Mercedes auf, damit diese ihm Deckung bieten sollten, falls die Polizei auf ihn schoss.
Die Idee hatte er aus einem Film. In dieser Nacht führte ihn sein Weg nach Burbank, die gut situierte Heimatstadt von NBC und den Disney Studios, mit einer Einwohnerzahl von damals 87.000. Um 3.57 Uhr parkte Richard das Auto auf der North Avon Avenue und stieg aus. Er hatte ein paar Handschellen bei sich, darüber hinaus eine Kaliber 25 Pistole und die Kaliber 22 Automatik. Vor einem beigen Haus mit großen Erkerfenstern und einer Palme im Vorgarten, die das Licht der Straße gut abschirmte, blieb er stehen und überprüfte die Fenster. Alle waren verschlossen. Auch die rückwärtige Küchentür war abgeschlossen. Allerdings bemerkte Richard eine Hundeklappe, durch die er geschickt hindurchgriff und die Tür so von innen entsperren konnte. Als er langsam in das Haus schlich, zog er die Kaliber 22 Automatik und ging mit seiner Stiftlampe in der anderen Hand direkt ins Schlafzimmer der 42-jährigen Carol Kyle. Er hielt ihr die Lampe direkt ins Gesicht, stupste sie an und sagte: "Wach auf, Schlampe, und weh du schreist, ein Ton und du bist tot." Dann drückte er ihr die kalte Pistole an den Kopf und fragte sie darüber aus, wer noch im Haus war. Carol antwortete, dass nur ihr 11-jähriger Sohn Mark im Haus sei. Richard zog sie aus dem Bett und drängte sie in Richtung des Kinderzimmers ihres Sohns. Carol war Krankenschwester und hatte gelernt, in Notfällen ruhig zu bleiben und beruhigend auf psychopathische Patienten einzuwirken. Als sie am Zimmer angekommen waren, wollte Carol die Tür öffnen und hineingehen. Doch Richard war seit seiner Konfrontation mit der Schrotflinte der Sazeras empfindlicher geworden und hatte sich vorgenommen, nie wieder eine Frau zu unterschätzen. Er befahl ihr, sich auf den Boden im Flur zu legen, stürmte dann ins Zimmer und drückte Carols Sohn ebenfalls die Pistole an den Kopf, um ihn zu wecken. "Beweg dich nicht und schau mich nicht an", befahl er dem Kind. Zu seiner Überraschung stürmte Carol an ihm vorbei und schützte ihren Sohn vor ihm. Sie sagte Richard, er könne haben, was er wolle, aber er solle bitte nicht ihr Kind verletzen. Richard befahl ihr erneut, nicht in seine Richtung zu schauen, schleuderte sie dann aufs Bett und fesselte die beiden mit seinen mitgebrachten Handschellen aneinander. Anschließend zwang er beide in einen Schrank im Flur und schloss die Türen. Wenige Sekunden später öffnete er erneut die Türen und fragte: "Ihr habt ja da noch keine Waffen, oder?" Carol antwortete, dass sie keine Waffe besitze, doch Richard glaubte ihr nicht. Fluchend brachte er beide in Carols Schlafzimmer, bedeckte sie mit einem Bettlaken und begann dann, aggressiv das Haus zu durchwühlen. Dabei rief er: "Wo ist es? Wo ist es?" Er kam zurück und sperrte Carol und ihren Sohn nun doch in den Schrank. Anschließend durchwühlte er weiter das Haus und riss dabei die Schubladen und Schränke beinahe auseinander, während Carol versuchte, beruhigend auf ihren Sohn einzureden. Schließlich kam Richard zurück zu den beiden, schloss Carol los, fesselte Marks Hände hinter seinem Rücken und ließ ihn im Schrank allein zurück. Von Carol verlangte er nun, dass sie ihren Schmuck herausrücken solle. Sie entgegnete, dass sie ihm alles geben würde, er solle nur ihren Kindern nichts tun. Richard war bis dahin nur von einem Kind ausgegangen und fragte, wo das andere Kind sei. Carol antwortete, dass ihre Tochter bei einer Freundin schlafe und erst am nächsten Tag zurückkommen werde. Daraufhin lachte Richard auf eine kranke Art hyänenhaft krächzend auf und sagte, er würde vielleicht auf die Rückkehr der Tochter warten. Carol konnte sich vorstellen, was er mit ihrem Mädchen anstellen würde und lenkte ihn ab, indem sie sagte, sie habe eine Schmuckschatulle in ihrer Kommode. Als sie die Hand hineinsteckte, erinnerte sich Richard abermals an den Moment, in dem Maxine Zazera plötzlich eine Schrotflinte in den Händen gehalten hatte und rief: "Stopp! Zieh die Hand langsam mit gespreizten Fingern aus der Schublade oder ich mach dich kalt." Carol gehorchte. Nachdem sie ihm sämtliche Wertsachen gegeben hatte, riss Richard ihr das Nachthemd vom Körper und zwang sie zum Oralsex. Als er sie vergewaltigen wollte, sagte sie erst, sie habe ihre Periode, dann, dass sie eine ansteckende Krankheit habe. Richard entgegnete ihr, sie solle die Fresse halten oder sie sei tot. Als er fertig war, durchsuchte er das Haus noch einmal und versicherte sich, dass keine Wertsachen mehr versteckt waren. Dann vergewaltigte er Carol anal. Anschließend ging er in die Küche, um etwas zu trinken. Wie immer, wenn er einen Überfall beging, schwitzte er massiv. Als er zurückkam, kommentierte er die Vergewaltigung damit, dass sie sexuell gar nicht so schlecht für ihr Alter sei. Als Richard kurz vor dem Morgengrauen gehen wollte, erlaubte er Carol, sich wieder etwas überzuziehen und fesselte sie und Mark dann mit den Handschellen ans Bettende. Bevor er aufbrach, bedrohte er Carol und verlangte, dass sie vor der Polizei einfach behaupten solle, er habe eine Maske getragen. Sollte sie es wagen, ihn zu beschreiben, würde er seine Freunde noch einmal herschicken.
Sie solle nicht vergessen, dass er wisse, wo sie wohne. Bevor er schließlich gehen wollte, erschien er merklich verwirrt und fragte, »Ich bin hier in Glendale, oder?« Carol antwortete ihm, dass er in Burbank sei. Daraufhin wollte er wissen, wie er zum Freeway komme. Carol beschrieb es ihm. Richard sagte, »Ah ja«, und war weg. Anfang Juni ging Richard wieder auf die Jagd. Abermals in einem gestohlenen Toyota verließ er den Freeway in Pico Rivera und sah sich nach einem Haus um, das seinen Kriterien entsprach. Es sollte nur wenige Blocks vom Freeway entfernt und einigermaßen vom Licht etwaiger Straßenlaternen abgeschirmt sein, sodass er sich im Schatten bewegen konnte und bei Bedarf eine rasche Flucht möglich war. In dieser Nacht war Richard zum Haus von John und Suzanne Rodriguez gekommen. John war Deputy beim Los Angeles County Sheriff's Office und schlief stets mit seiner Dienstwaffe neben dem Bett. Als Richard an der Seite des Hauses entlang schlich, war ihm nicht klar, dass er sich nur eine halbe Meile vom Haus der Cesaras entfernt befand, die er erst Ende März ermordet hatte. Schließlich entdeckte er ein unverschlossenes Fenster, hinter dem das Esszimmer lag. Als er es öffnete, hörte er die Stimme einer Frau, die fragte, ob John gerade das Fenster geöffnet habe. Die Stimme von John verneinte. Nachdem die Bewohner offensichtlich wach waren und das Überraschungsmoment verschwunden war, gab Richard auf und verließ schnellstmöglich die Gegend, hinterließ jedoch abermals einen Fußabdruck mit seinen Aviaturnschuhen, der sich unter dem Fenster befand, in das er versucht hatte einzusteigen. Mittlerweile konnten die Ermittler nun nicht nur erste Zusammenhänge im Modus operandi zwischen den Morden identifizieren, sondern hatten anhand der Schuhabdrücke auch erste starke Indizien dafür, dass es sich um einen und denselben Täter handelte. Wie sich später herausstellte, konnte Richard an diesem Abend kein Haus mehr finden, in das er einbrechen wollte. Wütend und frustriert fuhr er weiter durch Los Angeles County und gab selbst da nicht auf, als die Sonne bereits aufging. In Eagle Rock versuchte er schließlich ein Mädchen zu entführen, das sich jedoch vehement wehrte und laut schrie, sodass er von ihr abließ. Ein Nachbar in einer Erdgeschosswohnung hörte die Schreie, sah, was passierte und rief die Polizei. Er konnte Richard und sein Auto grob beschreiben und gab dies der Polizei durch. Auf dem Weg zurück auf dem Freeway fuhr Richard bei Rot über eine Ampel und wurde dabei von John Stavros, einem Motorradcop des LAPD, gesehen. In einem günstigen Moment warf Richard eine Pistole und einen Beutel mit etwa 30 Gramm Gras aus dem Fenster und hielt etwas später am Straßenrand an. Officer Stavros hatte die Entsorgungsmaßnahmen nicht gesehen und führte eine normale Verkehrskontrolle durch, bei der er zunächst den Führerschein und die Fahrzeugpapiere verlangte, die Richard nicht vorlegen konnte. Er gab an, er habe seine Brieftasche zu Hause vergessen, woraufhin er aussteigen und seine Hände auf die Motorhaube legen musste, um sich durchsuchen zu lassen. Nachdem Officer Stavros nichts Verdächtiges entdecken konnte, verlangte er Richards Namen. Dieser nannte einen erfundenen Namen und irgendeine Adresse in Downtown. Stavros ging zurück zu seinem Motorrad, um die Angaben zu überprüfen und einen Strafzettel zu schreiben, als über Polizeifunk die Meldung über eine versuchte Entführung in Eagle Rock samt einer Beschreibung des blauen Toyotas und des mexikanischen Fahrers mit schwarzen Haaren hereinkam. Stavros realisierte nicht, dass der Gesuchte direkt vor ihm stand, doch auch Richard hatte die Meldung gehört und spielte mit dem Gedanken, einfach davon zu rennen. Als Stavros wiederkam, fragte er Richard im Scherz, »Hey, du bist nicht zufällig der Typ, der die ganzen Leute in ihren Häusern umbringt, oder?« Richard antwortete, »Auf keinen Fall, Mann! Wann fangt ihr den Scheißkerl eigentlich endlich?« Woraufhin Stavros sagte, »Wir kriegen ihn schon noch. Aber du bist sicher, dass du es nicht bist?« Richard antwortete, »Hey Mann, ich bin's nicht, komm schon!« Als Officer Stavros noch einmal zurück zu seinem Motorrad ging, um auf die Rückmeldung aus der Zentrale zu Richards erfundenen Daten zu warten, betete dieser zu Satan, malte beschwörend mit den Fingern ein Pentagramm in den Staub auf der Motorhaube und sprintete los. Stavros sprang auf sein Motorrad und verfolgte Richard, der jedoch über einen 3 Meter hohen Zaun kletterte, eine Seitenstraße überquerte, durch einen Garten rannte und an einer Haltestelle in einen Bus sprang, der gerade losfuhr. Officer Stavros fuhr schließlich zurück zu dem blauen Toyota und durchsuchte ihn. Er entdeckte eine Brieftasche mit $100 und einer Terminkarte von einem gewissen Dr. Peter Leung, der eine Zahnarztpraxis in Downtown führte. Der gestohlene Wagen wurde abgeschleppt und in eine Verwahrstelle der Polizei gebracht, wo er ohne Abdeckung der Witterung ausgesetzt war, sodass keinerlei potenzielle Spuren an der Motorhaube verwertbar waren, auf der Richard mit seinen Fingern herumgemalt hatte.
Trotzdem waren die Ermittler aufgrund der bisherigen Zusammenhänge nun mehr und mehr sicher, dass zumindest die Morde an Dale Okazaki, Veronica Yu, den Zazaras und möglicherweise den Doyles in Monterey Park sowie den beiden Schwestern aus Monrovia von ein und demselben Täter begangen worden waren. Etwa einen Monat später, am 2. Juli, war es in Los Angeles so heiß, dass selbst das Laufen kurzer Strecken für die Bewohner zur Qual wurde. Die Temperaturen hielten Richard allerdings nicht davon ab, seine bestialische Mordserie fortzusetzen. Zu diesem Zeitpunkt hatte er weder eine Ahnung, noch hätte es ihn gekümmert, wie viele Polizisten bereits nach ihm suchten. Er ahnte nichts von den ballistischen Untersuchungen, aufgrund derer man bereits einige seiner Morde miteinander in Verbindung bringen konnte, noch von der Tatsache, dass seine Aviaturnschuhe ausgesprochen selten in Los Angeles verkauft worden waren und fast schon ein Alleinstellungsmerkmal darstellten. In dieser Nacht verschlug es Richard Ramirez nach Arcadia, etwa 20 Kilometer nordöstlich von Los Angeles City. Wie Monrovia, wo er bereits Ende Mai die beiden älteren Damen ermordet hatte, liegt Arcadia an den St. Gabriel Mountains und hatte zum damaligen Zeitpunkt etwa 43.000 Einwohner. Als Richard in Arcadia ankam, parkte er ein paar Blocks vom Freeway entfernt an der Kreuzung zwischen Floral Avenue und 2nd Street, ging zwei Blocks weiter bis zur Heaven Street, wo er in der immer noch warmen Sommernacht schwitzend die Häuser begutachtete. Als er schließlich am Haus der 75-jährigen Mary Cannon angekommen war, entschied er sich, hier einzubrechen. Mary war verwitwet und hatte insgesamt 5 Enkel. Ihr Mann war vor seinem Tod ein Pferdetrainer mit eigenem Gewerbe gewesen und hatte gutes Geld verdient. Nachdem sich Richard Zugang zu Marys Haus verschafft hatte, stellte er zunächst einmal sicher, dass niemand wach war oder Widerstand leisten konnte. Als er feststellte, dass es schon wieder keine junge Frau gab, die er vergewaltigen konnte, wurde er augenblicklich wütend. Er erblickte eine milchig-weiße Vasenlampe auf einer Kommode, nahm sie und schlug damit mit voller Kraft auf Marys Kopf. Als er zuschlug, wachte Mary schreiend auf, woraufhin Richard sie mit seinen Fäusten bewusstlos prügelte und auch dann nicht aufhörte, auf sie einzuschlagen und sie zu würgen, als sie sich nicht mehr bewegte. Nachdem er genug hatte, ging er direkt in die Küche, holte ein 25 cm langes Fleischermesser und rammte es linksseitig in Marys Hals. Er drehte das Messer, zog es heraus und stach wieder und wieder zu. Anschließend wusch er sich die Hände, durchsuchte das Haus nach Wertsachen und verließ damit die Vordertür. Mittlerweile war den Ermittlern nun vollkommen bewusst, dass sie einen waschechten Serienmörder jagten, der deutlich gefährlicher und bösartiger war, als vergleichbare Fälle es bisher in Los Angeles gewesen waren. Innerhalb der Polizei wurden Phantombilder an jeden Streifenwagen in LA County verteilt und auch Richard hatte dies mittlerweile mitbekommen. Trotzdem machte er sich keine wirklichen Sorgen darüber, da er der Meinung war, dass Satan ihn auch weiterhin schützen würde, wenn er ihn zufriedenstellte, indem er gnadenlos und brutal weitermordete. In dieser Nacht, vom 4. auf den 5. Juli, hatte er allerdings sicherheitshalber sein Aussehen ein wenig verändert, indem er sich die Haare nach hinten gestrichen hatte und eine weiße Brille mit großen runden Gläsern trug. Mit einem gestohlenen Wagen fuhr er in östliche Richtung und hörte einmal mehr das Highway to Hell Album von AC/DC, bei dem er glaubte, versteckte Botschaften zwischen den Zeilen heraushören zu können. Seiner Meinung nach war es klug, einfach wieder nach Arcadia zu fahren, da die Polizei ihn hier nicht schon wieder vermuten würde. Nachdem er eine Weile die Straßen abgefahren war, fuhr er ins nahegelegene Sierra Madre. Die Temperaturen waren mittlerweile wieder erträglicher, etwa 28 Grad, und in dieser Nacht stand ein Halbmond am klaren Himmel. In Sierra Madre fuhr er langsam in nördliche Richtung, ein Stück in die St. Gabriel Mountains hinauf und sah sich dabei nach Häusern um, in die sich ein Einbruch lohnen könnte. Die Gegend war wohlhabend und gepflegt, und als er an eine Kreuzung kam, sah er die Lichter eines Streifenwagens. Richard hatte zuvor den Polizeifunk mitgehört und wusste, dass ein Einwohner einen Herumtreiber gemeldet hatte, nachdem die Polizei jetzt suchte. Als ein zweiter Streifenwagen hinter ihm auftauchte, begann sein Herz zu rasen. Er bog bei der nächsten Möglichkeit links ab, doch der Streifenwagen tat das Gleiche. Richard blieb ruhig, obwohl er, wie immer, in einem gestohlenen Wagen saß. Er hatte den Toyota nur wenige Stunden zuvor gestohlen und hoffte jetzt, dass der Besitzer sein Auto noch nicht als gestohlen gemeldet hatte. Als der Streifenwagen nach ein paar Blocks wieder verschwand, wurde Richard klar, dass man tatsächlich nach ihm suchte. Über den Polizeifunk war zuvor der Name Valet Intruder gefallen. So nannte man ihn neuerdings in der Presse.
Trotzdem blieb er in der Gegend und parkte schließlich am Arno Drive. Er überblickte die Stadt und sah die Häuser mit ihren Pools und Gärten voller Blumen. Richard öffnete und schloss die Autotüre nahezu geräuschlos und ging dann auf ein weißes Haus im Ranch-Stil an der Ecke Arno Drive und Lelino Street zu. Die Hintertür war, wie sich herausstellte, verschlossen. Also versuchte er es am Vordereingang, der unverschlossen war. Er zog die Kaliber 22 Automatik und schlich sich in das Haus der Familie Bennett, die aus Steve Bennett, seiner Frau, der 16-jährigen Tochter Whitney und dem 18-jährigen Sohn James bestand. Die Bennetts hatten an diesem Abend eine kleine Feier wegen des 4. Julis gehabt und dazu ein anderes Paar eingeladen. Nachdem alle gemeinsam gefeiert und das Feuerwerk über dem St. Gabriel Valley angeschaut hatten, neigte sich die Party dem Ende zu und die Gäste verließen das Haus aus Gewohnheit durch die Hintertür, die dann auch abgeschlossen wurde. Die Vordertüre abzuschließen hatten die Bennetts schlichtweg vergessen. Die 16-jährige Whitney Bennett war darüber hinaus an diesem Abend noch auf zwei verschiedenen Partys, bevor sie etwas verspätet, kurz vor 1 Uhr morgens nach Hause kam, sich umzog und zu Bett ging. Als Richard durch die Vordertüre das Haus betrat, war ihm sofort klar, dass die Leute, die hier lebten, viel Geld hatten. Zunächst blieb er im Eingangsbereich stehen, lauschte für etwa 30 Sekunden und nahm sich die Zeit, ein Gefühl für seine Umgebung zu entwickeln. Als er sicher war, dass die Bewohner schliefen, schlich er mit einer Stiftlampe zuerst in Whitneys Zimmer, wo er das schlafende Mädchen im Bett sah. Er schlich zur Kommode und stahl daraus Ringe und eine Armbanduhr, bevor er durch den Türspalt ins Elternschlafzimmer spähte und die Bennetts tiefschlafend erblickte. Er entschied sich, nicht die Pistole zu nutzen, sondern ging zurück zum Auto und holte sich einen schweren Reifenmontierhebel, mit dem er seine Opfer totschlagen wollte. Als er gerade wieder zum Haus ging, kam ein Streifenwagen langsam die Straße entlang, vor dem er sich hinter einem Gebüsch versteckte. Wieder im Haus angekommen, ging er direkt in Whitneys Zimmer, legte eine Hand auf ihren Mund und schlug mit dem Werkzeug auf sie ein. Selbst nachdem er sie ohnmächtig geschlagen hatte, schlug er ihr noch insgesamt 10 weitere Male auf den Kopf. Anschließend wollte er ihr mit einem Messer aus der Küche den Rest geben, um sie dann ungestört vergewaltigen zu können, und schlich sich mit dem vor Blut tropfenden Montierhebel in die Küche, wo er allerdings kein geeignetes Messer finden konnte. Spontan änderte er seinen Plan und entschied sich dafür, sie mit dem Telefonkabel in ihrem Zimmer zu erdrosseln. Er drehte Whitney auf den Bauch, legte das Kabel um ihren Hals und zog es mit aller Gewalt zusammen. Plötzlich, so gab Richard später an, habe er so etwas wie Funken am Kabel und an Whitneys Hals gesehen, was ihn zögern ließ. Kurz darauf habe er einen blauen Schimmer gesehen, der ihren Körper verließ, von dem er annahm, dass es ihre Seele sei. Als er das Kabel schließlich losließ, zog Whitney verzweifelt Luft ein und bäumte sich auf. Richard war von dem gesamten Anblick so verängstigt, dass er durch das Fenster stieg und hastig die Flucht ergriff. Als er wieder missgelaunt auf dem Freeway war, kam ihm der Gedanke, dass es die göttliche Kraft von Jesus Christus gewesen sein musste, die eingegriffen und Whitneys Leben gerettet hatte, und fragte sich, warum das passiert war und ob es sowas wie ein Vorzeichen seiner schwindenden Kraft sein könnte. Als er wieder in Downtown war und darüber nachdachte, dass er die Vergewaltigung nicht vollenden konnte, war er sexuell so angespannt, dass er unbedingt nach einer Prostituierten suchen musste. Er fand eine kurvige Mexikanerin, die ihn allerdings für seinen Fußfetisch auslachte. An der Ecke 6th Street und Main warf er sie schließlich aus dem Auto, fuhr damit ein paar Kilometer weiter, wo er es stehen ließ, stieg in einen Bus, der ihn zurückbrachte, und mietete sich wütend und frustriert ein Zimmer im Lido Hotel, wo er sich hinlegte, aber lange Zeit nicht einschlafen konnte. Um 5.45 Uhr an diesem Morgen wachte Whitney Bennett mit schrecklichen Kopfschmerzen auf und stellte schockiert fest, dass sie falsch herum in ihrem Bett lag, das über und über mit Blut bespritzt war. Sie hatte keine Erinnerung an den Angriff und rief nach ihrem Vater. Als dieser seine Tochter sah, hätte er sie fast nicht erkannt. Beide Augen waren komplett zugeschwollen und der Kopf mit Blut bedeckt und geschwollen, sodass er auf eine unnatürliche Weise verzerrt wirkte. Später stellte sich heraus, dass Whitney im Krankenhaus mit unglaublichen 478 Stichen genäht werden musste. Am 7. Juli 1985 lagen die Temperaturen bei etwa 32 Grad, was im Vergleich zu den Extremtemperaturen des bisherigen Sommers fast schon kühl wirkte.
Richard fuhr mit einem weiteren gestohlenen Wagen durch Glendale, Rosemead und Arcadia und kam wieder in Monterey Park an, wo er bereits Veronica Yu und Dee Dois ermordet bzw. attackiert hatte. Doch das kümmerte ihn nicht. In seiner Vorstellung wurde er nach wie vor von Satan beschützt. An der East Andrick Street parkte er, schaltete Motor und Lichter aus und ließ die Gegend auf sich wirken. Der Zufall wollte es, dass er in diesem Moment abermals von Lonnie Dempster gesehen wurde, die auf ihrer Auslieferungstour gerade die Straßen entlang gefahren kam. Auch Lonnie sah Richard und erinnerte sich, dass sie ihn bereits in der Nacht gesehen hatte, als die Dois attackiert worden waren. Als sie an ihm vorbeifuhr, sagte er: »Was schaust du mich so an, du Schlampe?« Doch sie konnte ihn nicht hören. Lonnie dachte noch darüber nach, die Polizei anzurufen und den merkwürdigen Mann zu melden, tat es dann jedoch nicht. Trotz dieser Konfrontation mit einer potenziellen Zeugin entschied Richard, dass er hier ein passendes Haus suchen würde und bummelte die East Arlight und Andrick Street entlang, bis er vor dem Haus der 61-jährigen Joyce Nelson ankam. Eine große Eiche im Garten bot ausreichend Schatten und Richard entschied sich, dass dies der Ort für seinen nächsten Mord werden sollte. Er überprüfte die Vordertüre, die allerdings verschlossen war, fand jedoch linker Hand ein offenes Fenster. Beim Einsteigen in das Haus hinterließ er genau unter dem Fenster abermals einen deutlichen Abdruck seiner Aviaturnschuhe. Joyce Nelson wusste von den nächtlichen Einbrüchen und hatte darüber gelesen. Ihr Sohn Don hatte sogar vorgeschlagen, Gitter an den Fenstern anzubringen, doch Joyce hatte sich dagegen entschieden, da sie es ablehnte, ein Gefangener im eigenen Haus zu sein. Nun stand der Killer, über den sie mit Abscheu gelesen hatte, in ihrem Haus und näherte sich dem Sofa, auf dem sie vor dem Fernseher eingeschlafen war. Richard versicherte sich, dass außer Joyce niemand im Haus war, kam dann so nah an sie heran, dass er ihr die Kaliber 22 Automatik an den Kopf halten konnte und weckte sie auf. Er befahl ihr, ihn nicht anzuschauen und zu tun, was er verlangte. Doch sie setzte sich zur Wehr und verlangte, dass er augenblicklich das Haus verließ. Dieser Widerstand provozierte Richard und er schlug sie mit seiner Faust zu Boden, wo er weiter auf sie einprügelte, bis sie das Bewusstsein verlor. Dann schleifte er sein hilfloses Opfer an den Haaren ins Schlafzimmer und prügelte die wehrlose Frau zu Tode, indem er immer wieder auf sie einschlug und unter anderem so heftig gegen ihren Kopf trat, dass ein klarer Fußabdruck darauf zurückblieb. Anschließend durchsuchte er das Haus und nahm mit, was er zu Geld machen konnte. Ein Videorekorder, Schmuck, Uhren und ein Radio. Als er fertig war, verließ er das Haus durch die Vordertüre, als ob er hier seit Jahren leben würde. Mittlerweile war Richard an dem Punkt angekommen, an dem er an nichts anderes außer Sex und Mord denken konnte. Er stellte schnell fest, dass seine Gier für die heutige Nacht noch nicht gestillt war und ging wieder auf die Jagd. Erst fuhr er getrieben durch Alhambra und Rosemead, wo er allerdings keine passende Gelegenheit ausmachen konnte. Schließlich kehrte er gegen 3 Uhr morgens nach Monterey Park zurück und fuhr die ruhigen, leeren Straßen ab. Er schlussfolgerte richtigerweise, dass Joyce in der Zwischenzeit noch nicht entdeckt worden war und hielt schließlich am Hollywood Oak Drive, wo er das Auto parkte und mit einem paar Handschellen und seiner nickelbesetzten Kaliber 22 Automatik in seinem Gürtel die Straße entlang ging. Vor dem Haus von Sophie Dickman, einer 61-jährigen Psychiatriekrankenschwester, blieb er stehen und entschied sich spontan, hier einzubrechen. Sophie wohnte in einem gepflegten kleinen Haus mit gelb getünchten Wänden, einer kleinen Auffahrt und einer Garage, die sich linksseitig anschloss. Auf einer Seite des Hauses stand eine große Eiche, auf der anderen eine Pinie. An den Fenstern befanden sich weder irgendwelche Gitter, noch konnte Richard eine Alarmanlage erkennen, dafür umso mehr Schatten, in denen er sich ungesehen bewegen konnte. Als er sich an einem Fenster zu schaffen machte, stellte er fest, dass es verschlossen war und er es nicht aufbrechen konnte. Trotzdem ließ ihn sein Verlangen nicht aufgeben und er ging zur linken Seite des Hauses, wo er eine Hundeklappe entdeckte, durch die er hindurchfassen und die Tür von innen entsperren konnte. Wie immer duckte er sich und nahm sich etwas Zeit, damit er ein Gefühl für das Haus entwickeln konnte und sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnten. Mit der Stiftlampe in der einen und der Pistole in der anderen Hand sah er sich um und fand Sophie in ihrem Schlafzimmer. Als er sicher war, dass sich sonst niemand im Haus befand, schaltete er das Licht an und lief auf ihr Bett zu. Im selben Moment, in dem Sophie erwachte, schlug er ihr die flache Hand auf den Mund und befahl ihr, ihn nicht anzuschauen oder er würde sie umbringen. Dann drückte er ihr die Waffe an den Kopf und fragte, ob sie das auch wirklich verstanden habe. Sophie nickte.
Sie wusste sofort, dass dieser Mann derjenige sein musste, den die Presse den Valley-Intruder nannte und dass er irgendwie den Weg in ihr Haus gefunden hatte. Richard zog die Handschellen hervor und schloss sie um Sophies Handgelenke. Sie blieb so ruhig, wie sie konnte, da sie ihn auf keinen Fall auch nur ansatzweise reizen wollte. Nachdem er einen Kissenbezug wie einen Sack über ihren Kopf gezogen hatte, brachte er sie in das zweite, kleinere Badezimmer im Haus, wo sie sich auf den Boden setzen musste. Er kappte die Telefonleitung und begann damit, aggressiv das Haus nach Wertgegenständen zu durchwühlen. Innerhalb von 2 Minuten kam er zurück und verlangte, dass sie Geld und Schmuck herausgeben solle. Als Sophie antwortete, dass sie nichts habe, schlug er ihr mit der Faust ins Gesicht und drohte erneut, sie umzubringen. In Todesangst verriet sie ihm, dass sie ihre wenigen wertvollen Stücke im Badezimmerschränkchen im zweiten Bad versteckt hatte, woraufhin Richard sie dorthin zerrte und sich alles Wertvolle einsteckte. Während er damit beschäftigt war, zog sich Sophie ihren Diamantring vom Finger und warf ihn hinter das Waschbecken. Als Richard sich ihr wieder zuwandte, bemerkte er den fehlenden Ring sofort und verlangte von ihr zu erfahren, wo sie ihn hingeworfen hatte. Sie deutete mit dem Kopf in die Richtung und er boxte ihr erneut ins Gesicht. Nachdem er den Ring gefunden und eingesteckt hatte, zog er sie zurück in ihr Schlafzimmer, riss ihr die Kleidung vom Körper und versuchte, sie anal zu vergewaltigen. Nachdem es ihm nicht gelungen war, eine Erektion zu bekommen, schloss er eine der Handschellen los, fesselte Sophie ans Bett und versuchte dann, sie vaginal zu vergewaltigen, was ebenfalls misslang. Anschließend forderte er sie erneut auf, dass sie weiteren Schmuck herausrücken solle, doch sie schwor, dass sie nichts mehr habe. Richard zwang sie, auf Satan zu schwören. Sie schwor auf Satan, keinen weiteren Schmuck zu besitzen und sagte ihm, sie sei keine wohlhabende Frau. Das alles in einer ruhigen Stimme, während sie hinzufügte, dass er sie bitte nicht verletzen solle. Richard durchsuchte das gesamte Haus ein weiteres Mal, nahm alles mit, was er wollte und ließ Sophie ans Bett gekettet zurück, allerdings nicht ohne sie ein weiteres Mal zu bedrohen. Sollte sie es wagen zu schreien, käme er zurück und würde sie umbringen. Zurück in Downtown brachte Richard die Beute aus den beiden Einbrüchen als erstes zu seinem Hehler. Dieser beäugte die Ringe durch eine Lupe und die beiden verständigten sich auf einen Preis. Während der Hehler das Geld bereitlegte, fuhr Richard nach Hollywood, um das Auto loszuwerden. Als er mit dem Bus zurück nach Downtown kam, um das Geld abzuholen, dämmerte es bereits. Als die ermittelnden Beamten an diesem Tag zum Tatort in Monterey Park kamen, wo sie den Mord an Joyce Nelson untersuchten, erfuhr die Presse zum ersten Mal, dass ein waschechter Serienmörder wahllos in Häuser in Los Angeles County einbrach, der seine Opfer vergewaltigte und ermordete. Es hatte bereits zuvor schon Gerüchte in Journalistenkreisen gegeben, doch seitens der Polizeibehörden wurden diese bisher noch nicht öffentlich bestätigt. Der Presse waren die einzelnen Verbrechen des Night Stalkers zwar bekannt, doch niemand hatte bisher einen Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten hergestellt. An diesem Tag bestätigten die Ermittler der Monterey Park Police diese Gerüchte jedoch und gaben an, dass es sich um die Taten einer einzelnen Person handelte, die als Serienmörder einzustufen war. Die Einzelheiten über die unvorstellbare Brutalität, die fehlenden Augen, die Pentagramme auf den Opfern und den Wänden, das Foltern und die bestialischen Vergewaltigungen verbreiteten sich unter den Journalisten wie ein Lauffeuer und sorgten dafür, dass an diesem Tag Kamerateams von jedem größeren Sender, Zeitungsjournalisten und Fotografen jeder Zeitung und sogar spanische und japanische Reporter vor Ort waren. Abseits des ganzen Presserummels hatte die Polizei schon bald 2 richtig heiße Spuren. Schon früh hatte sich herausgestellt, dass es sich bei den Fußabdrücken an den Tatorten um Sohlen von Avia-Sportschuhen der Größe 11,5 handelte. Doch nun fanden die Ermittler heraus, dass gerade einmal 1.354 Paare angefertigt worden waren, von denen nur 6 an der gesamten Westküste in den Verkauf gelangt waren. Alle 6 Paare wurden in L.A. verkauft, doch nur ein einziges in der Größe 11,5. Das bedeutete, dass es außer dem Night Stalker keine einzige andere Person in Los Angeles gab, die diese Schuhe trug, sodass man Fotos der Schuhe und der Abdrücke an alle 63 Polizeibezirke von Los Angeles County schickte, damit die Beamten nach einer Person Ausschau halten konnten, die diese Schuhe trug oder entsprechende Spuren an Tatorten mit dem Killer in Verbindung bringen konnten. Die zweite heiße Spur ergab sich kurz darauf, als das LAPD den Ermittlern des Sheriff's Office endlich den Zugang zu dem gestohlenen Auto gewährte, das der Motorradkorb Officer Stavros auf die Seite gewunken und anschließend beschlagnahmt hatte. Der Wagen war auf einem ungeschützten Verwahrplatz der Sonne ausgesetzt, sodass keinerlei verwertbare Fingerabdrücke mehr zu gewinnen waren. Allerdings fand man die Terminkarte bei Dr. Peter Lee Jung.
Es stellte sich heraus, dass der Termin bei Li Yong für einen gewissen Richard Mina gemacht wurde und die für diesen Termin geplante Behandlung unbedingt erforderlich sei. Mehrere Zahnärzte bestätigten, dass der Befund mit großen Schmerzen einhergehen müsse und der Patient vermutlich sehr bald eine weitere Behandlung benötigen würde. Nach einigem Hin und Her erklärte sich Dr. Li Yong bereit, täglich 2 Undercover-Detectives des Sheriff's Office in seiner Praxis zu haben, die sofort zugreifen würden, sobald sich der Verdächtige blicken ließ. Währenddessen wurde das gesamte LA County durch die umfassende Berichterstattung zu den Morden in Aufruhr versetzt. Die Verkaufszahlen von Waffen, Wachhunden, Fenstergittern und Alarmanlagen explodierten geradezu. Schlosser legten 24-Stunden-Schichten ein und vor Waffengeschäften bildeten sich Schlangen, die zum Teil länger als 3 Blocks lang waren. Als die Medien erfuhren, dass der Frank Salerno die Ermittlungen leitete, der bereits den Fall der Hillside Stranglers aufgedeckt hatte, belagerten sie ihn unaufhörlich. Jetzt endlich entstand auch der Eindruck, dass sämtliche Behörden miteinander im selben Boot saßen und es entstand ein regelmäßiger Austausch. Das LAPD und das LA County Sheriff's Office standen quasi im Dauerkontakt bezüglich der Morde und auch sämtliche andere Strafverfolgungsbehörden wurden auf dem Laufenden gehalten. Die beiden leitenden Beamten Frank Salerno und Jill Carrillo nahmen ein Video auf, das sämtliche Erkenntnisse für die Polizei zusammenfasste und schickten Kopien an jede Polizeistation im gesamten Großraum Los Angeles. Viele der Beamten klebten sich die Phantombilder und weitere Informationen in ihren Streifenwagen und hielten täglich aktiv Ausschau nach dem Killer. Der Beamte, der ihn schnappen würde, würde mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit sofort befördert werden und wäre mit sofortiger Wirkung ein Held. Den Night Stalker zu erwischen, wurde quasi über Nacht zur Top-Priorität für jeden Cop in ganz Los Angeles. Am 17. Juli verstarb Mabel Bell an den Verletzungen, die Richard ihr am 29. Mai zugefügt hatte. Die Obduktion ergab, dass der Grund für den Tod der alten Dame die massiven Hirnverletzungen waren. Ihre Schwester Nettie Lang war weiterhin komatös und wurde intravenös ernährt. Richard las mit großem Interesse, was die Medien täglich über ihn, den Night Stalker, berichteten. Das erste Mal, dass er einen Zeitungsbericht über sich gesehen hatte, war in Downtown, als er gerade an einem Kiosk vorbeikam. Er war geschockt stehen geblieben und sein Magen hatte sich umgedreht, als ob er beim Treppensteigen ins Leere getreten wäre. Mit rasendem Puls hatte er sich sofort die Zeitung gekauft und in seinem völlig heruntergekommenen Hotelzimmer gelesen. Bis zu diesem Moment hatte er keine Ahnung, dass man all seine Verbrechen miteinander in Verbindung gebracht hatte. In den Artikeln stand nichts über die Avia-Fußabdrücke und auch nicht über die übereinstimmenden Ballistikuntersuchungen, die nahelegten, dass der Night Stalker meistens mit derselben Schusswaffe tötete. Trotzdem wurde Richard klar, dass er ab jetzt noch vorsichtiger sein musste, denn man war ihm nun auf den Fersen. Dennoch blieb er in Los Angeles und plante weitere Morde. Zu diesem Zeitpunkt, nach den Nelson- und Dickman-Überfällen, fasste Richard den Vorsatz, das, was er tat, auf ein ganz neues Level zu heben. Und zwar auf eins, das die ganze Welt schockieren würde, wie nie zuvor. Jeder sollte wissen, wozu er imstande war. Am 20. Juli, während die Detectives immer noch in Dr. Leons Praxis auf ihn lauerten und Polizisten überall in Südkalifornien nach ihm suchten, spazierte er ungerührt in ein Messergeschäft in Downtown und kaufte dort eine Machete. Bei seinem nächsten Mord, so hatte er sich entschlossen, würde er den Kopf eines der Opfer abtrennen und für die Polizei in den Vorgarten legen. Das würde den Cops zeigen, mit wem sie es wirklich zu tun hatten. Kurz darauf stahl er einen weiteren Toyota und fuhr auf den Freeway, diesmal in nördliche Richtung. In Glendale, eine Gemeinde mit etwa 170.000 Einwohnern, die etwa 10 Kilometer nördlich von Los Angeles und von den Vertugo Mountains umringt liegt, verließ er den Freeway und parkte an der Stanley Avenue. Er band sich die Schnürsenkel noch einmal fest, steckte die Hose in seine Socken, damit sie sich nicht irgendwo verfing, und ging die Straße entlang, bis er vor dem Haus von Maxon und Lila Neiding ankam, das einen Block vom Freeway entfernt lag. Max war zu diesem Zeitpunkt 68, seine Frau Lila 66 Jahre alt. Die beiden waren schon in der Highschool ein Paar gewesen und bereits seit 47 Jahren verheiratet. In dieser Nacht hing tiefer Nebel über dem Boden, der von Richards Beinen durchwirbelt wurde, als er hindurchlief. Er war von dem Nebel fasziniert und fühlte sich wie Jack the Ripper in London knapp 100 Jahre zuvor, als er im Schatten der Orangenbäume vor dem Haus zu dessen Rückseite ging. Dort angekommen, stellte er fest, dass alle Fenster verriegelt waren. Die Neidings hatten in den Nachrichten von den Verbrechen des Night Stalkers gehört und waren insbesondere von den Attacken auf Mabel Bell und Nettie Lang tief betroffen. Trotzdem gelang es Richard, eine verglaste Tür zum Garten aufzubrechen.
Nachdem die Türe offen war, ging er zurück zum Auto, um die Machete zu holen. Bevor er das Haus betrat, kniete er sich auf den Boden und betete zu Satan. Seine Worte in diesem Moment waren in etwa die folgenden: Bei allem, was böse ist, bitte ich, dein bescheidener Diener, dich, Satan, hier zu sein und diese meine Gaben anzunehmen. Nachdem er in das Haus eingedrungen war, versuchte er herauszufinden, wer sich darin befand, bevor er zuschlug. Nachdem er sich umgesehen hatte und sicher war, dass nur Max und Lila vor Ort waren, ging er direkt im Wege ins Schlafzimmer, schaltete das Licht an, trat gegen das Bett und weckte seine Opfer mit den Worten: Aufgewacht, ihr Drecksäue! Max wachte auf und fuhr hoch. Lila begann zu schreien. In diesem Moment schlug Richard mit der Machete zu und traf Max Hals. Eigentlich hatte Richard erwartet, dass der Kopf einfach abfallen würde, doch die Machete war nicht scharf genug. Max fiel zu Boden und flehte den Eindringling an, aufzuhören. Dieser schlug mit der Machete jedoch nach Lila, traf sie nicht und änderte dann seine Taktik. Er zog seine Pistole, hielt sie Max an den Kopf und drückte ab. Die Waffe klemmte jedoch und Richard musste sie neu durchladen, bevor er sein flehendes Opfer hinrichten konnte. Lila schrie durchgehend, bis er ihr die Waffe ins Gesicht hielt und dreimal feuerte. Anschließend stach und schnitt Richard die beiden leblosen Körper mit der Machete und durchwühlte dann das Haus nach Wertsachen. Auch in dieser Nacht hatte er den Polizeifunkempfänger mit dabei und hörte schließlich eine Meldung über abgegebene Schüsse, die er auf sich bezog. Schnell sammelte er Wertsachen wie eine Kamera, Videorekorder, Ringe, Schmuck, Armbanduhren und ein Radio zusammen und ging mit seiner Beute in der einen und der blutigen Machete in der anderen Hand zurück zu seinem Wagen. Noch während er losfuhr, kam ein Streifenwagen langsam den Block entlang gerollt und überprüfte im Vorbeifahren die einzelnen Anwesen. Keine 30 Sekunden später war Richard bereits kurz vor dem Freeway und auf dem Weg nach Downtown zu seinem Hehler. Als er blutbespritzt bei seinem Hehler ankam, sagte dieser nichts über die Tatsache, dass Richard vermutlich der in den Zeitungen gesuchte Killer sein könnte, sondern verhandelte ruhig, aber hölzern mit ihm über die Preise für die Ware. Nachdem Richard gegangen war, machte sich der Hehler Gedanken darüber, dass er aufhören sollte, mit diesem Mann Geschäfte abzuwickeln. Es war einfach zu oft Blut an den Gegenständen, die er vorbeibrachte. Und wenn er wirklich der Killer aus den Nachrichten war, dann würde es eine große Belohnung von der Polizei geben. Immer noch nicht zufrieden, fuhr Richard in dieser Nacht weiter Richtung Norden und verließ bei Sun Valley den Freeway. Um 4.15 Uhr fuhr er die Straßen der schicken, ca. 60.000 Einwohner zählenden Gemeinde ab. Die Bewohner von Sun Valley wussten, wie mittlerweile fast alle Menschen in LA County, von den nächtlichen Überfällen, doch fühlten sich aufgrund ihrer geografischen Lage und der Tatsache, dass alle Überfälle wesentlich weiter südlich stattgefunden hatten, irgendwie doch sicherer, als es die Vernunft geboten hätte. Als Richard in dieser Nacht in der Charbon Street ankam, entschied er, dass er hier ein Haus finden würde und parkte den Wagen. Anschließend ging er langsam die Straße entlang, ließ die Machete jedoch im Auto zurück. Vor dem Haus der Familie Cavanaugh, die aus China Rong, seiner Frau Somkit sowie dem 8-jährigen Sohn und der 2-jährigen Tochter bestand, blieb er stehen, entschied sich dafür, hier einzubrechen und versuchte durch die Fenster und die Türen an der Vorderseite zu gelangen, die jedoch alle fest verschlossen waren. Auf der Rückseite des Hauses kam er in einen liebevoll gestalteten und begrünten Garten, den China Rong Cavanaugh angelegt hatte. Die gläserne Schiebetür zum Garten war unverschlossen und Richard gelang mühelos ins Haus, wo er zuerst auf Somkit stieß, die auf einem Sofa schlief. Da sie einen leichten Schlaf hatte, wachte sie allein durch Richards Präsenz und seine Bewegungen im Raum auf. Mit einem Satz war er bei ihr und presste seine Hand auf ihren Mund, während er ihr die Kaliber 25 Automatik an den Kopf hielt. Er befahl ihr, keinen Ton von sich zu geben, andernfalls werde er sie umbringen. Weinend nickte sie und Richard ging weiter, sah die schlafenden Kinder in ihren Betten und kam anschließend ins Elternschlafzimmer, wo er China Rong entdeckte. Ohne Umschweife ging er auf den schlafenden Mann zu, hielt ihm die Pistole etwa 3 Zentimeter entfernt vom linken Ohr an den Kopf und drückte ab. Die Kugel durchschlug China Rongs Hirn in einer Zickzacklinie und tötete ihn sofort. Anschließend warf Richard ein Laken über die Leiche und ging dann zurück zu Somkit, um sie zu vergewaltigen. Diese hatte in der Zwischenzeit ihren Diamantring abgenommen und im Sofa versteckt, was Richard sofort bemerkte. Er zog einen Handschuh aus und schlug ihr mit der flachen Hand ins Gesicht. Nachdem er sie weiter bedroht hatte, gab sie den Ring wieder heraus und er steckte ihn ein.
Dann zog er ihr das Nachthemd herunter und zerrte sie zunächst ins Badezimmer, wo er einen Föhn mitnahm und sich anschließend ein Messer aus der Küche holte. Dann schnitt er das Kabel vom Föhn und fesselte Somkid damit, bevor er sie wieder ins Schlafzimmer befehligte und sie auf dem Bett neben ihrem toten Ehemann vergewaltigte. Somkid hatte Todesangst, was ihn zusätzlich erregte. Als plötzlich ein Wecker im Zimmer ihres 8-jährigen Sohnes zu klingeln begann, ging Richard hinüber, um das Kind zu fesseln und mit einem Socken zu knebeln, bevor er das Haus nach weiteren Wertsachen auf den Kopf stellte. Als er zurück ins Schlafzimmer kam, zwang er Somkid zum Oralsex, vergewaltigte sie anal und verlangte mehr Wertsachen. Nachdem sie ihm zunächst nur eine Schatulle mit Modeschmuck gegeben hatte, wurde Richard wütend, zerrte sie an den Haaren durch das gesamte Haus, beschimpfte und bedrohte sie, verpasste ihr einige Ohrfeigen und trat auf sie ein. Schließlich gab Somkid ihr Versteck preis, das sich hinter einer Schublade in einem Briefumschlag befand. Dort hatte sie 2 Rubine, ein paar Diamanten und Diamantschmuck sowie einen wertvollen Ring versteckt. Ihr Bruder war Juwelier und sie hatte daher relativ einzigartige wertvolle Stücke. Nachdem Richard noch mehr verlangte und sie dazu brachte, auf Satan zu schwören, dass sie ihm alles gegeben habe, zog er sie zurück ins Schlafzimmer und vergewaltigte sie ein weiteres Mal. Dabei fiel Richard plötzlich ein, dass er einmal ein kleines Vermögen in Krügerrand-Goldmünzen im Kofferraum eines gestohlenen Wagens gefunden hatte und zerrte Somkid nach der 3. Vergewaltigung in die Garage, damit er ihr Auto durchsuchen konnte, wo er $15 Bargeld fand. Als er abermals noch mehr verlangte, gab Somkid ihr letztes Versteck preis. In einer blauen Jacke ihres Sohnes hatte sie eine Diamantbrosche versteckt. Nachdem sie erneut auf Satan schwören musste, dass nun wirklich nichts mehr von Wert im Haus war, lachte Richard auf, fesselte sie mit einem Gürtel, packte seine Beute in einen großen Koffer, den er im Haus gefunden hatte, und verschwand. Als Somkid schließlich sicher war, dass der Night Stalker verschwunden war, entfesselte sie sich, lief zu ihrem Sohn und versicherte sich, dass er unverletzt geblieben war, ging dann ins Schlafzimmer und hob das Laken an. Sie sah das Einschussloch im Kopf ihres geliebten Mannes und zitterte. Um vor den Kindern nicht die Fassung zu verlieren, nahm sie die beiden an die Hand und lief mit ihnen über die Straße zu einem Nachbarn, wo sie Sturm läutete. Als die Mordermittler des LAPD eintrafen, war Somkid bereits im Krankenhaus. Die beiden Detectives, die den Fall untersuchten, brachten ihn anfänglich nicht mit der Serie des Night Stalkers in Verbindung, hauptsächlich deshalb, weil er bisher noch nie so weit nördlich aufgetaucht war. Die Kriminaltechniker untersuchten eine Apfelsaftflasche, aus der der Killer während der Tat getrunken hatte. Darüber hinaus auch die Glastüren, den Föhn und das Küchenmesser, konnten jedoch keine Fingerabdrücke finden. Im Flur und im Garten wurde zwar tatsächlich der eigentlich bekannte Avia-Fußabdruck in der Größe 11,5 gefunden, trotzdem dachten die Ermittler in diesem Moment nicht an den Night Stalker. Am nächsten Tag, etwa um 14 Uhr, wurde Somkid aus dem Krankenhaus entlassen und konnte von den Detectives vernommen werden. Sie beschrieb den Täter als dunkelhäutigen Mann mit schlechten Zähnen, dunklen, leicht gewellten Haaren, zwischen 30 und 35 Jahren, etwa 75 Kilo schwer und um die 1,80 Meter groß. Ferner gab sie zu Protokoll, dass er sehr stark geschwitzt habe. Auch diese Beschreibung passte perfekt in das Raster, das intern zwischen den unterschiedlichen Polizeibehörden bezüglich des Stalkers ausgetauscht wurde. Dennoch wurde der Kavanaugh-Überfall auch weiterhin noch nicht mit dem Stalker assoziiert. Etwa zur gleichen Zeit, als Somkid aus dem Krankenhaus kam, erwachte Richard in Downtown LA in einem heruntergekommenen Zimmer des Cecil Hotels, stand auf und ging nach nebenan zu Margaritas, um zu frühstücken. Anschließend ging er in einen nahegelegenen Pornoladen, um sich Bondage-Magazine anzuschauen. Dabei dachte er sich, dass es nur eine Frage der Zeit sein könne, bis er genug Geld erbeutet haben würde, um sich endlich sein Folterhaus leisten zu können. Mit den Gedanken noch bei all den Dingen, die er in seinem Folterhaus anstellen würde, ging Richard hinüber zum Busterminal und hing eine Weile mit einigen anderen Einbrechern herum, vor denen er mit seiner Beute aus dem Covenant-Überfall angab. Danach kaufte er ein paar Gramm Gras und rauchte einen Joint, während er ins Cameo Theater ging, um sich einen Porno anzuschauen. Richard war immer noch sicher, dass er bei keinem seiner Morde bisher irgendwelche Spuren hinterlassen hatte. Auf der anderen Seite war ihm jedoch auch klar, dass die überlebenden Frauen ihn und auch seine Stimme vermutlich beschreiben konnten. Trotzdem war er sich sicher, dass die Polizei ihn niemals finden würde, solange er keine Fingerabdrücke am Tatort hinterließ. Und während Richard im Pornokino saß und über seine Taten nachdachte, überlegte er sich, dass er niemals zulassen würde, dass man ihn lebendig fing. Er war sich absolut sicher, dass er, wenn er sterben würde, in die Hölle kommen und dort für seine Taten Anerkennung und Wertschätzung erhalten würde.
Nachdem er zu den Filmen auf der Leinwand und vor allem zu den Gedanken an die Vergewaltigung von Somkid onaniert hatte, verließ er das Pornokino und ging hinüber in die Yihai-Poolhalle, um ein paar Runden Billard zu spielen. Dabei nahm er zufrieden zur Kenntnis, dass trotz der Phantombilder in der Zeitung niemand auf ihn zeigte, niemand Angst zu haben schien und offenbar kein einziger Mensch wusste, wer er wirklich war. Nachdem er genug von der Billardhalle hatte, ging er zu seinem Hehler und verkaufte einige Stücke aus dem Cavanaugh-Überfall. Auch heute sagte der Hehler kein Wort darüber, dass Richard vermutlich der Night Stalker sei. Doch er überlegte sich mittlerweile immer öfter, wie er den Kerl an die Polizei ausliefern könne, ohne selbst Probleme zu bekommen. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Hehler noch die meisten angekauften Dinge von Richard in seinem Besitz, denn Hehlerware musste langsam und unauffällig und mit großem zeitlichen Abstand zu den Einbrüchen verkauft werden. Nachdem er das Haus des Hehlers verlassen hatte, kaufte Richard eine Abendzeitung und las mit Genuss die Berichte über seine neuesten Morde. Weder die Polizei in Glendale noch das LAPD hatten bezüglich des Cavanaugh-Überfalls das Sheriff's Office kontaktiert. Und so erfuhren die leitenden Ermittler Frank Salerno und Jill Carrillo erst am 21. Juli durch einen Mitarbeiter der Gerichtsmedizin von dem Überfall, der die Verbindung zu den Nightstalker-Morden herstellte. Schon während der Ermittlungen im Rahmen der Hillside-Strangler-Morde hatte Frank Salerno mit der Polizei von Glendale zu tun gehabt und sie bereits damals als unkooperativ erlebt, da sie keine Informationen teilten. Unterdessen erstellte Somkid gemeinsam mit einem Phantombildzeichner des LAPD ein neues Phantombild des Nightstalkers, das sofort an sämtliche Polizeibehörden in Los Angeles County sowie an die Presse weitergegeben wurde. Gleichzeitig wurde die Belohnung für Hinweise zur Ergreifung des Nightstalkers auf $80,000 festgelegt. Jetzt, nach den Niding- und Cavanaugh-Überfällen, zierten Schlagzeilen über den Nightstalker jede Titelseite auf nahezu jeder Zeitung in Kalifornien und er war das Thema Nummer 1 im Fernsehen und Radio. Eine ohnehin angespannte Stimmung in der Bevölkerung wich nun zunehmender Panik. Die bereits hohen Verkaufszahlen für Waffen stiegen weiter auf ein Rekordhoch und Wachhunde waren überhaupt nicht mehr zu bekommen, sodass Tiere aus anderen Bundesstaaten angefordert werden mussten, um der hohen Nachfrage gerecht werden zu können. In den einzelnen Communities in LA County formierten sich bewaffnete Bürgerwehren, die jede Nacht bis zum Morgengrauen auf den Straßen patrouillierten und der öffentliche Druck auf die Ermittler wuchs von Tag zu Tag weiter an. Mittlerweile hatten Frank Salerno und Jill Carrillo die Bestätigung der ballistischen Experten des Sheriff's Office erhalten, dass die Waffe, die bei den Niding-Überfällen benutzt worden war, mit der übereinstimmte, mit der Veronica Yu und Dale Okazaki erschossen worden waren. Direkt im Anschluss an dieses Meeting fand ein weiteres statt, bei dem Salerno die anderen Mitglieder der Taskforce dazu aufforderte, jedem der mittlerweile tausenden Hinweise die Aufmerksamkeit zu widmen, als sei es der entscheidende Hinweis auf den Nightstalker. Parallel dazu wurde die Behavioral Science Unit des FBI hinzugezogen, die seit ihrer Gründung 1978 bereits 51 Studien zu Serienmördern durchgeführt hatte und weltweit führend in diesem Bereich der Verhaltensforschung war. Die Agents des FBI wurden mit allen relevanten Informationen versorgt, insbesondere mit den Abdrücken der Avia-Schuhe, Fotos der Tatorte und den Autopsieberichten. Nach ersten Prüfungen stellte sich heraus, dass das FBI den Pentagrammen keine besondere Wichtigkeit beimaß. In einer ersten Rückmeldung verdeutlichten die Agents, dass ihr gesamtes Wissen zu Serienmördern auf der Grundlage von vorangegangenen Taten basierte und man es hier definitiv mit einem Fall zu tun hatte, den es in dieser Form noch nicht gegeben hatte. Das FBI sicherte den Ermittlern des LA County Sheriff's Office dennoch zu, ein Profil zu erstellen, beschrieb die allgemeinen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben könnten, allerdings als mehr oder weniger limitiert. Kurze Zeit später saß Richard wieder einmal in einem gestohlenen Toyota, den er auf einem Parkplatz in Burbank entwendet hatte, und fuhr auf dem Freeway Richtung Norden. Da ihm klar war, dass die Gegenden, in denen er bisher gemordet hatte, zu gefährlich für ihn geworden waren, plante er, heute Nacht an einen Ort zu fahren, an dem sie ihn am wenigsten erwarten würden. Seine Fahrt endete schließlich in Northridge, etwa 40 Kilometer von Downtown LA entfernt, wo er den Toyota an der Acre Street abstellte. Noch im Wagen sitzend, entlud er die Munition seiner Pistole, küsste jede einzelne Kugel und steckte sie wieder in das Magazin. Dann stieg er aus, schloss leise die Tür und ging langsam die Straße entlang, während er die Häuser, an denen er vorbeikam, mit prüfendem Blick musterte. Als er an dem bescheidenen, aber gut gepflegten Haus von Virginia und Chris Peterson vorbeikam, entschied er sich dafür und ging fast so, als ob er hier wohne, durch den Halbschatten der Orangenbäume im Vorgarten bis zur Haustür, die jedoch verschlossen war, ebenso die Fenster. Die rückwärtige Glasschiebetüren zum Garten waren allerdings unverschlossen
und Richard betrat das Haus mit gezogener Pistole und lauschte. Nachdem er mit der Stille im Haus zufrieden war, ging er direkt zum Schlafzimmer, wo der 38-jährige Chris und seine 27-jährige Frau Virginia schliefen. Als er die Waffe durchlud, erwachte Virginia durch das metallische Klicken und fuhr hoch. Aufgebracht fragte sie, wer zum Teufel er sei und was er hier wolle. Richard antwortete, »Halt dein Maul!« näherte sich mit gezogener Waffe dem Bett, zielte und schoss Virginia ins Gesicht. Die Kugel schlug links ihrer Nase unter dem Auge ein und Virginia fühlte sich, als hätte sie einen Schlag auf den Kopf bekommen. Sie fiel zurück ins Bett und ihr Gesicht fühlte sich merkwürdig taub an. Sie sagte zu Chris, dass sie glaube, der Kerl habe sie mit einer Betäubungspistole getroffen. Als sie sich zu ihrem Mann umdrehte, sah dieser das Einschussloch. Noch bevor Chris reagieren konnte, schoss Richard ihm linksseitig in die Schläfe, sodass er ebenfalls wieder ins Bett zurückfiel. Beide hörten den Night Stalker lachen. Anschließend feuerte er ein weiteres Mal auf Virginia, verfehlte sie aber. In diesem Moment begann das fünfjährige Kind der Petersons zu schreien, was Chris letzte Reserven mobilisierte. Er wusste, dass er das Einzige war, was zwischen diesem Kerl mit der Waffe, der wahrscheinlich der Night Stalker war, und seiner Familie stand, und ging auf den Eindringling los. Richard schoss zwei weitere Male und verfehlte sein Ziel mit beiden Schüssen, sodass Chris nah genug herangekommen war und nun versuchte, ihn zu Boden zu ringen. Die Pistole war mittlerweile leer. Richard warf Chris über seine Schulter und rannte dann zur Hintertür, durch die er gekommen war. Chris verfolgte ihn bis zur Tür, blieb dann aber stehen und schrie nach Hilfe. Richard, der mittlerweile das Auto erreicht hatte, wollte eigentlich nur nachladen und die Sache dann zu Ende bringen, doch entschied sich um, da die Polizei innerhalb weniger Minuten hier sein würde. Statt noch einmal mit geladener Waffe zurückzugehen, sprang er ins Auto und fuhr auf den Freeway und auf direktem Wege zurück nach Downtown LA, wo er sich sicher fühlte. Trotz der Schusswunde in ihrem Gesicht schaffte es Virginia wie durch ein Wunder aufzustehen und zu den Nachbarn zu laufen, wo sie nach Hilfe schrie. Mittlerweile blutete die Wunde jedoch so stark, dass Chris entschied, sie und ihr Kind sofort selbst ins nächste Krankenhaus zu fahren, wo sie sofort behandelt wurden. Später stellte sich heraus, dass die Munition, die der Night Stalker bei diesem Überfall verwendet hatte, alt war und das Schießpulver bereits das meiste seiner Kraft verloren hatte. Die Kugel, die Chris an der Schläfe traf, hatte nicht mehr die Durchschlagskraft gehabt, seinen Schädelknochen zu durchdringen. Bei Virginia war die Kugel allerdings durch den Gaumen geschlagen und durch den Hals wieder ausgetreten, wobei sie das Gehirn glücklicherweise komplett verfehlt hatte. Auch dieser Überfall wurde initial von Detectives des LAPD bearbeitet, die die Informationen diesmal jedoch direkt an die LAPD Night Stalker Sonderkommission weiterleiteten, die im engen Austausch mit dem LA County Sheriff's Office stand. Bei der Befragung der Zeugen stellte sich heraus, dass Chris trotz der Kampfsituation nie einen klaren Blick auf den Angreifer gehabt hatte. Die Beschreibung von Virginia allerdings sorgte dafür, dass der Fall komplett in die Ermittlungen der Stalker Task Force aufgenommen wurde. Allerdings gab es bei diesem Überfall keinen Mord, kein Durchwühlen des Hauses und keine Avia-Fußabdrücke, sodass die Sonderkommission nicht ganz sicher war, ob der Fall zu ihrem Zuständigkeitsbereich gehörte oder nicht. Auf der anderen Seite war die Wortwahl des Angreifers mit den anderen Fällen identisch und auch dieser Täter war komplett schwarz gekleidet und hatte die gleiche Körpergröße wie der Night Stalker. Am nächsten Morgen berief Frank Salerno ein Treffen sämtlicher Polizeibehörden ein, die mit dem Night Stalker zu tun hatten. Darunter das LAPD, das LA County Sheriff's Office sowie die Polizei von Montebello, Monterey Park, West Covina, Monrovia, Arcadia, Glendale, Burbank und Sierra Madre und Vertreter des FBIs, insgesamt 50 Personen. Das Treffen fand in der Polizeiakademie des LAPD statt. Gil Carrillo nutzte die Gelegenheit, um den Anwesenden noch einmal klarzumachen, dass der Night Stalker wusste, dass es in LA County viele unterschiedliche Polizeibehörden gab und dass er diese Tatsache bewusst zu seinem Vorteil ausnutzte. Wenn die Behörden also nicht endlich komplett offen untereinander Informationen austauschten, würde das Morden auf unbestimmte Zeit weitergehen. Noch während des Treffens kam die Meldung des Peterson-Überfalls herein und Carrillo machte sich unverzüglich auf den Weg nach Northridge, um sich den Tatort selbst anzuschauen. Während er auf dem Weg war, endete das Treffen der anderen Teilnehmer damit, dass jeder das Versprechen abgab, ab jetzt bestmöglich zu kooperieren und die Informationen sofort weiterzuleiten. Als die Presse Wind von dem Peterson-Überfall bekam, drängten die Reporter auf ein Statement der beiden leitenden Ermittler. Frank Salerno entschied sich dafür, seine Gedanken über den Night Stalker öffentlich zu machen, um ihn zu einem Dialog zu verführen, der ihn möglicherweise leichtsinnig machen könnte. Er sagte, bei diesem Überfall hat der Night Stalker sein wahres Gesicht gezeigt, was im Hinblick auf seine schnelle Flucht im Klartext hieß, dass er ein Feigling war. Am folgenden Tag wurde in allen Zeitungen in LA von dem Peterson-Überfall und von Franks Worten dazu berichtet. Als Richard las, was Salerno über ihn gesagt hatte, wurde er wütend.
Aus seiner Sicht war es nicht feige, sondern mutig, nachts in fremde Häuser einzubrechen, ohne zu wissen, was einen darin erwartete. Außerdem war es für ihn fast noch mutiger, sich mit der Polizei anzulegen, die ihn sofort töten würde, wenn sie die Chance dazu hätte. Und wie er so darüber nachdachte, entschied er, er müsse sich besser auf ein etwaiges Feuergefecht mit der Polizei vorbereiten. Mit seiner aktuellen Bewaffnung wäre er selbst gegen die 9mm Pistolen und Schrotflinten einer normalen Streifenwagenbesatzung klar unterlegen. Von einem Schwarzmarkthändler, den er vom Busterminal kannte, kaufte er eine Uzi-Maschinenpistole, die bis zu 30 Schuss pro Sekunde feuern konnte. Dazu kaufte er sich drei 30-Schuss-Magazine, von denen er zwei Ende zu Ende mit Klebeband zusammenklebte, sodass er bei Bedarf schneller nachladen konnte. Dazu trug er jetzt eine Kaliber 38-Pistole und die Kaliber 25-Automatik. Am 8. August stahl er ein weiteres Auto und fuhr damit auf dem Freeway fast 65 Kilometer Richtung Osten bis in das kleine Städtchen Diamond Bar, das mit seinen idyllischen Parks und von Nussbäumen und Pinien gesäumten Straßen geradezu das Ideal einer kalifornischen Kleinstadt repräsentierte. An der Pine Hill Lane ließ er den Wagen stehen und machte sich mit den beiden Pistolen in seinem Gürtel und der Maschinenpistole in einem Rucksack auf den Weg, um ein passendes Haus zu finden. Den Polizeifunkempfänger hatte er in dieser Nacht nicht dabei. Etwa gegen 2.30 Uhr hielt er vor dem Haus von Sakina und Elias Aberwath und befand, dass es für ihn geeignet sei. Es war, gemessen am Standard in Diamond Bar, ein eher bescheidenes, aber schönes Anwesen mit einer großen Pinie im Vorgarten und einer Garage an der rechten Seite des Wohnhauses. Sakina und Elias hatten zwei Söhne, der ältere war zu diesem Zeitpunkt 3 Jahre alt, der jüngere gerade erst 10 Wochen. Auch hier gelang es Richard einfach, die rückwärtige Glastür aufzuschieben, die ins Wohnzimmer führte. Im Wohnzimmer war das Licht an, doch das störte ihn nicht. Nachdem er sich versichert hatte, dass die Bewohner schliefen, betrat er das Schlafzimmer, wo die Eltern im Ehebett und der 10 Wochen alte Säugling in einem Kinderbettchen daneben lagen. Plötzlich und ohne besonderen Grund änderte Richard seine Vorgehensweise und verließ das Haus, stieg in den Wagen und parkte ihn dreisterweise direkt in der Einfahrt der Familie, sodass er bei Bedarf schneller fliehen konnte und das Fahrzeug weniger verdächtigt wirkte als sonst. Durch die offene Glastür schlich er sich erneut ins Haus, lief mit schnellen Schritten ins Schlafzimmer und schoss Elias ohne zu zögern mit der Kaliber 25 aus kurzer Distanz in den Kopf. Dann sprang er über den leblosen Körper auf Sakina und schlug ihr mit den Fäusten ins Gesicht und in den Magen. Anschließend fesselte er sie mit ein paar Handschellen und drohte ihr, er werde sie und ihre Kinder hier und jetzt töten, wenn sie schreien sollte. Dann band er ihr mit einem T-Shirt die Augen zu und drückte ihr es dabei in den Mund, um sie zu knebeln. Als Sakina beinahe erstickte, biss sie auf das T-Shirt, damit er es nicht weiter in ihren Rachen drücken konnte, woraufhin er ihr ein weiteres Mal ins Gesicht schlug. Mit einer Bluse fesselte er ihre Beine und schlug ihr 4 weitere Male so stark seitlich gegen den Kopf, dass sie beinahe das Bewusstsein verlor. Dann trat er sie so brutal, dass sie vom Bett geschleudert wurde und am Boden liegen blieb. Sein nächstes Ziel waren die Telefone im Haus, die er zerstörte und aus der Wand riss. Als Richard zurückkam und von Sakina die Herausgabe von Schmuck und Wertsachen forderte, blutete ihr Mund so stark, dass sie nicht antworten konnte, woraufhin er weiter auf sie einschlug. Schließlich deutete Sakina mit ihrem Kopf zum Schrank, wo in einem Koffer am Boden Goldschmuck, Ringe und kleine Goldbarren versteckt waren. Doch im Schrank befanden sich mehrere Koffer und Richard fand nicht auf Anhieb den richtigen, was ihn wütend machte, sodass er erneut auf Sakina eintrat. Als er die Wertsachen schließlich gefunden und mit Bargeld aus den Brieftaschen eingesteckt hatte, zerrte er Sakina an den Haaren zurück ins Schlafzimmer, wo er sie zu Oralsex zwang und sie anschließend vaginal und anal vergewaltigte. Währenddessen wachte ihr 3-jähriger Sohn auf und Richard befahl ihr, das Kind zu beruhigen oder er werde es töten. Bevor er sie dazu entfesselte, musste Sakina auf Satan schwören, dass sie nicht schreien werde und schließlich ließ er sie das Kind trösten. Als der Junge wieder eingeschlafen war, fuhr Richard damit fort, sie zu vergewaltigen und trank dabei sogar Milch aus ihren Brüsten. Noch während der Vergewaltigung sagten ihm seine Sinne, dass etwas nicht in Ordnung war und er zog die 38er. In diesem Moment öffnete sich die Tür und Sakinas 3-jähriger Sohn kam zurück ins Zimmer. Er sagte, Daddy wacht nicht auf. Richard schnappte sich das Kind, stülpte ihm einen Kissenbezug über den Kopf und fesselte es. Als Sakina einschreiten wollte, schlug er sie erneut mit der Faust und vergewaltigte sie dann einfach weiter. Als er fertig war, ließ er sie zu ihrem Kind, ging in die Küche und aß eine Honigmelone, die er im Kühlschrank fand. Die Kerne spuckte er einfach auf den Boden. Als er wieder ins Zimmer kam, verlangte er weitere Wertsachen, die ihm Sakina nicht geben konnte, da sie in einem Bankschließfach waren. Bei diesem Gespräch
wollte Sekina wissen, wie es ihrem Mann im anderen Zimmer gehe, und Richard behauptete, er habe Elias nur bewusstlos geschlagen und er würde schon wieder werden. Noch während dem Gespräch hatte Richard wieder das ungute Gefühl, dass etwas nicht stimmen würde, und spähte durch das Fenster auf die Straße, wo langsam ein Streifenwagen den Block entlang gefahren kam. Richard schlussfolgerte, dass jemand den Schuss gehört haben könnte, mit dem er Elias getötet hatte, und daraufhin die Polizei verständigt haben könnte. Als der Streifenwagen am Haus ankam, bereitete sich Richard auf ein Feuergefecht vor. Er knebelte Sakina und platzierte die 38er und ein Ersatzmagazin für die Maschinenpistole an der Hintertür. In Deckung eines Fensters in Straßenrichtung bereitete er sich darauf vor, sofort das Feuer mit der Maschinenpistole zu eröffnen, sobald der Polizist aufstieg und auf das Haus zukam. Doch nichts davon passierte. Richard beobachtete schweißgebadet und mit rasendem Puls, wie der Streifenwagen am Haus vorbeifuhr und schließlich am Ende des Blocks abbog. 5 Minuten später, als er sich sicher war, dass die Polizei das Haus nicht stürmen würde und ihn vermutlich nicht einmal bemerkt hatte, kehrte er zu Sekina zurück, entfernte den Knebel und verlangte abermals mehr Wertsachen. Sie schwor erneut auf Satan, dass sie ihm alles gegeben hatte, doch Richard zerrte sie in die Garage, um dort den Kofferraum ihres Autos zu durchsuchen. Anschließend brachte er sie zurück ins Haus und vergewaltigte sie ein weiteres Mal. Als er fertig war, flehte Sekina ihn an, sie zu verschonen und auch Elias nicht zu ermorden. Richard versicherte ihr abermals, dass ihrem Mann nichts Schlimmes passiert sei und er ihn nur bewusstlos geschlagen hatte. Während er Sekina so eiskalt ins Gesicht log, fühlte er das erste Mal während seiner grausamen Mordserie so etwas wie Schuld. Doch das Gefühl verflüchtigte sich relativ schnell wieder. Schließlich ging er endlich. Er stopfte seine Beute auch dieses Mal in einen Kopfkissenbezug und fesselte Sekina mit den Handschellen an den Türgriff des Schlafzimmers. Als er endlich weg war, versuchte Sekina vergeblich, ihren Mann durch Rufe zu erwecken. Als sie es auch nach wiederholten Versuchen nicht schaffte, überredete sie ihren 3-jährigen Sohn Amar, der völlig verängstigt war, dazu, zu den Nachbarn hinüberzulaufen und versprach ihm, sie würden ihm bestimmt Eis und Süßigkeiten geben, wenn er nur hingehen würde. Tatsächlich klingelte der kleine Junge um 3.43 Uhr bei den Nachbarn Bob und Roswitha Wilson, die relativ schnell erkannten, dass etwas nicht stimmte. Amar hatte offensichtlich Angst und um einen seiner Arme war der Gürtel eines Bademantels geknotet. Als der 3-Jährige außerdem sagte, sein Vater wache nicht auf, eilten Bob und seine Frau sofort hinüber, fanden Sakina nackt an den Türgriff gekettet und verständigten sofort den Notruf. Um 4.07 Uhr erschienen 2 Deputies des LA County Sheriff's Office, die im weiteren Verlauf der Ermittlungen die Detectives der Sonderkommission einschalteten. Die Übereinstimmungen zu den anderen Nightstalker-Morden waren deutlich sichtbar. Bereits die Art und Weise der Vergewaltigung wäre Grund genug gewesen, den Nightstalker als Täter zu vermuten. Hinzu kam die Beschreibung, die Sakina den Polizisten geben konnte, die Tatsache, dass er ganz in Schwarz gekleidet war, die Zerstörung der Telefone und die Art und Weise, wie das Haus durchwühlt worden war. Auf dem Küchenfußboden fanden die Ermittler einen wichtigen Hinweis. Die dort gefundenen Fußabdrücke stammten diesmal nicht von den Aviaturnschuhen, doch die Größe war ebenfalls 11,5, was darauf hindeutete, dass der Stalker möglicherweise neue Schuhe hatte. Im weiteren Verlauf fanden sich noch mehr Übereinstimmungen im gesamten Vorgehen, wie zum Beispiel, dass der Täter Elias genau in die gleiche Stelle am Kopf geschossen hatte, wie kurz zuvor bei Shineron Cavanaugh. Um 6.10 Uhr erhielten Frank Salerno und Jill Carrillo einen Anruf von der San Bernardino Police, die einen Verdächtigen verhaftet hatte, der exakt wie die Phantombilder des Nightstalkers aussah. Der Mann war verhaftet worden, als er gerade einen Pornoladen verlassen hatte. Die beiden Ermittlungsleiter entschieden sofort, dass sie sich die Person vor Ort anschauen mussten und fuhren zum San Bernardino County Jail, wo sie den Mann in Augenschein nahmen. Der Verdächtige sah tatsächlich exakt so aus wie das Phantombild, war allerdings gepflegt und sauber, hatte gute Zähne und auch die Schuhgröße passte nicht überein. Noch am selben Morgen erfuhren Salerno und Carrillo, dass Sheriff Block gegen 12 Uhr mittags eine große Pressekonferenz abhalten würde. Während dieser Pressekonferenz gab der Sheriff zum ersten Mal offiziell bekannt, dass ein Serienmörder in Los Angeles County unterwegs war und gab weitere Details zu dem Fall bekannt. Sheriff Block führte unter anderem aus, dass der Täter zottelige Haare und schlechte Zähne hatte und mit 14 Überfällen in LA County in Verbindung gebracht werden konnte, bei denen er seine Opfer zum Teil brutal ermordet, vergewaltigt und ausgeraubt hatte. Er versicherte der Öffentlichkeit, dass alles Menschenmögliche getan wurde, um den Täter zu fassen. Am nächsten Tag berichteten alle Zeitungen von den neuesten Überfällen und der Pressekonferenz des Sheriff's Office. Als die Bevölkerung von dem neuesten Mord in Diamond Bar erfuhr, wurde sie noch verängstigter und panischer.
Diamond Bar war weiter von Los Angeles entfernt als alle anderen Tatorte zuvor, was den möglichen Aktionsradius des Täters noch einmal deutlich vergrößerte. Die Menschen im gesamten County hatten das Gefühl, jederzeit die Nächsten sein zu können. Noch am selben Morgen wurde ein Treffen der gesamten Night Stalker Task Force einberufen. Der Fall hatte nun auch aufgrund der Pressekonferenz Top-Priorität. Frank Salerno erläuterte die Zusammenhänge zwischen den bisherigen Stalker-Morden und dem Überfall in Diamond Bar und koordinierte die nächsten Schritte. Mittlerweile fluteten täglich hunderte Hinweise in das Sheriff's Office, die jeweils aufgenommen, kategorisiert, bearbeitet und überprüft werden mussten, sodass jeder zu jedem Zeitpunkt auf dem aktuellen Stand der Ermittlungen sein konnte. Salerno gab die Anweisung, dass das neueste Phantombild und eine Kopie der Röntgenbilder aus Dr. Leongs damaliger Behandlung des Verdächtigen an 5000 Zahnärzte verschickt werden sollten. Zeitgleich entschied der Chefredakteur der Los Angeles Times, eine Cover-Story über Frank Salerno zu bringen, den die Zeitung für einen außergewöhnlichen Ermittler und extrem spannenden Charakter hielt. Die Journalisten kontaktierten das Sheriff's Office, das die Story absegnete, weil man glaubte, die Öffentlichkeit zumindest ein wenig beruhigen zu können, indem bekannt wurde, dass ein wirklich guter Polizist die Sonderkommission leitete. In dem Artikel wurde Frank genau so dargestellt, ein guter Polizist, der unermüdlich am Nightstalker-Fall arbeitete. Er erklärte, wie all die Hinweise aus der Bevölkerung bearbeitet und mit Querverweisen versehen wurden, sodass sämtliche Polizeibehörden in LA County Zugriff auf die Informationen hatten. Außerdem beschrieb Frank in dem Artikel, wie anders der Night Stalker im Vergleich zu anderen Serienmördern war. Er ist ein komplexes Individuum, zumindest im Hinblick darauf, wenn man ein psychologisches Profil zu erstellen versucht, und die entsprechenden Experten sind langsam am Ende mit ihrem Latein. Aber es bleibt uns auch noch eine ganze Menge guter alter Polizeiarbeit, indem wir an Türen klopfen und mit vielen Leuten sprechen. Wir werden ihn bald haben. Als der Artikel über Frank Salerno am 14. August mit der Schlagzeile »Mordermittler ist der perfekte Mann für den Job« auf der Titelseite der Los Angeles Times erschien, kaufte Richard sofort ein Exemplar und las den Artikel mit großem Interesse. Er war sehr zufrieden, dass ein gestandener Mordermittler wie Salerno ihn jagte. Dadurch hatte er das Gefühl, wichtig zu sein, und das wiederum schmeichelte seinem fragilen Ego. Kurz darauf begann Richard jedoch, sich Gedanken darüber zu machen, ob er in Los Angeles bleiben sollte. Sein Instinkt sagte ihm, dass es langsam aber sicher zu gefährlich für ihn wurde. Die Panik in Südkalifornien hatte ihren Höhepunkt erreicht und selbst am Greyhound Terminal fingen manche Leute schon an, ihn länger als normal anzuschauen und Fragen zu stellen. Eine dieser Personen war Jesse Perez. Der 62-Jährige war eigentlich ein typischer Kleinkrimineller, hatte jedoch bereits auch einmal wegen Mordes in Texas im Gefängnis gesessen. Perez war sich mittlerweile sicher, dass der Kerl am Busterminal, den er als Rick kannte, der Night Stalker war. Die Beschreibung und insbesondere die der Szene passte einfach zu genau. Er hätte diesen Kerl nur zu gern bei der Polizei gemeldet, um die Belohnung von $80,000 einzustreichen. Doch er überlegte sich, dass es besser wäre, wenn nicht er selbst, sondern seine Tochter die Sache meldete, da sie für das Los Angeles Marshals Office arbeitete und somit vertrauenswürdiger war als er. Noch bevor es soweit kommen konnte, stahl Richard ein weiteres Auto, diesmal ein Mercedes, und fuhr ins über 600 Kilometer entfernte San Francisco. Hier, in San Francisco, so dachte sich Richard, sei es wesentlich einfacher, unerkannt zu bleiben und weiter in Häuser einzubrechen, da die Menschen nicht dermaßen vorsichtig und alarmiert waren wie in Los Angeles. Mit den Einbrüchen, Vergewaltigungen und Morden aufzuhören, war für ihn mittlerweile überhaupt keine Option mehr. Er würde entweder ewig so weitermachen oder bei einer Schießerei mit der Polizei umkommen. Am späten Nachmittag an diesem Tag checkte er im Bristol Hotel im Raum 315 auf der Mason Street ein, die zum Tenderloin District gehörte. Der Tenderloin District war quasi das Gegenstück zu Downtown LA. Es gab Pornoläden, billige Hotels, versiffte Bars, Billardhallen und die Straßen waren gesäumt mit Cracksüchtigen, Junkies, Alkoholikern und heruntergekommenen Prostituierten. Nachdem Richard sein Zimmer bezogen hatte, ging er hinüber zu einem Pornoladen auf der Mason Street, wo man in kleinen Kabinen für ein $0,25 4 Minuten Pornovideos schauen konnte. Als er dort fertig war, kaufte er sich auf der Mason Street ein paar Gramm Gras, rauchte einen Joint und fuhr nach Chinatown, wo er einer kleinen asiatischen, circa 65-jährigen Frau folgte. Schließlich betrat sie ein Gebäude, in das er ihr ebenfalls nachging. Als sie in der Eingangshalle von seinem plötzlichen Auftauchen erschrak, schlug er sie zu Boden und prügelte dann so lange auf die wehrlose Frau ein, bis sie reglos in ihrem Blut liegen blieb. Nach wenigen Sekunden war alles vorbei. Als er daraufhin einfach wieder auf die Straße ging, als sei nichts passiert, fühlte er sich stark, mächtig und lebendig. Noch in derselben Nacht brach er in ein Haus im Marina District ein, traf dort allerdings auf keine Bewohner.
Er stahl einige Schmuckstücke und einen Videorekorder und fuhr damit zurück ins Bristol Hotel. Am 18. August ging Richard erneut in San Francisco auf die Jagd. Er fand sich in einer ruhigen Straße vor einem zweistöckigen gelben Haus wieder, in dem die 62-jährige Barbara Penn mit ihrem Mann Peter lebte. Beide stammten ursprünglich aus Hongkong, lebten aber bereits seit 1969 in Nordkalifornien. Richard parkte den gestohlenen Mercedes, den er immer noch fuhr, gegen 2 Uhr in der Nähe des Hauses und drang durch ein unverschlossenes Fenster ein. Im oberen Stockwerk fand er Peter und Barbara tief schlafend in ihrem Bett. Er näherte sich leise, drückte die Kaliber 25 Automatik an Peters rechte Schläfe und drückte ab, wobei er sein wehrloses Opfer augenblicklich tötete. Dann schlug er auf Barbara ein und versuchte sie zu vergewaltigen, doch sie leistete Widerstand. Als es ihm zu viel wurde, schoss Richard ihr einfach ins Gesicht und durchwühlte anschließend das gesamte Haus nach Wertgegenständen. Nach diesen beiden Morden fühlte er sich wie der Herr über Leben und Tod, möglicherweise deshalb, weil er mit beiden Opfern kurzen Prozess gemacht hatte. Mit dem Gefühl von Allmacht in der Brust wurde er wagemutiger und herausfordernder, sodass er einen von Barbaras Lippenstiften nahm, um eine Nachricht zu hinterlassen. An die Wand im Schlafzimmer schmierte er den Schriftzug Jack the Knife und zeichnete ein Pentagramm daneben. Anschließend nahm er die Wertsachen wie üblich in einem Kissenbezug mit und fuhr zurück in den Tenderloin District. Von der Gewalt aufgegeilt, suchte er nach einer Prostituierten und fand schließlich eine dünne, abgemagerte Nutte mit großen traurigen Augen und einer gebrochenen Nase, die er im Auto mitnahm. Dann brachte er sie in sein Zimmer im Bristol Hotel und zahlte ihr $10, um Sex mit ihren Füßen haben zu dürfen. Als er damit fertig und sie gegangen war, legte er sich schlafen. Am nächsten Morgen um 10.30 Uhr wurden Peter und Barbara von ihrem 30-jährigen Sohn David gefunden, der sofort die Polizei verständigte. Während Peter sofort verstorben war, hatte Barbara gerade noch überlebt. 600 Kilometer weiter südlich, im LA County Sheriff's Office, erfuhren Frank Salerno und Jill Carrillo ebenfalls noch an diesem Vormittag von dem Mord in San Francisco. Ein Detective aus Glendale hatte auf dem Weg zur Arbeit zufällig über einen CB-Funkkanal mitbekommen, was passiert war, und informierte umgehend die Sonderkommission. Als Salerno mit den Detectives aus San Francisco telefonierte, erfuhr er von dem typischen Einbruch durch ein offenes Fenster, dem Schuss in die Schläfe mit einer Kaliber-25-Pistole, der versuchten Vergewaltigung, dem Schriftzug an der Wand und dem Pentagramm. In diesem Moment bestätigte sich die Vermutung, die Salerno zuvor einmal geäußert hatte. Sollte der Night Stalker irgendwann sein Jagdrevier ändern, würde man es anhand seines Vorgehens, der Häufigkeit und der Brutalität der Taten sofort merken. Noch am selben Nachmittag flogen Frank Salerno und Jill Carrillo gemeinsam mit den leitenden Ermittler der LAPD-Sonderkommission Paul Tippin und Leroy Orozco nach San Francisco, um den Tatort der Penn-Überfälle in Augenschein zu nehmen. Anschließend besprachen sie sich mit den Ermittlern der San Francisco Night Stalker Task Force und eröffneten ihnen alle Spuren, die sie aktuell hatten. Das Treffen endete mit dem Versprechen, dass sich LA und San Francisco gegenseitig auf dem Laufenden halten wollten und sämtliche neuen Informationen über den Stalker miteinander teilen würden. Noch während Salerno, Carrillo, Tippin und Orozco auf dem Rückflug nach LA waren, verbreiteten sich die internen Informationen in der Befehlskette weiter nach oben, bis sie schließlich Dianne Feinstein erreichten, die zum damaligen Zeitpunkt die Bürgermeisterin von San Francisco war. Feinstein ordnete sofort eine Pressekonferenz im Rathaus an, stellte sich plakativ ans Rednerpult und breitete in aller Öffentlichkeit die Übereinstimmungen zwischen den Morden in Los Angeles und denen in San Francisco aus. Dabei fokussierte sie sich insbesondere auf die Aviaturnschuhe und die Übereinstimmungen der ballistischen Untersuchungen. Nicht in der Lage zu begreifen, welchen Schaden sie den Ermittlungen damit zugefügt hatte, versprach sie der Bevölkerung, dass man alles tun werde, um den Night Stalker zu fassen, und erhöhte die Belohnung für Hinweise um weitere $10.000. Salerno und Carrillo verfolgten die Pressekonferenz auf einem Fernseher und wurden bleich vor Wut. Mit dem Ausplaudern dieser Informationen hatte die Bürgermeisterin dem Stalker die Möglichkeit gegeben, sowohl die Schuhe als auch die Waffen loszuwerden und damit extrem wichtige Beweismittel zu vernichten. Die Pressekonferenz der Bürgermeisterin von San Francisco zog weitere Konsequenzen nach sich. Sowohl Sheriff Block als auch der Captain des LAPD reichten Beschwerden ein und äußerten sich öffentlich, indem sie klarstellten, dass das Ausplaudern polizeiinterner Informationen die gesamte Bevölkerung in Gefahr brachte und die Ermittlungen schädigte. Salerno und Carrillo waren von der öffentlichen Stellungnahme der Verantwortlichen aus Los Angeles oberflächlich besänftigt. Persönlich würden sie Dianne Feinstein jedoch nie verzeihen.
Nach Bekanntwerden dieser neuesten Informationen waren die Bewohner des Großraums San Francisco ebenso verängstigt wie die Leute in Los Angeles County und genau wie dort stiegen die Verkäufe von Schusswaffen, Wachhunden, Alarmanlagen und Fenstergittern extrem in die Höhe. Auch Richard hatte die Pressekonferenz gesehen. Ihm war bis zu diesem Zeitpunkt nicht klar gewesen, dass er derart verräterische Spuren hinterlassen hatte und die Kaliber 25 Automatik mit allen entsprechenden Morden in Los Angeles verknüpft werden konnte. Noch am selben Abend, etwa um 20 Uhr, schlenderte er die Golden Gate Bridge entlang und warf die Aviaturnschuhe und die Pistole ins Wasser. In den folgenden Tagen verhielt er sich ruhig, schlief lange, rauchte jede Menge Gras und schaute Pornos. Nachmittags spielte er mit anderen Herumtreibern an der Mission Street Würfelspiele um Geld. Am 25. August entschied er sich schließlich dazu, wieder nach Los Angeles zurückzukehren. Er hatte das Gefühl, dass San Francisco einfach zu klein und dadurch zu gefährlich für ihn war und die Leute, die er hier kannte, langsam Verdacht schöpfen könnten. Also stieg er in den gestohlenen Mercedes, den er immer noch hatte, und fuhr zurück nach L.A. Als er wieder zurück in Los Angeles war, hielt er sich von der Gegend um Downtown fern. Er dachte sich, dass die mittlerweile $90,000 umfassende Belohnung nicht zu unterschätzen sei und er trotz der Hilfe von Satan deutlich vorsichtiger sein musste. Richard verlegte seinen Wohnsitz nach Chinatown und mietete sich ein billiges Zimmer, wo er sämtliche Zeitungsberichte über sich und seine Verbrechen las. Die Masse an Berichten sah er mit gemischten Gefühlen. Einerseits war er sehr darüber schockiert, wie viele es davon gab, andererseits war er damit auch sehr zufrieden, da er sich dadurch erst recht stark und unbesiegbar fühlte. In Chinatown hatte er das Gefühl, sicher zu sein. Die Straßen waren voller Menschen und er fiel nicht weiter auf. Trotzdem wurde sein Geld langsam aber sicher knapp, doch er wagte nicht zu seinem Hehler zu fahren und dachte sogar darüber nach, ihn zu ermorden. Der Hehler wusste einfach zu viel, so viel stand fest. Als Richard durch Chinatown spazierte, dachte er darüber nach, wie er die Menschen, die ihm begegneten, foltern und töten könnte und er fasste erneut seinen Plan ins Auge, irgendwann ein abgeschiedenes Haus zu kaufen und sich dort einen Folterraum einzurichten. Schon in der gleichen Nacht trieb ihn seine Mordlust wieder dazu an, erneut auf die Jagd zu gehen. Vor einem chinesischen Restaurant klaute er einen orangenen Toyota und fuhr auf den Freeway. Nachdem er erfolglos in Anaheim, Garden Grove und Santa Ana herumgefahren war, ohne dort eine geeignete Möglichkeit zu finden, fuhr er ins 120 Kilometer entfernte Mission Viejo in Orange County, wo ihm ein folgenschwerer Fehler unterlief. Als er den Crescenta Drive entlang fuhr, fiel er einem 13-jährigen Jungen auf, der gerade seinen Motorroller reparierte. Dem Jungen fiel irgendetwas an dem Fahrer des Toyotas auf, das ihn alarmierte. Was genau es war, konnte er später nicht sagen. Richard hingegen sah den Jungen nicht einmal, parkte den Wagen und lief dann auf derselben Straße zurück, um sich nach passenden Häusern umzusehen. Er hatte an diesem Abend nur die Kaliber 25 Pistole dabei. Alles andere, was ihn mit den vorangegangenen Morden in Verbindung bringen konnte, hatte er entweder entsorgt oder versteckt. Selbst wenn man ihn heute Nacht erwischen würde, so dachte er sich, könnte man ihm maximal eine Tat nachweisen. Der Hauptgrund für diese Überlegungen war, dass er sich mittlerweile hin und wieder Gedanken darüber machte, was seine Familie davon halten würde, wenn herauskam, dass er der Nightstalker war. Und trotzdem trug er in dieser Nacht dieselben Schuhe wie während der Aberwath und Peterson-Überfälle. Als er schließlich vor dem Haus des 29-jährigen Bill Carnes und seiner Verlobten Carol Smith ankam, entschied er sich dafür, hier einzubrechen. Bill und Carol hatten noch an diesem Abend über den Nightstalker gesprochen und gemeinsam überlegt, Fenstergitter einbauen zu lassen und vielleicht sogar eine Waffe zu kaufen. Dementsprechend verschlossen waren die Vordertür und sämtliche Fenster am Haus. Dennoch gelang es Richard, eines der rückwärtigen Fenster aufzubrechen und unbemerkt ins Innere zu gelangen. Wie immer wartete er ab, bis er sich sicher fühlte und sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten und schlich dann langsam mit einer Stiftlampe in der Hand zum Schlafzimmer, wo Bill und Carol tief und fest schliefen. Als er die Waffe durchlud, erwachte Bill durch das Geräusch und sah das Licht der Stiftlampe. Instinktiv sprang er auf und stürzte in Richtung des Eindringlings, der die Waffe hob und ihm in den Kopf schoss. Nachdem Bill zurückgetaumelt war, kam Richard näher und schoss ihm zwei weitere Male in den Kopf. Dann wandte er sich Carol zu und fragte, ob sie wisse, wer er sei. Sie verneinte. Richard sagte, »Ich bin der Nightstalker.« Anschließend fesselte er Carol mit Krawatten, die er im Schrank fand, verlangte die Herausgabe von Schmuck und Wertsachen und drohte ihr, er werde sie umbringen, schlug und trat auf sie ein. Mit schnellen, instinktiven Handgriffen durchsuchte er das Schlafzimmer, schüttete den Inhalt von Schubladen auf den Boden und steckte sich Schmuck und Uhren ein, die er dabei fand. Nachdem er Carol dazu zwang, auf Satan zu schwören, dass es keine weiteren Wertsachen mehr gab, zog er sie in ein anderes Zimmer, wo er sie brutal vergewaltigte.
Als er fertig war, küsste er sie sanft, was sie noch mehr schockierte, fesselte sie wieder und verlangte Bargeld. Carol verriet ihm, dass im Schlafzimmer etwas versteckt sei, und er ging hinüber, um es zu holen. Sie hörte ihn, wie er von Bill, der bewusstlos in seinem Blut lag, weiteren Schmuck verlangte und dann mit hoher Stimmlage lachte. Richard konnte das Geld nicht auf Anhieb finden und kam voller Wut zurück zu Carol und drohte ihr, sie sofort zu ermorden. Schließlich band er sie jedoch los und sie zeigte ihm, wo sie $400 in Bar versteckt hatte, die er sich sofort einsteckte. Dann sagte er, »Weißt du, dieses Geld hat dir dein Leben gerettet. Wäre es nicht da gewesen, hätte ich dich kalt gemacht. Sag ihnen, der Nightstalker war hier.« Carol sagte, sie werde es tun. Dann verlangte er, sie solle sagen, dass sie Satan liebe. Sie sagte es und er lachte. Als Richard schließlich das Haus durch die Vordertür verließ und gemächlich zu seinem Auto ging, wurde er erneut von dem 13-jährigen James Romero gesehen. James hatte schon beim ersten Mal überlegt, sich die Nummer des Autos zu merken, und jetzt tat er es. Als er ins Haus ging, seinen Eltern davon erzählte und die Nummer aufschrieb, fielen ihm jedoch nur noch 3 Zeichen des Nummernschilds ein. Während er darüber nachgrübelte, war Richard zur gleichen Zeit bereits wieder auf dem Freeway und fuhr Richtung Los Angeles. Normalerweise behielt Richard die Handschuhe beim Fahren an, doch auf halber Strecke hielt er es in der Wärme und mit den schwitzenden Händen nicht mehr aus und befreite sich von den Handschuhen. Bevor er den Wagen in Wilshire auf einem Parkplatz abstellte, wischte er sorgfältig die Fingerabdrücke ab, vergaß jedoch die Rückseite des Rückspiegels, den er beim Fahren eingestellt hatte. Nachdem er mit dem Bus zurück nach Chinatown gefahren war, mietete er sich ein Zimmer und ging ins Bett, ohne zu wissen, dass James Romero ihn und Teile des Nummernschilds beschreiben konnte und dass er einen Fingerabdruck am entsprechenden Fahrzeug hinterlassen hatte. Als Carol sicher war, dass der Nightstalker auch wirklich weg war, entfesselte sie sich und versuchte, Bill wachzurütteln. Da die Telefone zerstört wurden, lief sie zu einem Nachbarn, der Hilfe rief. In einer Notoperation konnten Bill 2 der 3 Kugeln aus dem Gehirn operiert werden. Die dritte saß jedoch an einer so gefährlichen Stelle, dass die Ärzte beschlossen, sie im Gehirn zu lassen. Bill überlebte. Nachdem in der Nachbarschaft bekannt wurde, was passiert war, verständigte James Romero und seine Eltern sofort das Orange County Sheriff's Office und meldeten die Beobachtungen des Jungen. Die dortigen Ermittler verständigten sofort die Sonderkommission in LA County und Salerno und Guerrillo wurden umgehend in Kenntnis gesetzt und machten sich direkt auf den Weg, um den Tatort zu besichtigen. Als sie dort das bekannte Bild mit den durchwühlten Wohnräumen, den zerstörten Telefonen und die Hülsen einer Kaliber 25 vorfanden, waren sie sicher, dass der Nightstalker wieder in den Großraum Los Angeles zurückgekehrt war. Am 27. August kontaktierte der Kleinkriminelle Jesse Perez indirekt über seine Tochter die Sonderkommission. Sie gab an, ihr Vater wisse, wer der Nightstalker sei, da er ihn vom Busterminal in Downtown LA kannte. Der Kerl, von dem sie sprach, sei ein Berufseinbrecher, der schlechte Zähne hatte, dauernd über Satan sprach und den veröffentlichten Phantombildern sehr ähnlich sah. Eine Bedingung für die Zusammenarbeit war jedoch, dass ihr Vater beschützt werden musste, ansonsten würde er keine Aussage machen. Die Detectives garantierten Schutz für Jesse und arrangierten ein Treffen, bei dem er zu Protokoll gab, dass der Kerl Rick heiße, seinen Nachnamen habe er jedoch nie genannt. Darüber hinaus habe er Rick vor einiger Zeit eine Kaliber 22 Pistole abgekauft, die er mittlerweile aber bereits einer Freundin überlassen habe, die in Tijuana lebe. Außerdem beschrieb Jesse Rick als einen zwanghaften Einbrecher, der eigentlich aus El Paso, Texas stamme. Außerdem hatte Rick ihm einmal erzählt, er habe ein asiatisches Paar in Monterey Park getötet, wovon Jesse erst später in der Zeitung gelesen habe. Diese Informationen waren so brisant, dass die Detectives Jesse mitnahmen und im Sheriff's Office ein Treffen mit Salerno und Guerrillo verabredeten. Als Guerrillo Jesse das Phantombild zeigte, das Somkid Kavanaugh erstellt hatte, erkannte dieser den Nightstalker natürlich wieder, fügte jedoch noch hinzu, dass Ricks Haare in Wirklichkeit nicht so gelockt waren wie auf dem Bild. Nach einigem Hin und Her über die Themen Polizeischutz und Belohnung gab Jesse schließlich seinen größten Trumpf heraus. Er wusste, wer der Hehler war, bei dem Rick seine Beute verkaufte. Es handelte sich dabei um einen Mann namens Felipe Solano, der in der Nähe des Dodger Stadiums wohnte und in seiner Garage Diebesgut bis unter die Decke stapelte. Nach der Vernehmung wurde der Hehler von einer Spezialeinheit des Sheriff's Office überwacht, das sowohl auf Überwachungs- als auch auf Kampfsituationen trainiert war. Ferner wurden sämtliche anderen Orte, an denen sich der Nightstalker laut Jesse auch noch herumtrieb, mit zivilen Beamten überwacht. Doch er tauchte nicht auf. Als der Hehler schließlich festgenommen und befragt wurde, schwor er, er kenne Ricks Nachnamen oder Telefonnummer auch nicht. Er rufe ihn an, sobald er etwas zu verkaufen habe.
Bei der Durchsuchung der Garage in seinem Haus fanden sich die allermeisten der Wertgegenstände, die bei den Morden entwendet worden waren. Eine weitere Spur ergab sich, als ein Freund des Besitzers des orangenen Toyotas die Ermittler kontaktierte und erklärte, dass das Auto, nach dem sie suchten, nach dem eines Freundes klang, das kürzlich in Chinatown gestohlen wurde. Der Mann gab einem Deputy das Kennzeichen durch und es passte zu den Teilen, die der 13-jährige James Romero in Mission Viejo bereits gemeldet hatte. Das Sheriff's Office entschied sich dafür, die Beschreibung und das Nummernschild des gestohlenen Toyotas an die Presse weiterzugeben und bereits am 28. August wurde der Wagen auf dem Parkplatz in Wilshire entdeckt. Zunächst wurde es den gesamten Tag und die folgende Nacht überwacht, in der Hoffnung, dass der Night Stalker es noch einmal benutzen würde, doch er kam nicht. Anschließend wurde es zur Spurensicherung des Orange County Sheriff's Office nach Santa Ana gebracht, wo eine Kriminaltechnikerin den Fingerabdruck auf der Rückseite des Rückspiegels entdeckte und sicherstellen konnte. Zur gleichen Zeit entschied sich das San Francisco Police Department dafür, Bilder der gestohlenen Schmuckstücke zu veröffentlichen. Man hoffte, dass mittlerweile irgendjemand irgendwo den restlichen Schmuck gekauft hatte und die Stücke nun wiedererkannte. Die hohe Belohnung sollte ihr Übriges tun, damit die neuen Besitzer sich meldeten. Tatsächlich meldete sich eine Frau namens Donna Myers, die einen Bekannten namens Rick aus El Paso, Texas hatte. Sie wusste von Rick, dass er oft Einbrüche beging und er hatte sie bereits einige Male gebeten, gestohlenen Schmuck für ihn aufzubewahren. Das letzte Mal war erst wenige Wochen her. Außerdem war es schon mehrfach vorgekommen, dass Rick ihr einfach so Teile seiner Beute, wie zum Beispiel einige Ringe oder ein Armband, geschenkt hatte. Was ihr davon nicht passte oder nicht gefiel, verschenkte Donna an ihre Tochter und ihren Schwiegersohn weiter. Auch sie kannten Rick. Doch nach dem Pan-Überfall hatten sie langsam aber sicher Verdacht geschöpft, dass Rick der Night Stalker sein könnte. Er passte auf die Beschreibung, war groß und schlank, redete oft von Satan und den Vorteilen des Satanismus, trug immer schwarze Kleidung und hatte schlechte Zähne. Als Donnas Schwiegersohn Earl schließlich eines der Schmuckstücke in der Zeitung wiedererkannte, kontaktierte er die Behörden und gab an, dass die Phantombilder auch sehr gut auf Rick passten, außer dass seine Haare nicht so lockig waren und sein Kinn ein klein wenig anders aussah als auf dem Bild. Bei einer Vernehmung erzählte Earl, dass er Ricks Nachnamen nicht kannte, aber möglicherweise seine Schwiegermutter Donna. Außerdem berichtete er, dass Rick geradezu besessen von Heavy Metal war und fast ständig AC/DC hörte. Die Ermittler wussten von der AC/DC-Kappe, die der Night Stalker in der Garage von Dale Okazaki und Maria Hernandez verloren hatte, und zählten eins und eins zusammen. Als sie nach Ricks Zähnen fragten, bestätigte Earl, dass sie fleckig und teilweise abgebrochen waren und sich allgemein in einem schlechten Zustand befanden. Anschließend fragten die Polizisten, ob er Rick schon einmal mit einer Waffe gesehen habe, woraufhin Earl berichtete, dass Rick ihm einmal eine silberne Kaliber 25 Automatik verkaufen wollte. Er habe dafür $150 haben wollen, was ihm jedoch viel zu viel gewesen sei. Auf die Frage, wo Rick lebte, konnte Earl keine Antwort geben. Er wusste lediglich, dass er viel unterwegs war und manchmal in billigen Hotels im Tenderloin District abgestiegen war. Über Earls Schwiegermutter Donna, die Ricks Nachnamen ebenfalls nicht wusste, gelangten die Ermittler schließlich an Armando Rodriguez, der sie und Rick ursprünglich miteinander bekannt gemacht hatte. Die Ermittler ahnten, dass Armando vermutlich der Schlüssel zur Lösung des gesamten Falls war und setzten ihn unter Druck. Er beteuerte zunächst, dass er Ricks Nachnamen nicht kenne. Also verhafteten die Ermittler ihn und drohten ihm, dass man ihm den Prozess wegen Beihilfe zum Mord machen würde. Immerhin konnte man Armando nachweisen, dass er ebenfalls vor Ort gewesen war, als Rick einmal bei Donna war, um sich deponierten Schmuck wieder abzuholen. Das machte ihn nach dem Mord an Peter Pan zu einem Mittäter. Nachdem er einige Zeit in einer Zelle verbracht hatte, entschied er sich zu reden. Er gab an, er kenne Rick eigentlich gar nicht besonders gut, er wisse aber, dass sein Nachname Ramirez war. Sofort wurde der Name Rick und sämtliche Abwandlungen wie Richard und Ricardo mit dem Nachnamen Ramirez kombiniert und in den Polizeicomputer eingegeben, doch es gab buchstäblich tausende Treffer. Kurz darauf wurde der Tenderloin District von Ermittlern der Sonderkommission geradezu überflutet, die in sämtliche Hotels einfielen, die Angestellten ausquetschten und die Phantombilder aus Los Angeles herumzeigten. Im Bristol Hotel trafen sie schließlich auf den dortigen Geschäftsführer, einen russischen Immigranten, der den Cops berichtete, dass ein Kerl, der dem Phantombild sehr ähnelte, in seinem Hotel im Zimmer 315 übernachtet habe. Der Mann sei sehr zurückgezogen und unauffällig gewesen. Er habe ihn jedoch manchmal darauf hinweisen müssen, die Musik nicht so laut aufzudrehen. Ansonsten sei der Mann gekommen, habe bezahlt, übernachtet und sei wieder gegangen. Das alles übrigens ohne seinen Namen anzugeben, was in diesem Hotel auch nicht nötig sei.
In Raum 315 fanden die Ermittler ein Pentagramm an der Badezimmertür, das genau so aussah wie das, das man bei Mabel Bell und den Pants gefunden hatte. Nachdem kurzerhand die gesamte Tür als Beweismittel beschlagnahmt wurde, suchte die Spurensicherung nach verwertbaren Fingerabdrücken. Zeitgleich brachten die Ermittler aus San Francisco ihre Kollegen in Los Angeles auf den neuesten Stand. Salerno antwortete, dass sie ebenfalls einen Verdächtigen mit dem Namen Rick hatten und alles darauf hindeutete, dass sie denselben Kerl im Visier hatten. Der nächste Schritt war nun klar. Man musste den Fingerabdruck aus dem gestohlenen Toyota mit dem Namen Richard Ramirez in Verbindung bringen. In diesem Moment kam den Detectives der technische Fortschritt zu Hilfe. Ein brandneuer 25 Millionen Dollar Computer, den das California Department of Justice neu angeschafft hatte. Die Ermittler flogen mit dem Fingerabdruck im Gepäck nach Sacramento und ließen den Computer die entsprechenden Akten zu dem eingescannten Fingerabdruck heraussuchen. Am Ende spuckte das Gerät den Namen Richard Munoz Ramirez aus, ein großer, schlaksiger Herumtreiber, Dieb und Gelegenheitsdealer aus El Paso, Texas, der durch verschiedene kleinere Delikte auffällig geworden war. Zunächst waren die Ermittler skeptisch. Konnte dieser miese Kleinkriminelle tatsächlich der Nightstalker sein, der ganz Kalifornien in Angst und Schrecken versetzt hatte? Um diese Frage klären zu können, zeigte man Jesse Perez das Foto aus der Akte und er bestätigte nach dem ersten Blick darauf, dass die gezeigte Person der Rick vom Busterminal in Downtown LA war. Als diese Informationen an Sheriff Block herangetragen wurden, rief dieser umgehend eine Konferenz mit den Polizeichefs des LAPD, SFPD und dem Sheriff von Orange County ein. Die Führungsebene war sich sofort einig, dass das Bild veröffentlicht werden musste. Salerno gab zu bedenken, dass Ramirez untertauchen könnte, wenn er mitbekommen würde, dass man ihm so dicht auf den Fersen war. Auf der anderen Seite konnte man diese Information einfach nicht zurückhalten. Um die Öffentlichkeit zu schützen, musste man den Namen und das Bild veröffentlichen. Andernfalls hätte Ramirez unbehelligt weitere Morde begehen können. Obwohl Salerno und Carrillo nach wie vor dagegen waren, wurde hastig eine Pressekonferenz einberufen und die Informationen an die sich fast überschlagende Presse weitergegeben, die hunderte Reporter entsendet hatte. Zu diesem Zeitpunkt war die Polizei sicher, Ramirez binnen Stunden zu erwischen. Er würde sich nirgendwo mehr verstecken können. Nach dem Ende der Pressekonferenz, für die im gesamten Land Sendungen unterbrochen wurden, suchte jeder überall nach Richard Ramirez. Salerno bestellte tausende Kopien des Fotos und ordnete an, dass jeder Beamte, egal von welcher Polizeibehörde, in ganz Los Angeles County eine Kopie erhalten sollte. Zeitgleich waren Detectives auf dem Weg nach Tijuana, um die Kaliber 22 Pistole zurückzuholen, die Perez ursprünglich von Richard bekommen und an eine Freundin weitergegeben hatte. Am nächsten Morgen war das Foto von Richard Ramirez auf dem Titelblatt jeder Zeitung in Kalifornien. Sein Name war das erste, womit jeder Nachrichtensprecher auf jedem Kanal die Nachrichten begann. Früh am Morgen des 30. August 1985 stieg Richard in einen Greyhound-Bus Richtung Tucson, Arizona und machte sich auf die knapp 800 Kilometer weite Reise, um seinen Bruder Robert zu besuchen, der mit seiner Frau Samantha und ihrer gemeinsamen Tochter Betty dort lebte. Ihm war zu diesem Zeitpunkt weiterhin nicht bewusst, dass er bereits persönlich mit den Nightstalker-Morden in Verbindung gebracht wurde und tausende Polizisten aktiv nach ihm suchten. Die gesamte Fahrt über hörte Richard mit seinem Walkman Heavy-Metal-Kassetten, die er in einer schwarzen Schultertasche mit sich trug. Als er nach etwa 8 Stunden in Tucson ankam, rief er vom Busterminal bei Robert an, erreichte aber nur Samantha, die ihm mitteilte, dass Robert nicht zu Hause war. Richard wurde nicht eingeladen und wäre ohne Roberts Beisein auch nicht alleine zu Samantha gegangen. Wie auch schon damals bei Ruben und dessen Frau Susanna, hatte Robert ihn ebenfalls beschuldigt, sich an seine Frau heranzumachen und ihr unangemessene Dinge zu sagen. Eine Zeit lang waren Richard und Robert deshalb zerstritten, doch der meiste Ärger war mittlerweile vergessen. Nach einer Stunde rief er wieder an, doch Robert war immer noch nicht zu Hause. Richard sagte, er würde wieder anrufen und vertrieb sich weiter die Zeit am Busterminal. Dabei bemerkte er, dass plötzlich einige Polizisten in Zivilkleidung das Terminal betraten. Er hatte keine Ahnung, dass die hiesige Polizei durch das LA County Sheriff's Office informiert worden war, dass der Night Stalker einen Bruder in Tucson hatte und daher die ankommenden Busse überwachte. Als ihm die Situation immer bedrohlicher erschien, überlegte Richard, ob er einfach weiter nach El Paso fahren sollte, hatte aber nicht genug Geld und nahm daher einen Bus zurück nach Los Angeles. Kurz vor der Abfahrt ließ er seinen Walkman fallen und verlor die Batterien, die er nicht mehr rechtzeitig aufsammeln konnte, bevor der Bus losfuhr. Die 8 Stunden lange Rückfahrt verbrachte er mürrisch und gelangweilt. Er versuchte zu schlafen, doch es gelang ihm erst nach einigen Stunden.
Um 7.25 Uhr wachte er auf. Der Bus war bereits in Los Angeles und würde in den nächsten 20 Minuten in Downtown ankommen. Es würde ein heißer Tag werden, 35 Grad bei klarem Himmel. Als Richard endlich angekommen war, bemerkte er 15 Beamte der Special Investigation Section SIS, die sich am Terminal verteilt hatten und die abfahrenden Busse überwachten. Das SIS ist eine 1965 gegründete taktische Elitegruppe der Kriminalabteilung des LAPD, die einen klaren Auftrag verfolgt, die gefährlichsten Kriminellen der Stadt von den Straßen entfernen und notfalls ausschalten. An diesem Tag gelang es dem SIS jedoch nicht, den Night Stalker zu erwischen. Da niemand damit rechnete, dass er in Los Angeles ankommen würde, anstatt zu fliehen, konnte Richard unbemerkt durch das klimatisierte Terminal schlendern und es unbehelligt verlassen. Immer noch hatte er keine Ahnung, dass sein Gesicht großflächig in jeder Zeitung abgedruckt war und Millionen Menschen beim Frühstück gerade auf sein Gesicht blickten. Als er aus dem Terminal kam, schlug ihm die Hitze wie ein nasses Handtuch ins Gesicht. Bereits nach wenigen hundert Metern war er schweißgebadet. Bei einem Dealer besorgte er sich ein paar Gramm Gras und ging dann auf der Southtown Avenue zu Mike's Liquor Store, wo er einen Kaffee und ein Gebäckstück mit Zuckerglasur kaufte. Während er auf sein Wechselgeld wartete, bemerkte Richard ein paar ältere mexikanische Frauen im hinteren Teil des Ladens und hörte eine von ihnen sagen, El Matador, was streng übersetzt der Killer heißt. Perplex fragte er sich, warum um alles in der Welt diese Frauen ihn für den Killer hielten, bis sein Blick auf das Zeitungsregal fiel, auf dem ihn sein Foto anstarrte. Ungläubig und geschockt schnappte er sich eine der Zeitungen und eilte aus dem Geschäft. Noch bevor er ein paar Meter gekommen war, hatte der Ladenbesitzer bereits die Polizei gerufen und schon kurze Zeit später war jeder verfügbare Streifenwagen auf dem Weg in die Gegend und mehrere Polizeihubschrauber in der Luft, um die Verfolgung am Boden zu unterstützen. Noch auf der Flucht las Richard den Artikel über seine Identifizierung und die Pressekonferenz von Sheriff Block. Er musste irgendwie davonkommen, irgendwie fliehen, koste es, was es wolle. Als die Sirenengeräusche näher kamen, lief er durch einen Garten, sprang mühelos über einen 1,80 Meter hohen Zaun und lief in Richtung des Santa Ana Freeways. Seine schwarze Tasche mit den Musikkassetten ließ er einfach in dem Garten zurück. Richard sprang über einen weiteren Zaun und rannte einen mit dicker Folie beschichteten Abhang am Freeway hinunter, wo er auf eine Lücke im Verkehr wartete. Währenddessen rasten die Autos mit 120 Stundenkilometer an ihm vorbei und er spürte sein Herz panisch schlagen und war vom Schweiß so nass, als ob er gerade unter einer Dusche gestanden hätte. Als der richtige Moment gekommen war, sprintete er los und rannte quer über den Freeway, wobei er beinahe von einem Auto erfasst worden wäre. Östlich des Freeways eilte er die Böschung hinauf, sprang über einen weiteren Zaun und erreichte einen Linienbus, der in südliche Richtung fuhr. Als er sich triefend vor Schweiß auf einen Sitz fallen ließ, wurde er sofort von einigen Fahrgästen erkannt, die auf ihn zeigten. Der Bus hielt an und Richard sprang hinaus. Dabei realisierte er das erste Mal, dass ihn jeder erkannte und er sich nicht mehr verstecken konnte. Das bedeutete, dass er ein Auto klauen musste, egal wie. Wenn er es damit über die etwa 220 Kilometer entfernte mexikanische Grenze schaffen würde, könnte er in Mexiko sein Aussehen verändern, sich einen Bart wachsen lassen, seine Haare färben und eine Brille tragen. Als er die sonnige Straße entlang lief, erkannten ihn immer mehr Leute, die die Polizei riefen. Drei Jugendliche verfolgten ihn sogar, bis er ihnen sagte, dass er bewaffnet sei und sie abhauen sollten. An der Ecke Indiana und Whittier sah er eine Frau, die allein in einem Wagen mit laufendem Motor saß und erkannte die Gelegenheit. Doch bevor er die schreiende Frau erfolgreich aus dem Auto reißen konnte, kamen ihr, ihr Freund und einige Anwohner zu Hilfe. Als nächstes floh Richard zu Fuß in Richtung Hubbard Street. Dies war eine typische Gegend für East LA, wo vor allem Arbeiterfamilien mit mexikanischem Migrationshintergrund lebten. Sie alle hatten die Nightstalker-Morde verfolgt und waren geschockt gewesen, als sie erfuhren, dass er offenbar auch mexikanischer Herkunft war. Schließlich entdeckte Richard eine weitere Möglichkeit, an ein Auto zu kommen. In der Auffahrt eines Hauses war ein roter Mustang aufgebockt, dessen Motor lief und an dem der Vater der Besitzerin, Faustino Pignon, gerade eine Reparatur durchführte. Als der keuchende Kerl in schwarzer Kleidung in den Wagen seiner Tochter sprang und versuchte davonzufahren, rannte Faustino um das Auto herum und griff den Dieb am Hals. Richard rief, dass er eine Waffe habe und sich den Wagen jetzt nehmen würde, doch Faustino brüllte, dieses Auto nimmst du dir nicht, und griff ins Lenkrad. Während der Auseinandersetzung würgte Richard den Wagen ab und floh schließlich, indem er abermals über einen Zaun sprang, als ob er gar nicht da gewesen wäre. Wieder auf der Straße entdeckte er eine weitere Frau, die gerade in ein Auto einstieg, das vor ihrem Haus geparkt war. Als die 28-jährige Angela de la Torre den Mann sah, der auf sie zueilte, erkannte sie sofort, dass es der Nightstalker war und schrie, El Matador!
Als Richard vor ihr stand, verlangte er die Schlüssel und bedrohte sie. Doch Angela verweigerte die Herausgabe. Daraufhin boxte er ihr in den Magen und riss ihr die Schlüssel aus der Hand. Durch den Aufruhr wurden Angelas Mann Manuel und mehrere Nachbarn auf die Situation aufmerksam und eilten sofort zu dem Auto. Manuel hatte sich in Erwartung einer Auseinandersetzung eine massive, L-förmige Metallstange geschnappt, die eigentlich zur Verriegelung von Toren gedacht war, und riss nun die Autotüre auf, um den Dieb zu stellen. Ohne lange zu fackeln, schlug er Richard die Metallstange auf den Hinterkopf und forderte ihn auf, sofort aus dem Wagen zu steigen. Richard sprang wortlos aus dem Auto und rannte Richtung Indiana Avenue, während weitere Nachbarn mit Baseballschlägern und Schlagstöcken auf die Straße kamen, um zu helfen. Verfolgt von den Leuten, die ihn offenbar alle erkannt hatten, fauchte und zischte Richard einige von ihnen an, die zu nahe kamen, und führte sich auf wie ein Wahnsinniger, ließ seine Zunge heraushängen, um die Leute abzuschrecken, und schleppte sich mühevoll weiter. Schließlich schlug Manuel abermals zu und Richard ging zu Boden. Der erste Polizist, der vor Ort ankam, war ein Deputy des Sheriff's Office namens Andres Ramirez. Er erkannte den Night Stalker sofort, da er sich das Bild im Streifenwagen an die Sonnenblende geklebt hatte. Als er den blutenden Mann, der da am Boden saß, nach seinem Namen fragte, antwortete dieser: Ricardo Ramirez. Die Frage, wie schwer er verletzt sei, beantwortete er nicht. Er starrte nur auf den Boden und wurde schließlich verhaftet. Als er im Streifenwagen saß und sie die Hubbard Street verließen, während die Menschenmenge jubelte, sagte Richard: Warum erschießt er mich nicht einfach? Ich meine, jetzt setzen Sie mich auf den elektrischen Stuhl. In der nachfolgenden Zeit, bis zur Verurteilung 1989, ereignete sich ein bis dahin in der Geschichte von Kalifornien beispielloser Strafprozess, den Richard in erster Linie als eine Bühne missbrauchte. Bei seinem ersten Auftritt vor Gericht erhob Richard seine Hand, auf die er ein Pentagramm gemalt hatte, und rief Heil Satan. Aufgrund der umfassenden Berichterstattung und nicht zuletzt wegen Richards attraktiven Äußeren bildete sich schon bald ein makaberer Personenkult um ihn, der dazu führte, dass er unzählige Briefe und Besuche von Frauen erhielt und sogar Groupies vor Gericht erschienen, um ihn zu sehen. Am 3. August 1988 berichtete die Los Angeles Times, dass Richard laut dem Gefängnispersonal offenbar plante, den Staatsanwalt während der Verhandlung mit einer in den Saal geschmuggelten Waffe zu erschießen. Diese Erkenntnis hatte zur Folge, dass die Sicherheitsmaßnahmen massiv verschärft wurden. Sämtliche Personen wurden vor dem Betreten des Gerichts mit einem Metalldetektor überprüft und gründlich durchsucht. Am 14. August 1988 wurde der Prozess für einige Zeit unterbrochen, da das Jurymitglied Phyllis Singletary erschossen in ihrer Wohnung aufgefunden worden war. Nach der Ankündigung, den Staatsanwalt zu erschießen, lag die Vermutung nahe, dass Richard es aus dem Gefängnis heraus geschafft hatte, den Mord in Auftrag zu geben. Die verbliebenen Jurymitglieder waren massiv verunsichert, bis sich herausstellte, dass Phyllis in einem Beziehungsstreit von ihrem Paten ermordet worden war, der kurze Zeit später in einem Hotelzimmer mit derselben Waffe Selbstmord beging. Am 20. September 1989 wurde Richard schließlich bezüglich sämtlicher Anklagepunkte für schuldig befunden und am 7. November wegen 13-fachem Mord, 5 versuchten Morden, 11 sexuellen Übergriffen und 14 Einbruchsdiebstählen zum Tode durch die Gaskammer verurteilt. Bereits 1985 hatte die freischaffende Journalistin Doreen Leoy wie auch einige andere Frauen damit begonnen, Richard Briefe zu schreiben. 1988 machte Richard ihr einen Heiratsantrag, den sie annahm. Und beide gaben sich schließlich am 3. Oktober 1996 im St. Quentin State Prison das Ja-Wort. Vor diesem Hintergrund hatte Doreen bereits Jahre vor Richards Tod angegeben, sie würde sich am Tag seiner Hinrichtung ebenfalls töten. Doch schließlich verließ sie ihn. Am 7. August 2006 scheiterte Richards erstes Berufungsverfahren am California Supreme Court, das die Verurteilung und somit auch die verhängte Todesstrafe für gerechtfertigt erklärte. Einen Monat später, am 7. September 2006, wurde der Antrag auf eine erneute Anhörung zum Berufungsverfahren abgelehnt und Richard verblieb weiterhin in Haft. 2009 stellte sich heraus, dass Richard am 10. April 1984 die zu diesem Zeitpunkt 9-jährige Miley Young im Keller eines Hotels im Tenderloin District ermordet hatte, in dem er zu diesem Zeitpunkt wohnte. Offenbar hatte er das Mädchen vergewaltigt, bevor er es erstach und ihren Körper in einem Rohr aufgehängt hatte. Diese Tat war, zumindest offiziell, Richards erster Mord und wurde erst durch den Abgleich einer DNA-Spur mit ihm in Verbindung gebracht. 2016 wurde bekannt, dass eine weitere DNA-Spur am Tatort sichergestellt werden konnte,
was bedeutet, dass ein weiterer Täter zum Zeitpunkt des Mordes anwesend war, der damals vermutlich noch im Jugendalter gewesen sein muss. Dieser Mittäter konnte bis heute nicht aufgespürt werden. Am 7. Juni 2013 um 9.10 Uhr starb Richard Ramirez im Alter von 53 Jahren im Marine General Hospital in Greenbrae nach mehr als 23 Jahren im Todestrakt im St. Quentin State Prison an Leberversagen, das vermutlich mit chronischem Substanzmissbrauch und einer Hepatitis C-Infektion in Zusammenhang stand. So, zum Ende hin möchte ich euch noch ein bisschen, ja, ohne Skript ein paar Dinge zu diesem Video sagen. Ich habe an diesem Video etwa 4 Monate gearbeitet, immer mal wieder eine Stunde reingesteckt, natürlich nicht durchgehend 4 Monate, 8 Stunden am Tag, aber jeden Tag so ein bisschen, teilweise natürlich auch mal eine Pause gehabt, dann wieder mal ein paar mehr Stunden jetzt gegen Ende hin, weil ich es eben rechtzeitig zu Weihnachten fertig machen wollte. Es waren ungefähr 80 Seiten Skript, die ich mir vorher geschrieben hatte, und die Recherche, um dieses Skript überhaupt schreiben zu können, hat den größten Teil der Arbeit in Anspruch genommen. Man kann es gar nicht in Worte fassen, wie viel das im Prinzip war, um diese ganzen Dinge rauszusuchen. Wesentlich habe ich mich dabei auf eins von mehreren Büchern zu dem Fall gestützt, das ich euch an der Stelle einfach mal wirklich empfehlen möchte. Es behandelt im Prinzip alles, und die ganzen Details, die ich in diesem Video hier verbraten habe, ist nur ein Teil von dem, was in diesem gesamten Buch natürlich drin steht. Und ich kann es nur empfehlen für alle, die diesen Fall noch etwas besser verstehen wollen. Ich meine, ich habe das jetzt abendfüllend mit über 3 Stunden versucht darzustellen, aber natürlich auch nicht jedes Detail mit reingenommen. Zum Beispiel gibt es eine Beschreibung der ersten Freundin, ja, von Richard Ramirez und wie sie das Ganze gesehen hat. Seine Ausflüge auf Friedhöfe habe ich jetzt hier nicht mit reingenommen. Und es gibt noch so viel mehr aus der Kindheit, aus der Jugend. Der gesamte Strafprozess ist auf unfassbar vielen Seiten, ja, zusammengefasst, nochmal detailliert beschrieben, auch mit den gesamten Personen, die sich da dann hervorgetan haben auf Seite der Justiz. Es gibt sehr, sehr viel mehr Infos zu den Polizisten, die Richard Ramirez gejagt haben. Also nicht nur Frank Salerno, sondern Jill Carrillo auch noch, der eben da auch als leitender Ermittler tätig war. Von Anfang an wird auch immer ein bisschen die Seite der Polizei geschildert. Das habe ich erst später im Video mit reingenommen, weil es da erst interessant wird, meiner Meinung nach, ja, um das halt auch ein bisschen zu kürzen. Aber wer den gesamten Fall richtig verstehen möchte, vor allem auch, was dann eben während dieser Prozesse abgegangen ist, das ist ja unfassbar. Das war bis dem Prozess von O.J. Simpson der kostspieligste Prozess, den Kalifornien jemals gesehen hat. Also ich empfehle dieses Buch. Ist im Top-Kommentar verlinkt, ist ein Kickback-Link. Das bedeutet, wenn ihr dieses Buch oder irgendetwas anderes auf Amazon über diesen Link kauft, bekomme ich eine kleine Provision von Amazon, ohne dass euch irgendwelche Mehrkosten entstehen. Und wie gesagt, das ist jetzt wirklich, ich kann dieses Buch empfehlen. Wer diesen Fall wirklich komplett verstanden haben möchte, der kann sich das auf jeden Fall mal anschauen. Gibt auch natürlich auch so Blick ins Buch bei Amazon, da kann man mal ein paar Seiten lesen. Das war auch bei mir, um das vielleicht mal zu erklären, der Punkt, wie ich überhaupt auf dieses Buch gekommen bin, ist wirklich, ohne dieses Buch wäre das Video nicht möglich gewesen. Ich wollte wissen, was für eine Schrotflinte diese Zaras hatten, mit dem Maxine ihn bedroht hat. Ich wollte wissen, was genau das für eine Schrotflinte ist, ob das so eine Pumpgun ist oder so eine Jagdflinte oder was auch immer. Ich wollte das ein bisschen besser beschreiben, bin dadurch auf das Buch gestoßen und war begeistert. Meine Freundin liest es auch gerade, obwohl die mit sowas eigentlich nicht unfassbar viel anfangen kann, aber lohnt wohl offenbar, auch wenn man jetzt nicht nur an Mord und Totschlag interessiert ist. Gut, das soll es an der Stelle gewesen sein. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.